In Deutschland geht es gut. Unsere Wirtschaft wächst und die Zahl der Beschäftigten bewegt sich auf Rekordniveau. Damit das auch so bleibt, müssen Politik und Wirtschaft miteinander im Gespräch bleiben. So wie auf der Kongressreihe Wirtschaftsgespräche der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wir sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt. Hier diskutieren regelmäßig Politiker mit hochrangigen Vertretern aus Industrie, Mittelstand und Wissenschaft. Es geht um Themen wie den Breitbandausbau, das selbstfahrende Auto, die Start-up-Finanzierung, Wirtschaft 4.0, TTIP oder die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt. Dieses Thema Wirtschaft in unserem Land ist eine der zentralsten Aufgaben. Und da haben wir in dieser Legislaturperiode mit der digitalen Agenda, glaube ich, einen richtigen Schwerpunkt gesetzt. Wir müssen jetzt die digitale Strategie europäisieren. Wir müssen natürlich erkennen, dass die Situation sich vollkommen verändert hat. Wir brauchen lebenslanges Lernen. Nicht nur die Industrie wird sich ändern, sondern auch unsere Dienstleistungsbranche. In jedem mittelständischen Betrieb wird sich vieles ändern durch die Digitalisierung. Glasfaserausbau, 5G-Standard, das ist das, was wir machen müssen. Und das führt uns dann sehr schnell dazu, dass wir vor allen Dingen nicht nur in Deutschland das tun müssen, sondern wir müssen es in Europa tun. In der industriellen Fertigung schon längst eine Selbstverständlichkeit. Durchdringt die Digitalisierung mittlerweile alle gesellschaftlichen Bereiche. Selbst in der Landwirtschaft packt Kollege Computer mit an. Vom vollautomatischen Melkstand über Stallroboter bis hin zum satellitengestützten Mähdrescher. Also die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft schon weit verbreitet. Aber wir sind noch nicht so weit, dass der Computer das Schwein streichelt. Das machen noch immer die Menschen. Gut gesagt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrter Herr Vorsitzender, lieber Volker Kauder, Herr von Bechtolzheim, ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen, dass dieser Saal mal wieder bei einem unserer Kongresse vollgefüllt ist, zeigt das Interesse, das Sie an diesem Thema haben. Denn dieses Thema, das wird uns alle noch sehr intensiv beschäftigen. Ich halte es auch für dringend notwendig, dass wir das tun, dass wir diese Veranstaltungsreihe, die wir in dieser Legislaturperiode durchgeführt haben, gerade mit diesem Thema Digitalisierung, unsere Zukunft, fortsetzen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir heute nicht nur hochrangige internationale Gäste haben. Vielen Dank, dass Sie über den großen Teich gekommen sind, sondern dass wir auch Sie hier haben, mit denen wir heute diskutieren wollen. Und zum Abschluss wird dann auch die Bundeskanzlerin zu Ihnen sprechen. Wir haben bewusst diese Veranstaltungsreihe aufgesetzt, weil wir wissen, dass die Wirtschaft unser Rückgrat ist. Alles geht gut, aber alles geht nur gut, wenn es auch der Wirtschaft gut geht. Machen wir uns bitte nichts vor, ohne eine vernünftig laufende Wirtschaft sind die Steuereinnahmen nicht da, von dem wir oder mit denen wir das Ganze, was wir uns leisten, finanzieren. Wir sind gut da drin im Finanzieren. Wir haben 55,7% unseres Bundesetats für Soziales ausgegeben. Vielleicht das ein oder andere zu wenig für Wirtschaft, aber daran werden wir arbeiten. Vielleicht können wir das auch in der nächsten Legislaturperiode ein Stück weit einfacher tun, wenn die Koalitionsverhältnisse das erlauben. Da haben wir so gewisse Wunschvorstellungen. Aber gut, die Wünsche stellen wir mal hinten an. Denn eins ist sicher, meine Damen und Herren, das macht mir ein Stück weit Sorge. Eine Reihe von Gründen sind sogenannte, man nennt das bei den Volkswirten so, exogene Faktoren, für die wir relativ wenig als Politik können. Ich sage mal niedrige Zinsen, ich sage mal der US-Dollar-Euro-Kurs, der unserer exportierenden Wirtschaft erheblich hilft. Und natürlich auch die Strukturen, die wir bei Öl- und Gaspreisen haben. Wenn Sie mal überlegen, wie der Ölpreis noch vor 3-4 Jahren war, da hatten wir über 100 Euro pro Barrel, heute sind es 45. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied und da hilft. Meine Damen und Herren, in der Digitalisierung haben wir einiges geschafft, aber noch lange nicht das, was wir machen müssten. Und Digitalisierung ist nicht, dass wir ein paar Fernsehprogramme digital gucken können, sondern Digitalisierung ist eine komplette Vernetzung und das müssen wir begreifen. Für diese komplette Vernetzung brauchen wir natürlich auch ein Glasfasernetz, das wirklich diesen Namen verdient. Und da habe ich mir mal so ein paar Zahlen rausgeholt. Im Breitbandbereich, OECD-Zahlen sind das, Japan und Korea
70% Glasfaser, OECD-Durchschnitt 18%. Und jetzt raten Sie mal, wie viel wir haben. 1,3%. Meine Damen und Herren, das ist eine Katastrophenzahl und da müssen wir ran. Ich habe den verwegenen Vorschlag gemacht, bin ziemlich sicher, dass der nicht umgesetzt wird, aber ich mache ihn trotzdem auch ganz bewusst hier nochmal, vor möglichst vielen Leuten. Warum braucht der Bund unbedingt die Telekom-Aktien? Es wäre doch viel sinnvoller, die zu veräußern, heutiger Kurswert 32 Milliarden, und die komplett in die Glasfaser hineingesteckt. Damit würden wir wesentlich mehr erreichen als mit dem bisschen Dividende, was wir da bekommen. Ich weiß, dass das keine besonders populären Forderungen sind. Privatisierung ist so ganz populär immer noch nicht in diesem Land, aber es ist notwendig. Und der Glasfaserausbau erst recht. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind, wünsche Ihnen einen interessanten Kongress und habe jetzt die hohe Ehre, meinen Chef Volker Kauder anzukündigen. Lieber Michael Fuchs, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Idee dieses Kongresses entstand in Kalifornien im letzten Jahr bei einer Reise ins Silicon Valley. Nicht wenige von Ihnen werden eine ähnliche Reise gemacht haben wie ich damals und festgestellt haben, wir müssen in Deutschland ganz gewaltig digital durchstarten, damit wir die gute Ausgangslage für unsere Industrie nicht verspielen. Ich gebe zu, dass ich bei meinem Besuch in Silicon Valley auch der Meinung war, dass ich dort einige ganz Irre kennengelernt habe, die eine ganz andere Vorstellung von Gesellschaft haben und glauben, das umsetzen zu können wie viele von uns. Die Digitalisierung ist wie die Entdeckung eines neuen Kontinents. Niemand weiß, was uns erwartet, aber die Chancen überwiegen die Risiken. Und der Teil dieser neuen Welt, den wir schon entdeckt haben, stimmt mich optimistisch. Aber wir haben gerade in diesen Tagen zum ersten Mal intensiv über Rahmenbedingungen für diese digitale Welt diskutiert. Wenn wir an das Facebook-Gesetz, was darf auf einer solchen Plattform erscheinen und was nicht, oder wenn wir an das freie WLAN denken, dass wir alles in dieser Woche beschließen, darf da jeder drin surfen, anonym, ohne sich erkennbar zu geben. Und da haben wir festgestellt, dass wir zwar jetzt Regelungen machen werden, die aber keine Jahrhundertgesetze sein werden, sondern dass wir einfach anfangen müssen, wissen, dass wir in den nächsten Jahren immer wieder zu Änderungen kommen werden. Ähnlich wie vor 500 Jahren die Erfindung des Buchdrucks und die Entdeckung Amerikas revolutioniert die Digitalisierung die Welt, unsere Gesellschaft und natürlich ganz besonders die Wirtschaft. Dieser Aufbruch hält schon seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts an und dennoch hat nicht wenige die Wucht der digitalen Revolution in den letzten Jahren überrascht. Digitalisierung ist für viele Unternehmen zu einer zentralen Frage, für nicht wenige Unternehmen sogar zu einer Existenzfrage geworden. An Digitalisierung geht kein Weg vorbei. Wer nicht oder zu spät handelt, der erleidet Schiffbruch. Das Problem, in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren und die Menschen dafür wirklich zu gewinnen, hängt im Übrigen am Begriff. Mehrfach habe ich testen lassen, die Menschen können mit dem Begriff Digitalisierung nichts anfangen. Er hat zu wenig Emotionen und er sagt zu wenig, wo ist der Einzelne betroffen. Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Digitalisierung erfolgt in rasender Geschwindigkeit, auch wenn man scheinbar in der vordersten Reihe steht, muss man wachsam bleiben. Denn auch hier gilt der Satz von Wolfgang Leonhardt, die Revolution frisst ihre Kinder, wie es bei Commodore, Atari oder Nixdorf der Fall war. Die Digitalisierung verlangt von uns allen die Bereitschaft, ständig dazuzulernen und sich von bewährter Technik zu trennen. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch des Chefs von Fuji in Japan, den ich gefragt habe, was macht Fujifilm eigentlich im Augenblick? Und dann hat er gesagt, wir machen pharmazeutische Produkte. Und dann habe ich gesagt, ja und? Fujifilm ist nur noch der Name, ein paar Kameras machen wir auch. Und all diejenigen, die das nicht geschnallt haben, dass es mit dem Bild nicht mehr so weitergeht,
Kodak und andere, die sind untergegangen. Und wir haben nur noch unseren Namen, aber ein ganz neues Produkt. Die Digitalisierung, so hat man da gelernt, verlangt von uns allen die Bereitschaft, ständig dazuzulernen und sich von bewährter Technik zu trennen. Erinnert sich noch an Schreibmaschinen und Fernschreiber, die Floppy-Disks der 80er und 90er, damals unentbehrlich, heute längst vergessene Museumsstücke. Auch die CD verschwindet, inzwischen sind wir beim Cloud-Computing angekommen. Monopole entstehen in der Digitalisierung und werden von ihr wieder zerschlagen. Erinnern Sie sich noch an die Übermacht von Microsoft und Intel, den Kampf der EU-Kommission mit Microsoft? Microsoft wurde nicht von der Politik gebändigt, sondern von den Konkurrenten, die durch neue Erfindungen dessen Monopol zerbrachen. Die Innovationen sind oft so schnell, dass die Nationalstaaten und die EU nicht nachkommen, vernünftige rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir in der Politik über Rahmenbedingungen sprechen, dass wir über etwas sprechen, was eigentlich schon längst vorbei ist. Und dass die anderen auf uns gucken und sagen, wo sind denn die eigentlich? Produkte der Digitalisierung verändern die Welten, unsere Art zu leben, einzukaufen und zu kommunizieren. Das iPhone ist nicht einmal 10 Jahre alt. Die Welt der Daten hat natürlich auch ihre Schattenzeiten. Dazu gehört nicht nur das Darknet, digitale Sicherheit rückt besonders für Sie in der Wirtschaft immer mehr in den Mittelpunkt, aber auch für uns im Bundestag. Sie wissen genau, was ich meine und die Angriffe in den letzten Tagen auch auf deutsche Firmen bestätigen dies. Hier muss auch der Staat immer wieder nachsteuern. Auch wenn wir hier mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit und der Informationstechnik, bisher gute Arbeit geleistet haben. Welche Blüten das treibt, will ich am eigenen Beispiel sagen. Die Bundesregierung hat ein System, Hackerangriffe abzuwehren, das wesentlich besser funktioniert als das System des Deutschen Bundestages. Die Mehrheit im Deutschen Bundestag der Fraktionen, ich bin da anderer Meinung, sagt aber, das System der Bundesregierung können wir nicht übernehmen, weil wir als Bundestag kontrollieren doch die Bundesregierung. Dann können wir nicht ein Sicherheitssystem übernehmen, wo die Bundesregierung uns vielleicht kontrolliert. Da sieht man, mit welchen Diskussionen wir zu tun haben. Richtig wäre aber von der Technik, das System der Bundesregierung für den Deutschen Bundestag zu übernehmen. Vielleicht bekommen wir im nächsten Bundestag andere Mehrheiten dafür. Hier muss auch der Staat immer wieder nachsteuern, auch wenn wir bisher schon gute Arbeit leisten. Wir leben in einer Zeit des Übergangs, einer neuen Gründerzeit, und Gründern darf man keine Steine in den Weg legen. Bei uns in der Union wissen wir das. Mit unserem Koalitionspartner müssen wir darüber immer wieder reden. Das sind manche Fragen über Ehe für alle interessanter für die, als es, was die Wirtschaft wirklich bewegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was kann Politik bei der Digitalisierung leisten? Wer Ihnen heute in der Politik weismachen will, er habe die Blaupause dafür, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft der Zukunft aussehen werden, der befindet sich im Elfenbeinturm oder ist schlichtweg ein Ideologe. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen bei der Digitalisierung zu helfen und die richtigen Weichen zu stellen. Hierfür ist Zuhören und Verständnis für den technischen Wandel die Grundbedingung. Gerade darum veranstalten wir Kongresse wie den heutigen. Wir wollen von Ihnen erfahren, was läuft und was nicht läuft. Wir wissen nicht, welche technischen Neuerungen und daraus resultierende gesellschaftliche Veränderungen wann genau kommen werden. Daher kann der Gesetzgeber bei seiner Tätigkeit nur auf Sicht fahren. Bei einem anhaltenden und wohl noch lange andauernden Prozess wie der Digitalisierung muss die Politik am Ball bleiben und darf gleichzeitig nicht überreglementieren. Wir müssen Balance halten. Der Spagat zwischen der notwendigen Offenheit, der Freude am Neuen und dem Wunsch der Bürger nach Sicherheit und Verlässlichkeit ist nicht ganz einfach. Wir müssen permanent prüfen, wo passen unsere Regeln aus der analogen Welt und wo gibt es Anpassung oder Neuregelungsbedarf. Aber wir müssen auch Defizite erkennen und Abhilfe schaffen. Bei der Versorgung des ländlichen Raums mit einem leistungsfähigen Internet ist das Ziel noch immer nicht erreicht und ich gehe davon aus, dass wir darüber nachher noch einiges hören werden. Es geht tatsächlich der Streit, wird alles im 5G-Bereich übers Mobil ausgemacht oder brauchen wir
die massiven, teuren Investitionen ins Glasfaser. Besonders schwer wiegt diese Tatsache, dass sich zahlreiche Mittelständler im ländlichen Raum befinden. Hier müssen wir entschiedener handeln als in der Vergangenheit. Deshalb wird der Breitbandausbau von uns vorangetrieben. Wir werden hören, ob dies für die Zukunft so richtig ist. Wir und der CDU-CSU sehen zunächst einmal die Chancen für den Mittelstand und für die Wirtschaft. Wir wollen Deutschland 4.0 möglich machen und nicht verhindern. Aber wir werden sehr bald nicht mehr über Wirtschaft 4.0, Deutschland 4.0, sondern was die Japaner machen, ganz konsequent, die sprechen von Gesellschaft 4.0. Alles wird sich ändern. Klar ist aber auch, Deutschland ist nicht Kalifornien und kann auch nicht Kalifornien werden. Es gibt Leute wie Herr Thiel aus Deutschland, der sagt, ihr habt gar nicht die Voraussetzungen dazu, so zu werden wie wir. Der mir aber auch gesagt hat, ein Start-up, das nicht in 3 Jahren bei einem Börsenwert von 1 Milliarde angekommen ist, das musst du schließen, es hat keine Zukunft. Aber der Blick über den großen Teich auf die Pazifikküste hat noch niemandem geschadet. Und jetzt kommt es, was mich bedrängt hat bei dem Besuch in Silicon Valley. Inzwischen gibt es in Silicon Valley etwa 60.000 bis 70.000 Deutsche, die dort arbeiten. Von denen könnte ein Teil bei uns hier in Deutschland arbeiten. Und damit möchte ich übergeben an Andreas von Bechtholzheim, der schon 1975 in die USA ging und den ich letztes Jahr in Santa Clara getroffen habe. Ich bin ihm dankbar dafür, dass er extra seinen Urlaub für uns unterbrochen hat, um uns seine Dinge zu schildern. Lieber Herr von Bechtholzheim, herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Sie haben das Wort. Ich bin Deutsche und ich habe noch einen deutschen Pass, meine Muttersprache ist Deutsch, aber leider muss ich diesen Vortrag auf Englisch halten, weil es sind so viele Fachwörter drin, dass ich nie weiß, wie diese englischen Fachwörter auf Deutsch entweder übersetzt wurden oder nicht übersetzt wurden. Und es geht natürlich um die Zukunft. So, the last 10 years, Und wir sprechen über die Zukunft. Also in den vergangenen 10 Jahren hat das Smartphone, das wir heute als etwas so Selbstverständliches ansehen, gerade sich erst entwickelt. Ich glaube, es ist gerade erst mal 10 Jahre alt geworden. Vor 2 Wochen, glaube ich, war der 10-jährige Geburtstag des Smartphones. Und heute stehen wir in einer Situation, in der Milliarden von Smartphones und Tablets und Milliarden von Server in der Cloud sind, die es erlauben, dass jedem Kunden weltweit jederzeit alle Dienste zur Verfügung stehen. Und das gab es bis jetzt in der Vergangenheit einfach noch nicht. Und das führt natürlich dazu, dass sehr schnell Smartphones für den E-Commerce verwendet werden, zum Einkaufen. Aber es führt auch zu einer Situation, in der es neue Geschäftsmodelle gibt. Unternehmen können sich direkt mit Kunden in Verbindung setzen. Sie wissen immer, wo die Kunden sind. Und man kann die Art und Weise, wie die Unternehmen mit der Öffentlichkeit interagieren, ändern. Und ich habe hier ein Beispiel herausgesucht. Uber, der Taxi- oder Fahrdienst. Wenn man in die Vereinigten Staaten geht, dann nutzt man keine Taxis mehr. Man nutzt Uber. Das ist eine sehr viel bessere Erfahrung. Das funktioniert so viel besser. Ich selbst nutze überhaupt keine Taxis mehr. Und wie funktioniert das nun? Man hat die App auf dem Handy und man sagt, holen Sie mich ab, ich möchte dort und dorthin fahren. Dann wird man in ein paar Minuten abgeholt. Man sieht auf der App, wo das Auto ist, was es kostet und man zahlt mit der Kreditkarte. Das klingt relativ simpel, aber diese eine App, diese eine Anwendung, wir nennen das digitale Fahrdienste, hat in den vergangenen Jahren 45 Milliarden Dollar an Risikokapital generiert. In Deutschland werden 4,5 Milliarden plus minus in Startups investiert, also 10 Jahre an Investitionen in Startups für Deutschland, um hier einfach nur einen Fahrdienst zu generieren. Und in China und so weiter gibt es ebenfalls sehr viele Entwicklungen und viel Innovationen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn es eine Industrie gibt, die disruptiv geändert werden kann, dann gibt es auch das Kapital, um das zu machen. Und dieses Kapital gibt es weltweit, entweder in
den Vereinigten Staaten oder in China, da gibt es gegenwärtig genügend Kapital, um die großen Chancen auch auszunutzen. Und das ist nur ein Beispiel hierfür. Was sind die Industrien, die Branchen, die am meisten von der Disruption betroffen werden? Und ganz oben steht die Medienbranche. Und das stimmt natürlich auch. Telekommunikationsindustrie auf zweiter Stelle, dann Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Technologie und so weiter. Selbst Nichtregierungsorganisationen stehen kurz vor disruptiven Veränderungen. Bildung, Gesundheitswesen, Finanzverwaltung, ein bisschen weiter unten. Aber viele Branchen und Industrien, die für Deutschland sehr wichtig sind, stehen auf dieser Liste. Und glauben Sie mir es oder nicht, die werden disruptiv sich verändern müssen. Und das beste Beispiel hierfür ist natürlich dieses Bild hier, die fünf größten Unternehmen in diesem Bereich: Google, Facebook, Apple, Facebook und Amazon, die ebenfalls gegenwärtig die Unternehmen mit dem höchsten Kapital sind weltweit. Wenn man diese fünf Unternehmen zusammennimmt und den Wert zusammenrechnet, dann haben sie fast drei Billionen US-Dollar an Wert. Also 3 Billionen, das ist größer als das Bruttosozialprodukt eines jeden Landes in Europa, abgesehen von Deutschland, größer als die fünf größten Aktienmärkte, und es ist fast ein Achtel des gesamten amerikanischen Kapitalmarktes, Aktienmarktes. Und das ist etwas, was erst in den letzten 5 Jahren passiert ist. Vor 10 Jahren waren diese Unternehmen noch viel kleiner. Die größten Unternehmen der Welt waren damals noch Ölunternehmen, Chevron, Exxon oder wie auch immer man sie nannte. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Und der Aktienmarkt hat damals die Entscheidung getroffen, dass digitale Innovation die Zukunft darstellt, und hat diesen Unternehmen einen sehr hohen Wert zugeschrieben. Was haben diese fünf Unternehmen gemeinsam? Nun, es sind alles technische Unternehmen. Sie verkaufen vielleicht auch Werbung und andere Dinge, aber unterm Strich haben sie alle mehr oder weniger technologische Disruptionen genutzt. Sie sind alle globale Unternehmen und sie wurden alle durch Risikokapital aus dem Silicon Valley finanziert. Und das Durchschnittsalter dieser Unternehmen ist weniger als 25 Jahre. Facebook hat vor 10 Jahren angefangen, Apple hat mehr oder weniger in den frühen 90er Jahren nochmal neu angefangen. Microsoft ist eigentlich das älteste dieser Unternehmen. Und 4 dieser 5 Unternehmen wurden von Studenten gegründet, die die Uni oder die Schule abgebrochen haben und überhaupt keine berufliche Erfahrung hatten. Was können wir also lernen? Berufliche Erfahrung scheint nicht wirklich wichtig zu sein. Aber was wichtig ist, ist, dass ein Problem gelöst wird, das besteht, und man kann dann von 0 in die Top 5 kommen in weniger als 25 Jahren weltweit gesehen, und das ist das, was hier im Silicon Valley häufig geschehen ist. Und ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass der Wohlstand, der hier geschaffen wurde, nicht nur den Gründern und den Risikokapitalgebern zugeflossen ist, sondern auch den Beschäftigten. Diese 5 Unternehmen alleine haben 1 Billiarde geschaffen an Gehalt für diese Angestellten. Und all diese Unternehmen haben auch den Status quo verändert. Und um jetzt nochmal die größeren Zusammenhänge hier anzuschauen, also die S&P 500, also die 500 größten Unternehmen. Das durchschnittliche Lebensalter für diese Unternehmen 1955 lag bei 61 Jahren. Letztes Jahr waren das nur 17 Jahre. Und in den vergangenen 15 Jahren ist die Hälfte dieser Unternehmen auch noch vom Markt verschwunden. Entweder wurden sie aufgekauft oder sie haben aufgegeben. Und in Europa sieht die Situation so aus, dass in den vergangenen, oder dass es vor 10 Jahren so aussah, dass 17 der 50 größten Unternehmen der Welt in Europa angesiedelt waren. Heute sind es nur noch 7 und 3 davon befinden sich in der Schweiz. Weswegen scheitern große Unternehmen also? Das ist eines meiner Lieblingszitate von meinem Freund Larry Page, der CEO von Google. Und die Antwort ist, dass sie normalerweise die Zukunft verpassen. So einfach ist es. Wenn man den Zug in die Zukunft verpasst, dann scheitert man. Und man möchte selbst innovativ sein und möchte selbst disruptieren und nicht disruptiert werden. Und man möchte Innovation voranbringen, um zu wachsen. Und das stimmt natürlich für alle Unternehmen, für die kleinen, für die mittelgroßen und für die großen. Wenn man nicht
schneller sich entwickelt als die anderen, dann fällt man hinten über. Das hier ist ein Diagramm, das ein bisschen beschreibt, dass wir uns nicht am Ende dieses disruptiven Zyklus befinden, sondern gerade erst einmal am Anfang. Wenn man sich die technischen Entwicklungen der vergangenen 50 Jahre anschaut, dann ist das beeindruckend. Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir in den nächsten 10 Jahren sehen werden, auch im Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube, dass wir nur ganz am Anfang dieser ganzen Entwicklung stehen. 10-15% dessen, was in Zukunft passieren wird, hat bis jetzt schon stattgefunden. Und es gibt so viele Veränderungen im Chips-Bereich, im Kommunikations- und Computerbereich, also zum Beispiel das Moore'sche Gesetz. Sie kennen ja Dr. Moore, der vor 50 Jahren an der Fairchild-Universität das Moore'sche Gesetz entdeckt hat. Und er hat vorausgesagt, dass die Arbeitsfähigkeit und die Speicherfähigkeit von Computerchips sich pro Jahr verdoppeln wird. Und das ist seit 50 Jahren auch schon der Fall. Oder das ARPANET, das später zum Internet wurde. Da wurde 1969 die erste elektronische Botschaft versendet, nachdem die Amerikaner dann das erste Mal auf dem Mond gelandet waren. Und das ist wirklich ganz schwer zu glauben, dass es damals bei der Mondlandung noch keine Computer gab. Aber 1977 gab es nur 111 Computer auf der Welt, die mit dem ARPANET verbunden waren. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden an Computern wir heute haben, aber die sind alle mit dem Internet verbunden. Also alles ist mit dem Internet verbunden. Künstliche Intelligenz ist das Thema, das sich am stärksten entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und das betrifft Bilderkennung, Spracherkennung, Übersetzung, autonome Fahrzeuge, selbstfahrende Autos, Gesundheitsversorgung und so weiter. Also mehr oder weniger alles ist davon betroffen. Und ich erinnere mich an diese Geschichte der Google-Katze, das war vor 5 Jahren. Da wurde ein Computer genommen, der sich auf YouTube Katzenvideos anschaute, um zu erkennen, wie Katzen aussahen. Und nach Millionen von Videos sagte der Computer, dass die Katze so aussieht. Und das trifft ja auch mehr oder weniger zu. Also das heißt, es gibt eine Datenbank von 20 Millionen Bildern und man kann messen, wie genau ein Computer das Bild erkennen kann. Vor 5 Jahren war hier die Fehlerrate bei 25%, was natürlich nicht sehr gut ist. Dann ist die Fehlerrate runtergegangen auf 11%, 2014 ist das bei Google gemacht worden, da waren es 6%, dann liegt die menschliche Leistungsschwelle hier bei 5,1% und die Computer jetzt liegen bei 3,46%, was also übertragen bedeutet, dass die Computer jetzt besser Bilder erkennen können als Menschen. Und das ist unglaublich. Also was für mich hier am beeindruckendsten ist, ist, wenn man ein Objekt erkennt, dann dauert das normalerweise 100 Millisekunden. Hier ist eine Katze, sieht man 100 Millisekunden. Und in 0,1 Sekunden werden sehr viele Neuronen abgeschossen, aber nur 10 Mal werden diese abgeschossen. Also das heißt, der Computer oder der Mensch erkennt mit nur 10 Aktivitätsebenen sehr schnell ein Bild. Und unterm Strich kann man sagen, alles, was ein Mensch in weniger als einer Sekunde machen kann, kann von einem Computer mehr oder weniger besser gemacht werden. Das ist eine Grundregel. Und das betrifft natürlich eine ganz breite Reihe von Anwendungen. Ich habe hier zum Beispiel nur mal einen Bereich rausgewählt, Sicherheitsüberwachung zum Beispiel. Hier haben wir jemanden in einem Gebäude, der alle Sicherheitskameras überprüft und die Bildschirme anschaut, um festzustellen, ob etwas passiert. Und das ist eine sich wiederholende Aufgabe. Sekündlich wiederholt sich hier die Aufgabe der Bilderkennung. Und ein Computer kann das sicherlich besser machen, als ein Mensch das heute machen kann. Und hier, das ist sicherlich ein weiteres gutes Beispiel, vor einem Jahr war in einem Kurs an der Universität von Georgia zum Thema künstliche Intelligenz ein Lehrassistent, der E-Mail-Anfragen von Studenten beantwortet hat. Und wenn es Fragen gab, bei denen der Computer eine 97-prozentige Wahrscheinlichkeit hatte, die Frage beantworten zu können, hat er diese Frage für die Studenten beantwortet und die Studenten, die diese Fragen eingeschickt haben, wussten gar nicht, dass sie mit einem Computer kommunizieren. Sie dachten, sie kommunizieren mit dem Lehrassistenten. Also das heißt, das zeigt bei diesem Beispiel, wie gut das funktionieren kann. Ein weiteres Beispiel von Google, die AlphaGo-Geschichte. Also Go ist ein Spiel, das komplizierteste Spiel der Welt, ein Brettspiel und man dachte für eine sehr, sehr lange Zeit, dass es für einen Computer unmöglich sein würde, hier den menschlichen Champion zu besiegen und letztes Jahr war es dann soweit, das AlphaGo-Programm ist zum
Champion geworden. Und das erforderte erstmal sehr viel Training. Das heißt, der Computer hat alle bestehenden Go-Spiele, die in vergangenen Weltmeisterschaften gespielt wurden, nachgespielt. Und dann wurde der europäische Champion angeheuert, um den Computer zu trainieren. Und dann hat der Computer gegen sich selbst gespielt. Und erst danach war er bereit, den Weltmeister in Go herauszufordern und auch zu gewinnen. Aber das Wichtigste, was man zu künstlicher Intelligenz wissen muss, auch das habe ich wieder von jemandem bei Google, ist, dass bei künstlicher Intelligenz oder mit künstlicher Intelligenz sich alles verbessert. Man kann jeden Prozess verbessern. Und eine andere Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann, ist, dass es sich hier um Veränderungen handelt. Und zwar ist künstliche Intelligenz eine Veränderung, die genauso wichtig sein wird wie die Elektrizität vor 150 Jahren. Damit wurde das Industriezeitalter losgetreten. Viele wichtige Dinge, die erst möglich geworden sind durch die Elektrizität. Intelligente Maschinen, Smart Machines zum Beispiel, können Daten schneller verarbeiten, speichern, abrufen als wir. Sie können schneller Muster erkennen, sie können schneller als Menschen arbeiten, sie können länger als Menschen arbeiten, 24 Stunden pro Tag, sie brauchen keine Pausen. Und eigentlich macht dann das auch ein bisschen Angst. Die Computer werden immer mächtiger. Und es gibt Daten, die sagen, es ist im Markt für künstliche Intelligenz gibt es eine Milliardenchance. Aber das trifft nicht nur auf den Bereich künstliche Intelligenz zu, sondern auch so viel mehr Bereiche. Und eigentlich ist es sehr viel mehr als das. Es sind keine Milliarden, es sind Trillionen. Und in den Vereinigten Staaten sieht es so aus, dass es Hunderte und Aberhunderte von Startups im Bereich künstliche Intelligenz gibt. Und es wurden Milliarden an Risikokapital reingesteckt. Und 140 Unternehmen wurden schon gekauft, allein 40 letztes Jahr. Die haben also wirklich eine Entwicklung durchgelaufen. Und in Deutschland kenne ich kein einziges Startup-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. Also natürlich muss man ziemlich intelligent sein, um in diesem Bereich zu arbeiten, aber es ist eine sehr, sehr große Chance. Und in den Vereinigten Staaten gibt es hier viele Investitionen, in Europa bzw. Deutschland nicht. Aber ich möchte Ihnen keine Angst einjagen. Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass Computer verstehen, was Menschen fühlen oder dass Computer selber Gefühle haben. Das ist das, was wir als allgemeine künstliche Intelligenz bezeichnen. Da sind wir noch relativ weit davon entfernt. Aber in gewissen Bereichen, wenn Computer über die Daten verfügen und wenn sie ausgebildet und trainiert werden und wissen, was sie tun möchten, dann können sie kaum übertroffen werden. Und es gibt Hunderte und Hunderte von Anwendungen, die jetzt kurz davor stehen, durch die künstliche Intelligenz disruptiv verändert zu werden. Aber jetzt möchte ich ein bisschen auch das Thema ändern, ein bisschen über Risikokapital sprechen. Und natürlich haben die Vereinigten Staaten dieses Konzept Risikokapital vor 50 Jahren erfunden. Und das trifft natürlich auch in Silicon Valley zu. Fast alle IT-Unternehmen, die wir heute kennen, wurden über Risikokapital finanziert. Und das hat einen sehr großen Vorteil für die Vereinigten Staaten und Silicon Valley mit sich gebracht. Dort gibt es ungefähr 3 Millionen Menschen. Und die bringen fast die Hälfte des amerikanischen Risikokapitals nach Silicon Valley, 25% des gesamten weltweiten Risikokapitals, jegliche Investitionen 50, 60 Millionen Dollar. Deutschland liegt hierbei 5. Das meiste Geld geht in den Entwicklungsbereich der Software. Die meisten gehen in den Software- und softwarebezogene Techniken. Biotechnologien stehen relativ weit oben, Verbrauchstechnologien und so weiter. Und wie funktioniert das? Silicon Valley hat natürlich Zehntausende von Ideen und Geschäftspläne, die vorgeschlagen werden und finanziert werden. 10.000 Ideen pro Jahr. 3% dieser Leute werden dann eingeladen und dann werden dann wirklich 10% von denen noch einmal finanziert. Also das ist so ein relativ darwinistischer Ansatz. Aber 1.000 neue Unternehmen werden in den Vereinigten Staaten pro Jahr neu gegründet mit Risikofinanzierung. Die Hälfte scheitern dann schon in der zweiten Runde. 12% werden nach der ersten Phase gekauft von anderen Unternehmen. Aber nach 6 Runden sind mehr oder weniger 80% dieser Unternehmen gescheitert. Und 21% aber werden gekauft oder gehen an die Börse. Ein paar bleiben auch immer noch unabhängig. Aber die Frage stellt sich, was führt dazu, dass Unternehmen scheitern oder erfolgreich sind? Und die Antwort hierauf ist relativ einfach. Man muss das richtige Produkt haben. Wenn man das richtige Produkt zur richtigen Zeit für den richtigen Markt mit der richtigen Finanzierung und dem richtigen Team baut oder erzeugt, dann wird man erfolgreich sein. Und andererseits, wenn es natürlich das falsche Produkt ist, das zu früh oder zu spät kommt, auf den falschen Markt geworfen wird und überhaupt nicht genügend Geld oder nicht die richtigen Leute hat, dann scheitert man. Die relevanten Startup-Unternehmen sind die, die mindestens 100 Millionen Dollar an Umsatz generieren können, denn das sind die Unternehmen,
können, die am meisten Finanzen reinbringen können, die die meisten Arbeitsplätze schaffen können, die den meisten Wohlstand erzeugen können. Und die haben natürlich die am geringsten Kapitalkosten, was die weitere Entwicklung anbelangt. Und sie können natürlich auch andere Unternehmen kaufen. In den Vereinigten Staaten sieht es so aus, und es geht bis 1980 zurück, dass pro Jahr 125 bis 250 Unternehmen diesen Markt erreichen. Das sind Gap, Starbucks und andere Unternehmen, die dann natürlich erfolgreich sind. Aber jedes Jahr gibt es 100 bis 200 Unternehmen, die 100 Millionen Dollar an Umsatz pro Jahr erreichen. Das ist beeindruckend. Aber diejenigen, die von 100 Millionen auf eine Milliarde sogar gehen können, das ist noch beeindruckender. Da gab es ein Buch, das hieß Blueprint to 1 Billion. Da hat man sich diese Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, seit 1980 angeschaut und hat festgestellt, dass von denen nur 70 IT- oder Technikunternehmen waren, die einen Umsatz von über einer Milliarde hatten. Und 70 Unternehmen, also nur 1% aller aktiennotierten Unternehmen, haben mehr Geld verdient als alle anderen Unternehmen zusammengenommen. Das waren natürlich Apple und Google und so weiter. Und das Wichtigste hieran ist, dass diese Unternehmen sich von 100 Millionen auf eine Milliarde in nur 4 bis 6 Jahren entwickelt haben, was den Umsatz anbelangt. Also die Fähigkeit, schnell zu wachsen und in wirklich ein großes Unternehmen zu wachsen, ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich schon häufig gesagt. Ich habe mit 2 Unternehmen, die das erreicht haben, gearbeitet, Sun Microsystems und einem anderen Unternehmen, die können das wirklich schaffen. Aber man braucht natürlich große Märkte dafür, und das heißt, man braucht ein nachhaltiges Leistungsversprechen, man braucht viele Kunden, man braucht ein gutes Geschäftsmodell und man braucht natürlich ein erfahrenes Management und gute Führungsqualitäten. Aber unterm Strich, das sind die Chancen, denen man nachgehen muss. Da lohnt es sich. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf Deutschland. Hier haben wir nochmal ein paar alte Zahlen. Deutschland hat wahrscheinlich in der Europäischen Union die höchste Menge an Risikoinvestitionen, auch jetzt, nachdem Großbritannien die EU verlässt. Über die Hälfte der Startups in Deutschland befinden sich in Berlin. Früher war Berlin auf Platz 15 weltweit gesehen, jetzt auf Platz 9. Das ist alles wunderbar. Es gibt einen guten Bericht, der vom Ministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht wurde. Da stand, dass Deutschland nach den Vereinigten Staaten, China, Japan und Großbritannien der 5-wichtigste IT-Markt ist und im Rahmen der G20 auf Platz 6 steht. Das klingt alles gar nicht so schlecht, bis man eben feststellt, dass es die falsche Matrix ist, die hier angewandt wird. In Deutschland sieht es nämlich so, dass die meisten IT- und Internettechnologien von amerikanischen Unternehmen durchgeführt werden, also das abgesehen von SAP. Also das heißt, die meisten Unternehmen, die hier aktiv sind in diesem Bereich, sind keine deutschen Unternehmen. Natürlich gibt es auch erfolgreiche deutsche Startups. Die meisten konzentrieren sich auf B2C-Bereiche, also den Verkauf von Schuhen im Internet und so weiter. Und das ist toll. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wenn man das vergleicht, gibt es nur sehr wenig wirklich Innovationen in neue technische Bereiche in Deutschland. Das ist sehr überraschend, denn wir haben natürlich viele intelligente Leute im Land. Und meine wichtigste Botschaft an Sie ist, es ist nicht zu spät, denn die Mehrheit dieser digitalen Investitionen liegen ja noch vor uns. Das heißt, man fängt jetzt heute nicht mehr an, eine Suchmaschine zu erfinden oder ein soziales Netzwerk. Der Zug ist abgefahren. Man muss sich jetzt auf neue Anwendungen konzentrieren, die es noch nicht gab. Und die werden Schlüssel sein für die Zukunft, um auch wirtschaftliches Wachstum zu erzeugen. Ein Beispiel habe ich rausgesucht. Als ich ein junger Student war, habe ich mir diese Airbus-Werke angeschaut und ich habe damals gedacht, das wird nicht funktionieren. 5 Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, und dann wird die Tragfläche von einem Land zum anderen Land transportiert und da wird was erzeugt und dort wird was erzeugt, die unterschiedlichen Politiken in den unterschiedlichen Ländern, das funktioniert nicht. 1970 war das noch ein Startup. 2001 hat Airbus aber mehr Projekte und mehr Flugzeuge gebaut als Boeing. Also es kann funktionieren. Aber warum war Airbus erfolgreich? Nun, weil sie erstens mal ein besseres Produkt bauen. Das Airbus-Flugzeug war einfach besser als Boeing damals. Die Konkurrenz hat nur langsam darauf reagiert. Und das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, dass es eine sehr große Eintrittsschwelle in dieser Branche gibt. Sie hatten ausreichend Finanzmittel und sie hatten genügend Erfahrung und eine gute Unternehmensführung. Und das ist ein Beispiel für das, was in Europa auch getan werden kann. Was können wir aber lernen? Jegliche Art von Innovation, alle erfolgreichen IT-Unternehmen müssen innovativ sein. Man muss innovativ sein, um erfolgreich zu sein. Zweitens, die Innovation in den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sich sehr rapide entwickelt und das ist ein weltweites Rennen. Da müssen Sie sich drüber klar sein. Es gibt sehr viele Investitionen in China, selbst in Indien gibt es heute viele Investitionen und in den Vereinigten Staaten natürlich auch. Und am allerwichtigsten ist, dass wir uns in einer vom Markt angetriebenen
Volkswirtschaft befinden. Und der Fortschritt hängt davon ab, dass neue Geschäftsmodelle geschaffen werden, die effektive Ergebnisse und Vorteile für die Gesellschaft belohnen. Das ist ein Zitat aus dem Economist. Ich möchte also sagen, dass unterm Strich immer der Kunde im Fokus gehalten werden muss, der einen Nutzen aus diesen Entwicklungen ziehen muss. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, so sagt man das im Englischen. The road to hell is paved with good intention. Aber wenn viele Unternehmen das Ziel verfolgen, den Status quo zu erhalten, dann funktioniert das nicht, denn Innovation wird so nicht geschaffen. Zum Beispiel das offene WLAN-Netz in Deutschland. Also, so wie ich das verstanden habe, ändern sich jetzt hier die Gesetze. Die Anbieter der Zugänge sind jetzt nicht mehr haftbar, wenn irgendjemand etwas illegal runterlädt. Aber als Ergebnis dieser komplizierten Gesetzgebung sieht es so aus, dass Deutschland einen offenen WLAN-Hotspot hat pro 10.000 Menschen. In Großbritannien sind es 28, in Südkorea 37. Also es ist wirklich schwierig, hier ein offenes WLAN-Netz zu finden. Man braucht meist ein Passwort oder manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Ein weiteres Beispiel sind diese sogenannten Telekommunikationsdienstleistungen, also diese freien Anrufe und freien SMS-Möglichkeiten über das Internet. Das machen FaceTime über Apple und Facebook mit WhatsApp und so weiter. Das ist etwas, was die Verbraucher gerne mögen, da es nichts kostet. Aber in Brüssel hat scheinbar irgendjemand beschlossen, dass das reguliert werden muss. Also wie gesagt, ich bin hier nicht der Experte, warum das reguliert werden muss, aber es hilft natürlich dem Kunden nicht weiter, wenn das teurer, komplizierter oder wie auch immer anderweitig gestaltet wird. Und das Letzte, die Vereinigten Staaten haben einen großen Vorteil. Ich habe diese beiden Landkarten hier gewählt, weil sie ungefähr mit den gleichen Fahrweiten arbeiten, aber ich muss Ihnen hier nicht erklären, dass die Vereinigten Staaten ein Land sind, ein Markt, und wenn man eine Firma in Kalifornien gründet, dann kann man an 230 Millionen Verbraucher Dinge verkaufen, ohne Probleme zu haben. In Europa heißt zwar, wir haben einen Binnenmarkt, aber es ist kein Binnenmarkt. Alles, was hier gemacht werden könnte, um die Entwicklung eines wirklichen Binnenmarktes zu verbessern, wäre sowohl für die Kunden als auch für die Startups gut. Lassen Sie mich hier nur einen Punkt ansprechen. Logistik zum Beispiel. Ein großes Problem ist hier natürlich, dass es sehr viel kostet, etwas von Deutschland nach Spanien zu verschicken. Das ist natürlich kompliziert, man kann das tracken und so weiter, aber es gibt ein Unternehmen, das diese Probleme löst, nämlich Amazon. Die haben ihre eigene Logistik und die werden nicht behindert durch die Kosten der bestehenden Infrastruktur. Und wenn man nicht darauf reagiert und konkurrenzfähiger wird, dann wird Amazon den ganzen Logistikbereich übernehmen. Das ist eine sehr schwierige Situation, aber das ist die Situation, in der sich Europa befindet. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt hier. Die wichtigsten Empfehlungen, die ich habe, machen Sie das alles schneller, werden Sie nicht langsamer. Die Zukunft wartet nicht auf langsame Entscheidungsfindungsprozesse. Und wenn ich einen Appell an Sie machen könnte, Innovation sollte eine nationale Priorität werden oder eine europäische Priorität werden, das ist, glaube ich, politisch korrekter, dann machen Sie das. Es wird sehr viel darüber gesprochen, wie man das Bildungssystem ändern kann, um hierbei unterstützend zu wirken. Aber Deutschland ist weltführend, wenn es darum geht, Grundlagenphysik und Grundlagenchemie durchzuführen und in all diesen Bereichen Grundlagenforschung zu betreiben. Das ist schön, aber das ist nicht die digitale Zukunft. Also das heißt, investieren Sie jetzt nicht weniger in die Physik, sondern investieren Sie mehr in die digitale Seite. Und ich würde künstliche Intelligenz als das eine Thema herauswählen, in dem Deutschland wirklich relativ weit zurückliegt. Und das ist nicht gut, denn künstliche Intelligenz bietet mehr Chancen, um Dinge zu verändern, als alles andere, was bis jetzt je erfunden wurde. Und stellen Sie sicher, dass der digitale Binnenmarkt in Europa vorangetrieben wird. Also unterm Strich, in Zukunft werden die Gewinner die Unternehmen sein, die sich, also nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Länder, die Gesellschaften, die diesen digitalen Wandel schneller übernehmen, die sich im Öffnen und die sich schneller entwickeln, technisch gesehen. Denn wenn sie nicht vorne liegen, dann fallen sie nach hinten. Das ist eine brutale wirtschaftliche Denkweise, aber unterm Strich ist es die Wirtschaft, die hier gewinnt. Also, das sind all die Folien, die ich hatte. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass das für Sie von Interesse war. Vielen Dank, Herr von Bechtolsheim. Es ist doch immer gut, wenn man den Blick von etwas draußen mal auf Deutschland wirft. Also ich fasse zusammen, go faster, ich glaube, das müssten wir uns merken, ne? Und es kommt darauf an, die richtigen Probleme zu lösen, aber auch sehr schön, it's not too late. Also in diesem Sinne wollen wir hier weitersprechen.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesen nächsten Stunden, wo wir hier diskutieren über Digitalisierung in großen Unternehmen, aber auch im Mittelstand. Mein Name ist Anke Plättner, ich bin freie Journalistin. Sie kennen mich vielleicht von Phoenix oder vom ARD Morgenmagazin. Da reden wir auch immer mal wieder über diese Themen, aber ich sage Ihnen auch, Digitalisierung, wie es eben schon gesagt hat, der Begriff ist irgendwie nach wie vor sperrig. Und man merkt, dass es in allen Ebenen der Gesellschaft angekommen ist, aber so ganz kriegen wir es noch immer nicht zusammen. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt hier anfangen, über die Wirtschaft zu reden, heute hier auf diesem Podium, über die großen Unternehmen und dann mal schauen, inwieweit sich diese Unternehmen schon geändert haben und was die Politik dann noch vielleicht ein bisschen nachhelfen darf. Ich darf Herrn Hoss, Herrn Justus, Herrn Fissmann und Herrn Jatzombek hier nach vorne bitten. Vielleicht Herrn Jatzombek dort außen hin. Herr Fissmann, kommen Sie doch neben mich. Herr Fissmann, Herr Hoss, Herr Justus. Herr Jatzombek ist eingesprungen für Nadine Schön, die leider jetzt nicht bei uns sein kann. Was aber nicht heißt, dass es in der Digitalisierung überhaupt keine Frauen gibt, die sich damit beschäftigen. Aber wenn man hier das so sieht, dann ist da, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hans-Josef Hoss ist Mitglied des Bereichsvorstandes bei Business Area Materials bei ThyssenKrupp. Das heißt, er ist für die digitale Strategie verantwortlich und seit 1995 für ThyssenKrupp tätig, war auch in Nordamerika und hat dort auch die Digitalisierung des US-Geschäftes betrieben, kennt also auch den Blick von der anderen Seite des Teiches. ThyssenKrupp hat 156.000 Mitarbeiter und 65.000 davon im deutschsprachigen Raum, ist also ein großes Unternehmen. Dann darf ich Ihnen vorstellen Philipp Justus. Er kennt all die Unternehmen, von denen wir eben gehört haben, eBay, PayPal, Google. Er kennt sie alle sehr genau, hat überall dort gearbeitet. Seit 2013 ist er Vice President Google Central Europe und ist auch dann für Deutschland mit verantwortlich. Hat vielleicht nicht so eine gute Nacht gehabt nach den Nachrichten von gestern von den Strafzahlungen, die Google erwartete, wozu sie die Europäische Kommission verurteilt hat. Aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Dann haben wir Maximilian Fissmann. Fissmann, das Unternehmen kennen Sie, die kennen sich aus, entweder wird es einem ganz warm oder wird es einem kalt. Also Fissmann ist für Heizsysteme, Kühlsysteme verantwortlich. Ein wirkliches, richtiges, ja, traditionsreiches Familienunternehmen, besteht jetzt genau 100 Jahre und das ist die vierte Generation, in der Sie das führen. Und seit 1. Juni ist Maximilian Fissmann auch Co-CEO der Fissmann Group. Und er hat die digitale Transformation dieses traditionellen Familienunternehmens verantwortet. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und Thomas Jatzombek ist bei uns. Er ist der digitalpolitische Sprecher der Fraktion und hat sich auch nach seinem Diplom erstmal selbstständig gemacht mit IT-Dienstleistungen und hat das für eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen im Raum Düsseldorf ja betrieben. Das ist ja auch sein Wahlkreis. Herzlich willkommen Ihnen auch. Wir haben vereinbart, dass Sie erst kurz was zu Ihren Firmen sagen und dann wir in die Diskussion eintreten und dann Sie vielleicht auch noch die eine oder andere Frage stellen können. Herr Hoss, wenn Sie vielleicht beginnen, was bedeutet die Digitalisierung für ThyssenKrupp? Also zunächst einmal möchte ich sagen, Herr von Bechtolsheim, das war ein sehr imponierender Vortrag. Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank für die Inspiration. Ja, als 215-jähriges Industrieunternehmen hier mit zu sitzen und über Digitalisierung 4.0 zu reden, ist schon interessant. Warum eigentlich? Warum sind wir eigentlich mit dabei? Fangen wir mal mit dem Wahlkreis an von Herrn Kauder. Sie haben vielleicht gehört, dass wir dort in einen Turmbau zu Rottweil investiert haben. Dort haben wir 12 Aufzugsschächte, 9 arbeiten mit Seil, 3 davon auf Magneten. Wir sind der erste Hersteller in der Welt, der jetzt magnetbasierte Aufzüge herstellt, die also nicht nur senkrecht fahren können, sondern auch waagerecht. Diese Aufzüge sind connected zur Cloud. Wir haben also eine sogenannte Maxbox. Wir messen Temperaturen von Motoren, wir messen akustische Signale, zum Beispiel beim Öffnen und Schließen der Türen. Diese Signale und Daten werden in die Cloud übertragen mit selbstlernenden Algorithmen. Sind wir heute dabei, dass wir analysieren, wann dann ein Motor zum Beispiel droht auszufallen, um einfach ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren. Ziel ist es, diese ungeplanten Stillstandszeiten um 50% zu reduzieren. Und wenn dann doch ein Servicetechniker gebraucht wird, kann er mit unserem Partner, nämlich Microsoft HoloLenses, dann mit so einer HoloLens als Mixed Reality in so einen Aufzugsschacht reingehen
und kann bei Bedarf einen externen Servicetechniker zu Hilfe rufen, der ihm erklärt, was er wo tun kann, damit die Servicezeiten reduziert werden. Ich bin bei Material Services. Material Services ist in 480 Standorten, 44 Ländern dieser Welt aktiv. Wir bedienen 250.000 Kunden, alle Industriekunden, mit einem ganz klassischen Werkstoffhandelsgeschäft, also vom Waldschall angefangen über Edelstahl bis hin zu Aluminium und dergleichen, und bieten dann unseren Service an bis hin zu kompletten Supply Chain Management. Also Boeing, wenn Sie heute rübergekommen sind von USA nach Deutschland, dann sind Sie vielleicht in Boeing oder Airbus geflogen. Wir tragen dazu bei, dass solche Bleche für die Erstellung der Außenhaut eines solchen Fliegers dann auch tatsächlich on time in full geliefert werden. Was wir in der Digitalisierung machen, in 5 Thesen. Unsere Kunden wollen deutlich mehr, wollen bessere Informationen, wollen mehr Informationen und das sehr einfach zur Hand haben, sehr einfach vom Zugang her. Die Digitalisierung ist nicht der Selbstzweck. Die Digitalisierung dient bei uns der Unterstützung des übergeordneten Geschäftsziels. Deshalb haben wir auch die Vision, dass wir sowohl im Offline- wie im Online-Bereich, offline unseren Status weltweit behalten, online auch im B2B- und B2C-Bereich, im Werkstoffhandel bis hin zu Lieferkettenmanagement unsere Position ausbauen werden. Dann brauchen wir aber die komplette Digitalisierung über die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen. Wir müssen anfangen mit unseren Lieferanten und hören auf mit unseren Kunden oder drehen Sie im Prozess rum, wir fangen mit dem Kunden an, hören beim Lieferanten auf. Es gibt nicht einen Stein, den wir nicht umdrehen, um nicht zu digitalisieren. Das bedeutet, dafür brauchen wir die entsprechenden Freiräume, dass unsere Mitarbeiter auch die Steine hochnehmen können und dementsprechend innovativ nach vorne sehen. Was wir zum Beispiel mit der TK Innovationsgarage machen, die auch jetzt gerade letzte Woche bei Capital als einer der führenden Digital Labs in Deutschland dann gewählt wurde. Viertens, machen ist wichtig, Agilität. Wir müssen die Lösungen definieren und dann eben die Freiräume auch den Mitarbeitern geben können, dass sie loslaufen dürfen. Das bedeutet auch, sie dürfen auch mal auf die Nase fallen. Und fünftens, wir müssen diesen Transformationsprozess sicherstellen. Und das heißt, wir haben DTO gegründet, ein Digital Transformation Office, das von innen heraus den Wandel gestaltet und mit unterstützt. Aber zeitgleich brauchen wir auch Speedboats, die für ausgewählte Themen wie zum Beispiel 3D-Druck von extern uns wiederum immer wieder neue Impulse liefern. Also ThyssenKrupp ist im Thema digitaler Wandel durchaus sehr intensiv, wirklich über alle Business Areas unterwegs, aber wir haben auch Anforderungen an die Politik, wo die Politik uns helfen muss. Und das ist insbesondere, das war für mich eben eine sehr erschreckende Zahl, die Herr Fuchs genannt hat, wenn wir 98,7% dann immer noch kein Glasfaser haben, sind wir zu langsam. Wir brauchen mehr Breitband und wir brauchen parallel dazu 5G. Immer mehr Daten werden von A nach B transportiert werden und dafür brauchen wir die Infrastruktur. Punkt 2, wir brauchen eine deutliche Harmonisierung, da bin ich bei Ihnen, eine Harmonisierung der Gesetzgebung in Europa, weil wir mit zu vielen lokalen Auslegungen Komplexitäten für die Unternehmen schaffen. Und drittens, wir brauchen eine Förderung in die Ausbildung von Mitarbeitern in die MINT-Technologien und das darf bitte nicht erst beim Studium anfangen, sondern das muss schon im Kindergarten anfangen, dass wir sie technikaffin erziehen. Weil wir heute schon feststellen, im Übrigen ist das ein sehr interessanter Artikel heute im Handelsblatt, den empfehle ich zur Lektüre. Wir haben heute schon ganz massiv einen Mangel an Software-Ingenieuren, an Leuten, die uns helfen auf dieser Digital-Journey und wir brauchen hier eine Initiative. Hätte ich direkt eine Frage, aber das machen wir nachher. Hört das mal jeder, aber es juckt mich schon sozusagen. Ich würde gerne mit Ihnen weitermachen, Herr Fissmann. Ihr Unternehmen ist nicht ganz so groß, nicht ganz so alt wie ThyssenKrupp, aber eben auch ein traditionelles Unternehmen. Wie haben Sie es geschafft? Erzählen Sie uns von Fissmann und der digitalen Transformation. Zunächst einmal freue ich mich sehr, heute hier als kleinstes Unternehmen in der Runde, ein paar Worte zu unserer digitalen Transformation zu verlieren.
Ich glaube, wenn man, wenn man mal für eine Sekunde rauszoomt und sich so ein bisschen davon abstrahiert, und Herr Bechtolsheim, Sie haben das ja gerade angesprochen, was eigentlich gerade um uns herum stattfindet, wo wir immer noch im Realisierungsmodus gerade in Europa sind, das zu verstehen und das dann in Umsetzung zu überführen, dann stellen wir fest, dass der Grad der Technologie-Kostendegression, so wie er jetzt in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat, so noch nie da war. Und das Interessante ist, dass wenn wir uns damit auseinandersetzen, was macht eigentlich auch deutsche mittelständische Unternehmen erfolgreich, dann ist es in der Vergangenheit immer eine technologisch getriebene Innovation gewesen, die mittelfristig auch dazu geführt hat, dass man zum gewissen Grad der Kostenführer war in der jeweiligen Industrie beziehungsweise bei der jeweiligen Technologie. Und ich beobachte viele Unternehmen, gerade auch viele traditionelle Unternehmen, es mussten nicht 100 Jahre sein, mitunter reichen da auch 30 bis 40 Jahre dazu, wie sie dabei sind zu verstehen, warum passiert das eigentlich gerade? Ja, also warum passiert das und warum, wenn ich mich damit auseinandersetze, habe ich keine Schnittstellen zu meinem eigenen Kerngeschäft? Und die Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, dann zu übertragen, was kann ich jetzt eigentlich tun, sind sicherlich schon auf einem sehr guten Weg. Aber das Schwierige, und das erkennt man dann immer erst am Ende der Reise, ist, dass das, was eigentlich herausfordernd für traditionelle Unternehmen ist, ist die Execution am Ende des Tages. Und Sie haben das erwähnt, dass das einer der Gründe ist, warum viele Early-Stage-Companies scheitern, weil sie die Execution am Ende des Tages nicht hinkriegen. Das ist aber ehrlicherweise das, wo traditionelle Unternehmen am Ende des Tages feststellen, dass der Ressourcenmix und so, wie man in den letzten Jahren inkrementell Unternehmen weiterentwickelt hat, nicht die besten Voraussetzungen dafür sind, um kombinatorische Innovationen im digitalen Kontext voranzutreiben. Wir haben bei uns da in den letzten 2,5 Jahren so darauf reagiert, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Portfolio an Aktivitäten bauen und auch ehrlicherweise ein realistisches Maß an den Tag legen, was ist an Transformation im Kerngeschäft eigentlich zu erreichen, also was ist realistisch an Skalierbarkeit und an Verbesserungen in einem bestimmten Zeitraum zu realisieren. Was sind Themen, die wir angrenzend in der digitalen Verlängerung zu unserem bestehenden Geschäft aufbauen können, mitunter mit neuen Kompetenzen, die wir vielleicht organisch nicht bei uns im Unternehmen hatten. Und der dritte Strang, und das haben Sie auch, Herr Bechtolsheim, hervorgehoben, ist mal ein bisschen Mut an den Tag zu legen und ein Ticken unternehmerischer mit den Aktivitäten umzugehen und durchaus sich mit Deep Tech Companies auseinanderzusetzen. Und da haben wir uns dazu entschieden, vor 2 Jahren, auf der einen Seite einen Venture Capital Fonds aufzubauen, der sich nur mit Deep Tech Companies in Europa auseinandersetzt und auf der anderen Seite Deep Tech Companies in Form eines Company Builders von null aufbaut. Habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass das mittelfristig neue Industrien entstehen lässt in Europa? Nein. Bin ich aber der Überzeugung, wissentlich, dass das mein Heimatland und der Standort ist, an den ich glaube und für den ich auch zu der Wettbewerbsfähigkeit beitragen will, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt ist? Absolut. Und haben Sie Arbeitsplätze einsparen müssen oder haben Sie Arbeitsplätze schaffen können? Weiß ich, wir haben im digitalen Kontext in den letzten 2 Jahren ungefähr 300 Leute aufgebaut. Okay, also sehr positiv. Cool. Kommen wir zu einem jüngeren Unternehmen, zu Google. Herr Justus, was heißt das für Sie? Sie sind das klassische digitale Unternehmen. 17 Jahre. Ich glaube, wir gehen schon auf die 19 zu. Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Mein Ziel war heute jetzt weniger über Google, etwas mehr über die Thesen, die wir zur Digitalisierung haben, die Themen, von denen wir glauben, dass sie wichtig werden, zu sprechen. Die erste These, die ich mitgebracht habe, ist von 5 Thesen. Die erste These ist, Deutschlands Digitalisierung ist besser als ihr Ruf. Und da bin ich etwas optimistischer, Herr Bechtolsheim, als Sie, denn ich glaube, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit kleinen und großen Unternehmen, sehen wir jetzt schon viele Beispiele, dass Deutschlands Unternehmen für ihr Kerngeschäft die Digitalisierung als Chance ergreifen. Industrie 4.0 ist nicht mehr nur ein Schlagwort in Deutschland. Das tun die DAX 30 Unternehmen, das tun die großen Familienunternehmen. Sie bauen sich von innen um und da passiert eine ganze Menge. Ich bin auch optimistischer, was sozusagen die Leuchttürme der Digitalisierung, die rein digitalen Unternehmen angeht. Und ich glaube, wir reden nur zu wenig über diese Beispiele. Wir reden mehr über die traditionelle Industrie als über die Beispiele gelungener Startups. Und ich möchte ein paar Namen einfach mal nennen. Unternehmen wie United Internet oder Zalando oder Trivago oder Delivery Hero, auch als Lieferheld bekannt, MyTaxi, ganz ähnlich in der Anwendung wie das, was wir über gehört haben, SoundCloud, Creditech. Über diese Unternehmen wird nicht halb so viel geschrieben wie über DAX-Unternehmen. Und das sind alles erfolgreiche Internetunternehmen. Die meisten davon
bewertet mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Also Einhörner, wie man neudeutsch sagt. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr auch erfolgreiche Gründungsgeschichten in Deutschland erzählen. Zweite These, Digitalisierung ist kein Nullsummenspiel. Und den öffentlichen Diskurs nehme ich doch zuweilen so wahr, dass martialische Bilder gezeichnet werden. Silicon Valley gegen Deutschlands Industrie. Startups gegen etablierte Unternehmen. Und ich glaube, das hilft uns nicht weiter, denn wir gehen dort von der Annahme aus, oder man geht dort von der Annahme aus, dass es einen unveränderlichen Kuchen gibt, der jetzt verteilt wird. Aber in Wahrheit ist es anders. Es hat nämlich viel mit Innovation zu tun. Wir haben das eben gehört. Es werden neue Dinge entwickelt. Es werden neue Anwendungen, neue Produkte geschaffen. Übrigens auch in neuen Partnerschaften. Und es geht, glaube ich, darum, wenn wir das richtige Mindset haben wollen, die Win-Win-Situation zwischen Unternehmen zu suchen, zu sagen, mit wem kann ich eigentlich zusammenarbeiten, damit Digitalisierung erfolgreich gelingt. Die dritte These ist, dass in der digitalen Welt nicht die Größe entscheidet, sondern die Geschwindigkeit und die Innovation. Und das sehen wir an ganz vielen Beispielen, wo sich innerhalb von kurzen Jahren, 5, 6, 7 Jahren, auch in der digitalen Welt sozusagen Industrien auf den Kopf gestellt haben. Wer heute damit aufhört, innovativ zu sein, wird morgen überholt, vielleicht auch von einem Wettbewerber, den es letztes Jahr noch gar nicht gab. Sinnvoll ist hier, sich anzuschauen, welche digitalen Technologien kann ich einsetzen, wer bietet sie mir an, denn ich muss nicht alles selbst entwickeln. Das ist eines, glaube ich, der Learnings, das wir als Unternehmen gemacht haben, ist, dass man viele Dinge sich von den Besten im jeweiligen Bereich dazu holen kann. Und über die Cloud kann das heute auch jeder Mittelständler und kann das jeder Handwerksbetrieb. Ich kann sozusagen Rechenleistung, Programmierschnittstellen, Speicherkapazität, ich kann sogar zu einem gewissen Grad maschinelles Lernen mir über das Internet dazu holen und muss nicht selbst in allem Experte sein. Meine vierte These hat mit einer aktuell sehr wichtigen Diskussion in Deutschland zu tun und da geht es um die Hassrede. Die Hassrede im Internet gilt es zu bekämpfen, aber mit den richtigen Mitteln. Die Demokratisierung von Kommunikation ist eine der ganz großen Errungenschaften des Internets. Sie hat auch Schattenseiten und das sehen wir beim Thema Hassrede. Zu Recht steht Hassrede deswegen in der öffentlichen Diskussion. Als Unternehmen und als Anbieter einer Plattform wie YouTube unternehmen wir ganz große Anstrengungen, um unangemessenen Inhalten Hass und Hetze wirkungsvoll zu begegnen. Die Diskussion um dieses Thema begrüßen wir ausdrücklich und auch das Ziel des vorgeschlagenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, über das ich einmal heute sprechen muss, das begrüßen wir auch ganz ausdrücklich. Das ist das Eindämmen von Hass und Gewalt. Aber wir warnen vor den vorgeschlagenen Instrumenten, denn der vorliegende Entwurf des Justizministeriums geht in die falsche Richtung. Und das ist auch das fast einhellige Echo der Experten, die dazu befragt worden sind. Systeme zur Entfernung von Inhalten dürfen nicht zur Einschränkung der Meinungsfreiheit führen. Und die Entscheidungskompetenz darüber, welche Inhalte entfernt werden sollten, sollten nicht primär in der Hand privater Unternehmen liegen. Weder Facebook noch Google sollten diese Aufgabe haben. Dafür brauchen wir staatliche Institutionen. Hohe geplante Geldbußen bei zögerlicher oder verfehlter Entfernung von Inhalten werden ganz unweigerlich und zweifelsfrei dazu führen, dass stets übervorsichtig gefiltert und entfernt wird. Und auch mit den von der CDU, CSU und der SPD vorgeschlagenen Änderungen wird dieses Gesetz dramatische Auswirkungen auf die Meinungs- und Informationsfreiheit im Netz haben, durch einen massiven Eingriff in Freiheitsrechte. Ich glaube, man muss sich das mal vor Augen führen. Der UN-Sonderbeauftragte für die Meinungsfreiheit ist besorgt über dieses Gesetz und das wäre weltweit ein einmaliger Vorgang. Insofern mein Appell an die Mitglieder des Bundestages, die heute auch hier sind. Aber auch in der vorliegenden Form gibt es hier wirklich aus unserer Sicht signifikante Probleme. Verabschieden Sie es nicht so, wie es auf dem Tisch liegt. Gehen Sie noch einmal in sich. Gründlichkeit muss hier vor Schnelligkeit gehen. Dankeschön. Meine letzte These und ich bin auch ganz schnell, die fünfte These ist, wir brauchen in Deutschland eine breit angelegte digitale Bildungsoffensive. Die Europäische Kommission schätzt, dass in den nächsten Jahren bis 2020 900.000 Jobs in Europa nicht besetzt werden können, weil die Qualifikationen fehlen. Die Jobs wären da, die Mitarbeiter mit den Qualifikationen sind nicht da. Das ist eine Riesenmöglichkeit für uns in Deutschland. Und zu Recht gibt es von der Bundesregierung eine Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Aus unserer Sicht als Google ist das ein absolutes Top-Thema für uns als Unternehmen, aber auch für uns als Industrie.
Deswegen beteiligen wir uns an solchen Projekten wie Calliope, Sie haben das vielleicht gehört, Mikrocontroller, kleine Computer, die in dritte Klassen in Grundschulen gebracht werden. Wir unterstützen Trainingsprogramme für Startups und Entwickler. Wir gehen auch in die 16 Bundesländer und versuchen dort Schulungsprogramme anzubieten für Studenten und für Arbeitnehmer. Aber wir sind da ganz am Anfang. Da muss man sagen, auch als großes Unternehmen haben wir hier nur einen Beitrag, den wir leisten können. Ich glaube, und das wäre auch mein Aufruf an Politik und Bildungsträger und Unternehmen, in den nächsten 4 Jahren müssen wir hier einen Riesenschritt vorankommen. Und auf uns als Unternehmen können Sie sich dabei als Partner verlassen. So, das waren meine 5 Thesen. Ich freue mich auf die Diskussion. Ganz Dankeschön. Herzlichen Dank. Herr Jatzombek, da ist jetzt schon eine Menge Hausaufgaben für die Politik. Also hier wurde gesagt, eigentlich sind wir noch ein bisschen zu langsam. Die ganze Kultur des Scheiterns haben wir noch nicht, ist noch nicht so richtig bei uns angekommen. Herr Fiesmann hat gesagt, man muss den Mitarbeitern viel Freiraum geben. Jetzt haben wir eben gehört, in die Bildung muss investiert werden. Aber es gab auch einen direkten Appell, einem Gesetz nicht zuzustimmen, nämlich dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Vielleicht mögen Sie da jetzt darauf reagieren, wo Sie jetzt Ihre Hauptaufgabe sehen darin. Ja, das sollte heute eigentlich nicht der Schwerpunkt sein, aber kurze Antwort reicht. Weil Justus das direkt angesprochen hat, habe ich in seinen Ausführungen das Wort Selbstkontrolle noch nicht gehört und deshalb sehe ich die Kritik an dem alten Entwurf des Justizministeriums, wo ich alle Kritik teile, den wir völlig inakzeptabel fanden. Wir haben das Gesetz vollständig verändert, wir haben an einem sehr kurzen Gesetz 25 Änderungen vorgenommen, das hat es hier fast noch nie gegeben im Bundestag und wir haben sozusagen die Engine, den Motor dieses Autos einmal ausgetauscht und Sie können sich jetzt mit mehreren Unternehmen organisieren in einer Selbstkontrolleinrichtung, die Sie selber organisieren können mit eigenen Leuten und wo auch diese starren Fristen nicht mehr gelten. Und damit ist, glaube ich, die Gefahr von Overblocking und all den Risiken für die Meinungsfreiheit gebannt. Sie müssen es nicht mehr selber organisieren. Uns ist wichtig, dass alle diese Dinge aus dem verschlossenen Keller herauskommen, so wie es Facebook gemacht hat, und dass sie in ein Verfahren kommen, was nachvollziehbar ist, was transparent ist. Und wir haben im Übrigen auch diskutiert in den Anhörungen drumherum, ob ähnlich wie im Kartellrecht, weil es jetzt ein böses Wort, wobei ich die EU-Entscheidung richtungsweisend finde, ähnlich wie beim Kartellrecht bei den Unternehmen, die ein Monopol quasi bei der Meinung haben, auch Pflichten auferlegen müssen, auch Dinge abzubilden. Dass man nicht mehr per AGB bestimmte Inhalte ausschließen kann oder bestimmte Nutzer ausschließen kann im Sinne von privaten Vertragsbeziehungen. Das vielleicht dazu. Der zweite Punkt, den ich sehr positiv beurteile, ist, wir waren vor 4 Jahren mit so einer ganzen Truppe, mit einem Flieger unter Führung damals von Philipp Rösler im Silicon Valley. Und da haben wir auch Andreas von Bechtolsheim besucht. Und da habe ich ihn damals noch gefragt, was wir eigentlich in Deutschland machen müssen, um in der Digitalwirtschaft aufzuschließen. Und da haben sie gesagt, ach Deutschland. Und dass sie jetzt heute aber zu uns gekommen sind und hier so einen Vortrag halten, finde ich, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und das zeigt, dass wir vielleicht jetzt auch in 4 Jahren viel geschafft haben. Wir haben in der digitalen Agenda viel gemacht zum Thema Breitbandinternet. Das ist alles noch nicht da, aber die Milliarden sind schon zugewiesen. Insofern ist der Status heute schlecht. Wir wollen bis 2025 Gigabit überall haben, wir wollen 5G, wir haben Glasfaser First als Strategie, wir haben IT-Sicherheit gemacht als zweiten Punkt, beschreibe ich nicht weiter, und als dritten haben wir Milliardenprogramme aufgelegt, um Startups zu helfen bei der Finanzierung. Und einige Ergebnisse hat Herr Justus genannt, wie Trivago oder Delivery Hero oder Zalando. Ich sehe das größte Bottleneck jetzt bei dem Thema Personal. Und auch da ist Andreas von Bechtolsheim sicher ein Beispiel, der Jugendforscht gewonnen hat und wir konnten ihn nicht halten. Er ist dann nach Amerika gegangen und das zeigt, wie es nicht passieren darf. Die IT-Ausstattung muss gut werden und wir haben in Nordrhein-Westfalen gerade einen Koalitionsvertrag gemacht. Ich habe daran mitgewirkt, an der Stelle Digitalisierung. Vor über 10 Jahren haben wir ein gutes Projekt damals gemacht, das hieß Jedes Kind ein Instrument, weil man auch die Erkenntnis hatte, Kinder, die nie ein Instrument lernen, können nicht feststellen, ob sie eine musische Begabung haben. Wir haben jetzt reingeschrieben, jedes Kind eine Zeile Code. Und das orientiert sich auch an Calliope, an den Dritt- und Viertklässlern. Ein Kind, was nicht einmal programmiert, das kann auch nicht feststellen, ob es darin talentiert ist. Und War of Talents ist, glaube ich, das ganz entscheidende Thema. Und hier müssen wir sehr viel besser werden. Und ich bin sehr irritiert, wenn man auch heute noch in manchen Zeitungen der FAZ unlängst liest, dass das Programmieren so ein Spezialistending ist, was Kinder ja gar nicht lernen müssen. Dass der völlig
völlig falscher Ansatz, weil ich in meinem Schulleben eine Menge Dinge gelernt habe, die ich praktisch nie mehr hinterher gebraucht habe, aber die für mich wichtig waren, um Dinge zu verstehen. Und wenn ich noch eins sagen darf, AI war vorhin ein großes Stichwort. Bei Google habe ich das Wort Moonshot gefunden, das haben viele später verwendet. Das ist, glaube ich, die Blockchain und AI, das sind die zentralen Herausforderungen. Wenn wir neu ins Spiel kommen wollen, müssen wir, glaube ich, nicht in die Felder gehen, die schon besetzt sind, sondern die neuen besetzen. Und ich glaube, die Auswirkungen auf die Menschheit sind so riesig, dass das etwas sein muss, wo wir sagen, das ist der deutsche Moonshot. Aber bleiben wir doch mal dabei, wie man vielleicht das, was in Deutschland ja so gut funktioniert, sowas wie Maschinenbau, Ingenieurwesen, all das, wo wir ja gut sind, gute Produkte zu machen, traditionsreiche Unternehmen, die lange am Markt sind, wie kriegen die das eben hin, eben sich zu öffnen, das haben wir eben schon gehört, und das zu verbinden. Herr Fissmann, ganz konkret, wie kriegen Sie Leute und was fehlt Ihnen? Und wo sagen Sie, da könnte mir, ja, da könnte mir die Politik auch wirklich helfen? Das ist ein weites Feld, glaube ich, ne? Also ich glaube, die erste Aussage ist, es ist definitiv so, dass wir in einem War of Talent sind, und der War of Talent ist nicht erst seit gestern global. Und insbesondere auf der Tech-Seite ist er, ich sag mal, sehr stark tektonisch verschoben in Richtung Asien beziehungsweise in Richtung Westen der USA. Das muss man so akzeptieren, und jetzt kann man sich damit auseinandersetzen, was kann man eigentlich an Voraussetzungen schaffen in einem Land, wo, und das fand ich, habe ich begeisternd gesehen, als ich heute Morgen im Bundestag reingelaufen bin, die Anwesenheit der Bundestagsabgeordneten noch auf Zetteln dokumentiert ist, wo wir nicht notwendigerweise in den administrativen Strukturen, die ja auch Grundvoraussetzungen dafür schaffen, dass es ein attraktives Land für Gründungen bzw. für International Founder in Deutschland ist, nicht ganz am Ende dessen, was man so in E-Government-Standards implementieren kann, unterwegs sind. Das heißt, es sind ganz häufig absolute Basics, also in der Lage zu sein, die Möglichkeiten der Gründung von Unternehmen zu vereinfachen, in der Lage zu sein, dass die gesamten administrativen Prozesse nicht physisch abzubilden, sondern sie so digital zu enablen, dass sie dem 21. Jahrhundert zu entsprechen, tragen, glaube ich, schon mal dazu bei, dass wir die Grundattraktivität des Standorts Deutschland stärken können. Das sind Hygienefaktoren, über die wir da sprechen. Ein Unternehmen wie Ihres, wie machen Sie das attraktiv, für, dass jemand sagt, okay, ich gehe zu Fissmann und ich gehe nicht zu Google? Gut, ich glaube, am Ende des Tages ist es, also es ist sicherlich so, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie unterscheidet sich das zwischen etablierten Unternehmen, aber damit wir ein Ökosystem haben, was aus Deutschland heraus funktioniert, brauchen wir Early-Stage Ventures. Ja, wir brauchen junge Unternehmen, wir brauchen einen Nährboden dafür, dass ich in der Lage bin, ein Thema, was ich aufgreife, dann auch entsprechend umsetzen zu können. Und aktuell ist es nicht so, dass ein Gründer, Herr Bechtolsheim hat es gezeigt, wir sind heute unter die Top 10 gerutscht, was super ist, aber sicherlich nichts, wo wir uns darauf ausruhen können, dass wir überhaupt genug Talentmagnete haben, die das Ökosystem attraktiv machen. Und im zweiten Schritt heißt es dann auch, dass etablierte Unternehmen, wie wir es sind, aber auch wie Google das ist, dort einen Anknüpfungspunkt schaffen können, um mit den Companies an sich zusammenzuarbeiten und oder zu einem späteren Zeitpunkt auch diesen Talenten einen Heimathafen anzubieten. Aber damit ich das machen kann, brauche ich erstmal ein liquides, funktionierendes Ökosystem, wo es Basisfaktoren gibt, die heute nicht gegeben sind. Aber warum können Sie das nicht schaffen als Unternehmen? Ich glaube, wir können sehr viel schaffen. Ich würde jetzt nicht anmaßen, dass wir an der Stelle den kritischen Kicker zur Verfügung stellen können. Was wir dafür tun, ist Early Stage als über ein Venture Capital Konstrukt zu investieren, um überhaupt da auch die notwendigen finanziellen Mittel in einem hohen Risikobereich zur Verfügung zu stellen. Aber dann auch am Ende des Tages über das, was wir in dem Company Building Setting machen, beziehungsweise als Fissmann-Gruppe im digitalen Kontext, insbesondere bei IoT und AI-Themen, da spannende Aufgabenstellungen anzubieten, die es für Talente attraktiv macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Okay. Wie sieht es bei Ihnen aus in der Firma? Wo kriegen Sie die Leute her, die Sie brauchen, dass die sagen, okay, wir haben Lust, bei ThyssenKrupp zu arbeiten? Wir sitzen in Essen. Essen ist ein sehr bekannter Ort, eine sehr bekannte Stadt in Deutschland, wird aber nicht unbedingt direkt assoziiert mit Umbruch, mit Modernität, mit Software und dergleichen mehr. Ich kann Ihnen aber sagen, wir sind deutlich besser als der Ruf. Das stimmt definitiv. Dennoch, es ist für uns eine Herausforderung. Und ich möchte ganz gerne mal ein bisschen polarisieren, damit hier ein bisschen Spannung reinkommt.
Wir brauchen als Unternehmen, das sich transformieren will, andere Nerds, andere Leute, die mit uns etwas anpacken, als jemand, der ein virtuelles Produkt baut. Bei uns ist etwas physisch begreifbar, haptisch erlebbar. Und diese Leute müssen Spaß dran haben, dass sie so ein Produkt dann auch in den nächsten sicherstellen, dass es in 20 Jahren auch noch da ist. Das sind Leute, die sind ein bisschen anders vertratet, wie man im Englischen sagt, ja, bisschen anders vertratet, als jetzt in virtuellen Umgebungen, Marktplatz zu bauen oder dergleichen. Dennoch, wir brauchen sie und wir brauchen sie sehr dringend. Wir gehen bewusst mit diesen Botschaften raus, weil wir glauben, deshalb habe ich das eben im Übrigen auch mit dem Multi gesagt, unserem Magnetaufzug als ersten. Das ist auch ein Attraktivitätspotenzial für unser Unternehmen, weil wir darüber sichtbar werden, auch für solche ITler. Die müssen wir dann bekommen. Wir sind zum Glück auf dem Campus in Essen. Der hat auch ein attraktives Arbeitsumgebungsfeld. Aber dennoch, es ist nicht einfach. Und wir sind im Wettbewerb zu vielen anderen, in Düsseldorf, um mal Medienhafen zu nennen, und viele andere Standorte, die rekrutieren auch. Gesamtdeutschland rüstet auf im gesamten IT-Umfeld, im gesamten Digitalumfeld. Und dagegen konkurrieren wir. Das ist nicht einfach. Und deshalb merken wir auch, dass zum Beispiel eine ganz andere Lohnspirale in diesen spezifischen Jobs da ist, als in ganz klassischen. Das hat mit eine Lohnspirale. Die Lohnspirale. Hat gar nichts mehr mit irgendwelchen Tarifabschlüssen zu tun. Wir merken, dass wir schlicht und ergreifend dort viel schwieriger an Personen rankommen. Deshalb eben auch mein Appell, dass wir dringend Fachkräfte ausbilden müssen und das fängt im Kindergarten an. Das dauert und ich aber, möchte noch einen sind. Punkt zusätzlich ergänzen, wenn ich darf. Es hört aber damit nicht auf. Wenn wir in Deutschland schnell werden wollen, müssen wir auch Enablement betreiben. Also was? Die Politik muss über die Rahmenbedingungen helfen den Industrieunternehmen, dass sie schneller nach vorne gehen können. Dazu gehören zum Beispiel andere Arbeitszeitformen. Wir brauchen andere Arbeitszeitgesetze. Digitalisierung bedeutet auch Freiräume für Arbeitnehmer, dass sie ganz anders arbeiten können, als es früher der Fall war. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit den Werkverträgen ist auch nicht unbedingt einfach. Also wir brauchen auch von der Politik Unterstützung, dass diese Rahmenfaktoren anders werden, dass wir deshalb auch für junge Leute anders attraktiv werden und die Leute dann mit uns mitgehen können in den neuen Möglichkeiten, die sich bieten. Herr Fissmann, Sie wollten direkt darauf noch was reagieren. Und dann vielleicht zwei Sätze. Ich will jetzt nicht darüber wertend mich äußern, wie die bestehende ThyssenKrupp-Mannschaft einzuordnen ist, aber ich glaube, es ist definitiv so, dass diejenigen, die eine Faszination für haptische Güter haben, sie durchaus schon im Unternehmen haben. Was ihnen aber fehlt, zumindest von außen beurteilt oder aus unserer eigenen Historie heraus, ist diejenigen, die in der Lage sind, kombinatorische Innovation tatsächlich auch umzusetzen. Weil das, was ich im IoT-Kontext sehe, ist sehr, sehr gut funktionierende Produkte, die proprietär für sich entwickelt wurden, aber völlig abstrahiert sind von dem, was ich eigentlich brauche, um eine skalierbare Architektur zu bauen. Und die Skills, die dafür notwendig sind, um im IoT-Kontext das entsprechend erfolgreich zu machen, haben relativ wenig zu tun mit dem, was ich an Embedded Software Know-how brauche für die jeweiligen Hardware-Devices. Und das ist das, was es für uns so schwer macht, weil wir haben tolle Ingenieure, tolle Maschinenbauer, tolle Elektrotechniker, die für sich genommen extrem bedeutsame Fähigkeiten haben, die aber in den virtuellen, wie Sie es gerade genannt haben, virtuellen Ebenen von dem Internet der Dinge relativ wenig Erfahrung bis gar keine Ahnung haben, was ja per se auch in Ordnung ist. Sie haben von Enablement gesprochen, das kann ich nur unterstreichen. Wir haben bei uns in den letzten zwei Jahren... Schade, dass wir unsere deutsche Sprache so völlig vergessen darüber. Ne? Sie haben von Enablement oder Befähigung gesprochen. Das kann ich nur unterstreichen, weil wir in den letzten zwei Jahren sehr viel investiert haben, um der bestehenden Mannschaft, die eine wahnsinnig große Passion für das hat, was wir tun, den Planeten ein Stück weit besser zu machen, denen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu geben, um sich entsprechend weiterzubilden, beziehungsweise auch zu erkennen, wo sie zusätzlich zu dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, entsprechenden Wert stiften können. Und ich glaube, das ist es sehr, sehr spannend, wenn man das abstrahiert und da halt unterscheidet, was sind die vorhandenen Kernkompetenzen und was ist das, was man dazu addieren muss, entweder durch Befähigung oder durch völlig neue Kompetenzen. Aber das dauert ja ziemlich lange, wenn wir jetzt im Kindergarten anfangen wollen, bis wir dann die Fachkräfte haben. Was würden Sie sagen, Herr Justus, was könnte man jetzt noch konkret machen, wo man sagt, dass man
ja auch die Gesellschaft wirklich besser darauf vorbereitet, eben im Bereich der Wirtschaft. Wenn ich noch einen Punkt zu dem Thema, wie findet man die richtigen Mitarbeiter für digitale Aufgaben und Projekte, was sagen darf. Wir stehen natürlich auch in einem großen Wettbewerb um Talente und was wir feststellen ist, dass die Talente am Ende dorthin gehen, wo es große, anspruchsvolle Aufgaben zu lösen gibt und wo sie das Gefühl haben, sie dürfen das mit einem gewissen Freiheitsgrad auch tun und sie haben die Ausstattung, um das zu tun. Also um das mal noch konkreter zu machen, unsere Softwareentwickler wollen gerne an schwierigen Problemen arbeiten. Die suchen sich Unternehmen, die sagen, wir haben hier nicht nur ein schwieriges Problem, sondern auch wir machen das in einer großen Skalierung, wir machen das mit ganz vielen Rechenleistungen, mit Daten und die stellen wir dir auch zur Verfügung. Das begeistert Softwareentwickler, also sozusagen viel mehr als die Frage, was bezahlen wir denen, ist die Frage wichtig, wie schwierig sind die Probleme, was ist deine Möglichkeit, da einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, diesen Mindset muss man haben, wenn man sich die Frage stellt, wie kriege ich die richtigen Talente in mein Unternehmen für solche, ob es maschinelles Lernen, Softwareentwicklung etc. sind. Das hat also sehr viel mit der Kultur im Unternehmen zu tun, ob es da einen Prozess gibt, wo der Chef immer sagt, an welchem Projekt gearbeitet wird und wie es getan wird und man das auf 3 Jahre hinaus vorplant, keine gute Idee für Softwareentwickler, oder ob die das Gefühl haben, sie dürfen selbst ihre Ideen mit einbringen, sie haben vielleicht sogar einen Prozentsatz ihrer Zeit, in denen sie kreative Ideen mal abseits vom großen Projekt entwickeln dürfen. Gute Idee, das bringt die also begeistert und hält sie auch bei der Stange. Bei Google gibt es sowas wie die 20%-Zeit, über die wir unsere Softwareentwickler dazu begeistern, an eigenen Projekten mal zu arbeiten, die auf gar keiner Projektplanliste stehen, die nicht vom Vorgesetzten kommen, die jetzt nicht irgendwie schon vorgekaut sind. 20% der Arbeitszeit soll man... 20% darf man, wenn man das möchte, an einem Thema arbeiten, was nicht vordefiniert ist. Und das ist etwas, das eigentlich relativ einfach umzusetzen. Es erfordert nur ein Umdenken. Das ist nicht die typische Denke sozusagen in einem klassischen Unternehmen, dass man sagt, ich lasse jetzt mal die Mitarbeiter selbst an was arbeiten. Und natürlich muss man dann auch diese Ideen irgendwie sichtbar machen und sagen, sind das gute oder weniger gute Ideen? All das muss man tun. Das ist nicht völlig ungesteuert, aber es ist der Freiraum und es ist die Begeisterung an sozusagen diesen, ja, an so Moonshots-Thema. Ja, Zompek hat dann gesagt, wir werden so darüber nachdenken. Wenn wir so ein ganz verrücktes Thema unseren Leuten geben, dann kommen die auch mit großen, möglicherweise neuartigen Antworten dazu. Herr Haus, was ist denn da Ihre Erfahrung, wenn Sie merken, Ihr Unternehmen ja ändert sich, wandelt sich, gehen die Mitarbeiter da gerne mit oder gibt es dann doch auch viele, die sagen, ach, war doch ganz gut, so wie es immer war und weil da auch eine bestimmte Befürchtung natürlich da mit einhergeht, dass Digitalisierung vielleicht Arbeitsplätze vernichtet. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wir haben einen sehr intensiven Change-Management-Prozess bei uns aufgelegt. Das soll heißen, wir haben wirklich ein interdisziplinäres Team mit Experten an Bord geholt und haben denen die Aufgabe gegeben, wie geben wir unseren 20.000 Mitarbeitern in unserer Business Area eine Chance, dass sie auf diesem digitalen Entwicklungsweg in die Zukunft mitgehen können. Wir haben dann einen Methodenkopf entwickelt, den wir heute immer mit an den Start nehmen, wenn wir digitale Tools ausrollen, mit großem Erfolg. Und warum erwähne ich das? Weil eins der Themen ist, was wir ganz zu Beginn machen, wenn wir mit dem digitalen Tool kommen, nämlich wir befragen die Mitarbeiter über ihre Erwartungshaltung hinsichtlich dieses Tools, was ausgerollt wird und was sie befürchten, was sind die Ängste und wie können wir diesen dann begegnen. Wissen Sie, was die Nummer eins der Themen war, was unsere Mitarbeiter uns zurückgespiegelt hat? Es war nicht, verliere ich den Arbeitsplatz. Die Nummer eins Besorgnis unserer Mitarbeiter war in diesen Workshops, wie kann ich mich selber dazu befähigen, dass ich bei diesem Entwicklungsprozess dabei bin, nicht außen vor stehe. Das war selber für uns wirklich sehr positiv überraschend, die Leute wollen mitgehen. Deshalb Ihre Meinung eben, danke, ich habe da eine etwas andere, aber ist auch vollkommen okay. Ich glaube nämlich, wir müssen auch unseren Mitarbeitern eine Chance geben, mitzugehen. Aber was ich wirklich auch glaube, ist, wir brauchen diese Polarität. Wir brauchen den Wechsel, der von innen heraus kommt und mit angeschoben wird, damit wir die Mitarbeiter mitnehmen. Wir brauchen zeitgleich die dauerhafte Befruchtung auch von außen, damit wir immer wieder reflektieren, ist das, was wir tun, das Richtige. Und dieser Change-Prozess in beide Richtungen, den müssen wir aufrechterhalten. Und wie gesagt, was messen Sie sich dann, wenn Sie sagen, wir müssen gucken, ist das das Richtige? Gucken Sie dann in die USA? Wo gucken Sie hin? Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass es richtig ist?
Also wir haben zum Beispiel mit unseren Executives auch eine Learning Expedition in die USA gemacht. Wir waren in sowohl Silicon Valley wie auch ein paar anderen Hubs in den USA. Wir haben in Deutschland mittlerweile auch ein Ökosystem an Unternehmen aufgebaut, mit denen wir uns dauerhaft und immer wieder austauschen, die einfach auch in der Digitalreise etwas weiter vorne sind. Und mit denen vernetzen wir uns, und da bin ich im Übrigen sofort Ihrer Meinung, wir können gar nicht den Anspruch haben, dass wir für jedes Problem eigene interne Problemlösungskompetenz aufbauen können. Also brauchen wir auch ein Ökosystem an Partnerunternehmen, mit denen wir gemeinsam etwas machen. Beispiel, sage ich auch ganz offen, wir arbeiten gemeinsam mit Ihrem Hausherr, wir haben ein paar Shops gemacht für unsere Kunden, zum Online-Self-Service bis hin zu echten E-Commerce. Das haben wir gemeinsam auch mit Google gemacht, weil wir wissen, die sind da besser positioniert als wir. Und wir haben dann gemeinsam gelernt und die Entwicklungsreise nach vorne angetreten. Wenn ich das so höre, dann sagen Sie, Sie brauchen halt eben ja, Kompetenz von außen. Sie haben gesagt, man muss eben auch sehr gut auf die Gründerszene gucken. Heißt das langfristig oder vielleicht langfristig gibt es ja gar nicht mehr, sagen wir mal in 10 Jahren, nehmen wir immer mal diese iPhone-Phase, jetzt 10 Jahre iPhone. Herr Fiesmann, würden Sie sagen, eigentlich die Zeit der klassischen großen Unternehmen ist vielleicht vorbei? Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind kein großes Unternehmen. Also von daher. Gut. Ich glaube, es gibt eine zentrale Antwort. Es gibt keine Organisation, auch keine politische Organisation, die in sich ein Selbstzweck ist. Sondern meistens ist es darin begründet, dass man ein Problem für einen Kunden oder einen Nutzer löst, was nachhaltig rechtfertigt, dass man dieses Problem auch in Zukunft weiterhin lösen darf. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, und das ist auch das, wie wir die Akzeptanz im Unternehmen für das, was es jetzt aus der digitalen Sicht heraus zu tun gilt, signifikant steigern, ist, dass wir uns einfach ganz simpel durch verschiedene Methoden damit auseinandersetzen, was möchte denn eigentlich unser Kunde oder unser zukünftiger Kunde und welche Probleme kann man vielleicht in einer skalierbaren Form durch Nutzung von digitalen Technologien am Ende des Tages lösen. So, und solange das Unternehmen für sich beantworten können, auch durchaus in einem tradierten Kontext mit einer langen Historie, gibt es keinen Grund, warum sie in Zukunft nicht bestehen sollten. Es ist aber so, und das ist, glaube ich, das, wo wir auch hier heute alle in dem Kreis zusammensitzen, wir uns dieser Verantwortung sehr wohl bewusst sein müssen. Und es reicht eben nicht aus, nur zu verstehen, was dort gerade passiert, sondern wir müssen uns schon längst in der Umsetzung befinden. Und die Umsetzung erfordert auch andere kulturelle Voraussetzungen, als wir das vielleicht in den letzten Jahren gehabt haben. Und das ist nur nebenbei bemerkt meistens auch ein Problem von etablierten Volkswirtschaften. Wie sehen Sie es, Herr Justus? Haben große Unternehmen noch eine Chance oder macht es viel mehr Sinn, wenn sie sich einfach ja, versuchen, in kleinere Unternehmen aufzuspalten? Wäre das sinnvoller und für die Digitalisierung besser und zukunftsgerechter? Also ich hoffe, dass große Unternehmen eine Chance haben, weil wir wahrscheinlich selbst inzwischen zu den größeren Unternehmen gehören. Insofern hoffe ich das sehr. Ich glaube, einen Weg, den wir versuchen zu gehen bei Google und bei unserer jetzt Muttergesellschaft Alphabet, ist, dass wir uns in kleinere Einheiten innerhalb des Unternehmens aufteilen und sagen, die sind dann selbstverantwortlich zum Beispiel für den Browser Chrome oder für das Betriebssystem Android oder für so ein Projekt wie, Sie wissen, dass wir daran arbeiten, selbstfahrende Autos, dass wir sagen, das sind einzelne Einheiten. Wir tun also etwas, was deutsche Unternehmen wahrscheinlich schon seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten machen, nämlich einzelne Business-Einheiten, Geschäftseinheiten zu bilden, die dann relativ autonom organisiert sind. Denn was nicht klappt in einem großen Unternehmen, ist sozusagen alles in einer großen Hierarchie immer nach oben zu spielen. Das klappt in unserem Bereich, glaube ich, überhaupt nicht gut. Diese Zellteilung muss natürlich als Prinzip sich dann auch beweisen, dass es auch funktioniert, dass man dann ebenso schnell vorankommt wie die ganz kleinen Unternehmen, die draußen vor sind. Aber ich sage, wir schauen immer mit einer großen mit großem Interesse darauf, was das nächste Startup in der nächsten Garage gerade tut. Und da haben wir auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren viele, viele Beispiele gesehen, wirklich, wo eine Handvoll von Leuten, 10, 20, 30, großartige Dinge neu entwickelt haben mit viel weniger Ressourcen und viel weniger Menschen, als das auch wir als großes Unternehmen gemacht haben. Also das ist auch für uns der Ansporn, mit der Zellteilung schneller voranzumarschieren. Herr Jessomberg, wie kann man denn diese Entwicklung in der Politik ja, stützen?
Ja, die erste Frage, die wir mal stellen müssen, was ist eigentlich die Aufgabe der Politik und was ist die Aufgabe der Unternehmen? Und ich glaube, wir sind nicht dazu da, den Unternehmen da reinzureden, wie sie ihre Prozesse organisieren und wie sie die Dinge halt eben alle machen. Ich sag mal so, ich kann für mich selber sagen, ich mache deshalb Politik, habe ich gerade so drüber nachgedacht, wie Herr Justus sagt, weil sie halt natürlich hier Aufgaben machen müssen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich muss jetzt hier sitzen, aber sie können auf der anderen Seite eben auch sehr viel eigene Projekte nach vorne entwickeln und haben das. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, würde ich in ein Unternehmen gehen wollen, wo man das nicht kann? Ist die klare Antwort nein. Und dieses Intrapreneurship ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich habe einen Gründer in Düsseldorf, witzigerweise Mapudo, der war mein Mitarbeiter beim Thyssen und konnte irgendwie sein Ding da besser außen machen, keine Ahnung, ist rausgegangen, hat dann gedacht, er kann es an Thyssen verkaufen, hat dann, glaube ich, auch nicht so geklappt. Also irgendwo, mit Haus. Vielleicht, ja, aber vielleicht ist das schon auch ein Schlüssel halt eben für die Weiterentwicklung. Unsere Aufgabe, glaube ich, ist ganz klar, wir müssen an den Stellen helfen, wo der Markt von selber nicht in den Tritt kommt. Wir haben das beim Thema Venture Capital getan, das fängt beim Hightech Gründerfonds an, über Investzuschuss Wagniskapital, die KfW, die jetzt sogar mit einem eigenen VC unterwegs ist, mit Coparion. Wir versuchen jetzt noch den Tech Growth Fund mit 10 Milliarden auch ein bisschen so als Leuchtturm, um zu zeigen, okay, Deutschland ist auch ein Land, wo VC kein Thema ist und wo es auch sozusagen aus der Politikmanagement-Attention dafür gibt. Und das Zweite ist halt wirklich Softwareentwickler. Und wir haben da in Nordrhein-Westfalen nicht nur geschrieben, jedes Kind eine Zeile Code, sondern wir wollen, unsere Start-up-Strategie ist, wir wollen das Land werden mit den meisten Softwareentwicklern, auch pro Kopf. Und da müssen wir uns anstrengen und das müssen auch unkonventionelle Wege sein. Da muss auch der Staat mal aus dem Kästchen rausgehen und das heißt nicht immer nur den Master-Informatiker, sondern das können auch Leute sein, wir haben da gibt es hier einen jungen Typen, Tom Bachem, der hat eine Coding-Schule gemacht, die geht jetzt nach Berlin und nicht nach NRW, obwohl der es eigentlich lieber in Köln wohl gemacht hätte. Das ist nicht gut gewesen für den Standort. Und dann müssen wir überlegen, wie man auch sowas hinbekommt, auch gerade für Seiteneinsteiger. Ganz viele in der IT sind Leute, die ganz unkonventionelle Lebensläufe haben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das da entsteht. Und ich glaube, wo die besten Softwareentwickler sind, werden auch die besten Startups entstehen oder die klassischen Unternehmen transformiert, denn ich glaube, Essen ist ja noch mitten im Herz von vielen Dingen, wenngleich für Thyssen natürlich Düsseldorf noch ein viel tollerer Standort gewesen wäre, muss ich als Wahlkreisabgeordneter noch in der Nebenbemerkung noch einmal sagen. Gerade wenn man so guckt, wo sind unsere Hidden Champions im Sauerland, im Münsterland, viele wirklich fantastische Unternehmen, die es aber natürlich schwer haben, jungen Leuten, die dann vielleicht in Düsseldorf, in Köln, in Berlin studiert haben, zu erklären, geht jetzt mal an irgendwie unbekannte Orte im Sauerland, weil wir eine coole Company sind. Ja. Und wie macht man das dann aber? Das ist ja die Frage, was kann denn ein Unternehmen bieten dann? Wenn sie nur eine Handvoll haben am Ergebnis, um die alle battlen, dann werden die natürlich im Zweifelsfall sich auf genau die Unternehmen konzentrieren, die vielleicht jetzt auch hier sitzen. Und deshalb müssen wir einfach die Zahl erhöhen. Und die Zahl wird auch weggehen, das ist auch keine Frage. Und wir haben es vorhin auch gesehen, in Berlin 50% der Startups, ist auch okay. Aber je mehr sie insgesamt ausbilden, umso mehr werden auch zu Hause bleiben und sagen, ich mache das Ding hier. Herr Justus, an Sie nochmal die Frage als ein Unternehmen jetzt, wenn Sie hier in Deutschland aktiv sind und wir in Deutschland, sagen wir, solche klassischen Unternehmen, wie wir jetzt hier vorgestellt haben, gibt es Sachen, wo Sie sagen, da kann auch was, Google was von Deutschland lernen und von der Art, wie hier Unternehmen geführt werden? Ja, bestimmt. Also ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter in Deutschland arbeitet sehr intensiv mit Unternehmen in Deutschland zusammen. Die andere Hälfte entwickelt Software. Und in der Zusammenarbeit, die wir haben mit kleinen, mittleren, großen Unternehmen, sehen wir eine Menge, was wir toll und spannend finden. Und das hat sicher was damit zu tun mit der Fähigkeit, hochqualitative Produkte, egal ob das jetzt physische Produkte oder Services sind, herzustellen, was wir in Deutschland wirklich sehr, sehr gut machen. Und das begeistert uns auch. Wir kommen aus einer Softwarewelt, wo häufig gesagt wird, wir bringen Produkte an den Markt und dann verbessern wir sie. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr iterativ läuft. Man hat vielleicht nicht gleich die perfekte Lösung. Und wir sind schon begeistert auch von den deutschen Produktqualitätstugenden, die eben sagen, wir machen das erst einmal perfekt. Beides hat Vor- und Nachteile. Manchmal ist es langsamer, manchmal kommt man dann auch zum besseren Ergebnis. Ich will gar nicht sagen, dass wir das alles komplett internalisieren, aber das sind schon Dinge, die wir sehen und schätzen an unserer Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen. Was ich feststelle, das ist eine wichtige Feststellung, die deutschen Unternehmen denken länger drüber nach, wie sie an die Digitalisierung herangehen,
Und wenn Sie es dann mal machen, machen Sie es konsequenter als die Nachbarländer in Europa. Ich arbeite ja auch mit anderen Ländern viel zusammen. Also in Deutschland ist sozusagen die Überzeugungsschwelle immer eine höhere. Aber wenn man da mal losläuft, dann ist das also, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Und dann bleibt man auch dabei. Dann probiert man das so lange aus, bis es funktioniert. Und das finden wir schon sehr gut. War das bei Ihnen auch so? War das ein langer Prozess? Wie hat das angefangen, wo Sie in Ihrem Unternehmen gemerkt haben, so jetzt müssen wir wirklich da was ändern? Und was können Sie davon mitgeben, auch vielleicht an anderen Unternehmen? Also bei uns, also vielleicht der beste Auslöser für das ganze Thema, was uns wirklich bewegt hat, sehr schnell loslaufen zu müssen, war auch, dass wir die Learning Expedition in die USA gemacht haben. Denn eins, was vielleicht wirklich mal ganz ausdrücklich gesagt werden muss, wir haben gar keine andere Chance, als uns so zu entwickeln und die Digitalisierung zu begreifen und nach vorne zu laufen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir das auch nicht nur in den allerobersten Führungskreisen, also bei uns jetzt im Bereichsvorstand mit etabliert haben, sondern auch darunter die Ebenen erreicht haben. Denn das sind immerhin auch Leute, die ganz schnell dann auch für ein paar tausend Mitarbeiter zuständig sind, ein paar Milliarden Umsatz machen. Die haben wir alle mitgenommen. Und wir haben damit ein Mindset geschaffen, wo die Dringlichkeit deutlich wurde und wegen der Dringlichkeit dann auch die Bereitschaft, zu neuen Ufern zu gehen. Und was Sie eben zum Beispiel über das Thema Agilität sagten, Innovationsfähigkeit, da kann ich nur unterstreichen. Wenn Sie weiter so machen wie bisher, ich sag mal mit ganz normalen Regularien, wo Sie immer wieder, sag mal, Investanträge gleich rechnen und dergleichen, werden Sie nicht dahin kommen, wo Sie hinkommen müssen. Sie müssen schneller sein, Sie müssen bereit sein, dass Sie auch mal Geld gegen die Wand fahren. Aber das haben Sie gemacht, weil Sie schnell sind, weil Sie was ausprobiert haben. Und mit dem Ausprobieren haben Sie wieder einen Lernfortschritt erreicht und dann gehen Sie eben auf die neue Lösung rüber. Also an sich ist es nicht umsonst gewesen, dass Sie es gemacht haben. Und das hatte ich für ganz entscheidend wichtig. Wie war es bei Ihnen, Herr Fissmann? Gab es so einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir wirklich was ändern? Und was würden Sie einem anderen Unternehmen ja mitgeben aus der Erfahrung, die Sie gemacht haben, die vielleicht noch nicht so weit sind? Ich glaube, das Wichtigste, das ist aber eine grundsätzliche Managementaufgabe, ist, dass man das, was man tut, authentisch macht. Also es bringt uns allen nichts, wenn wir jetzt sagen, wir müssen das Tel Aviver Ökosystem kopieren, weil das sieht so super aus von außen betrachtet. Und das müssen wir jetzt in unseren Unternehmen bringen, sondern man muss sich eigentlich immer die Frage stellen, welchen unfairen Vorteil, in Anführungsstrichen unfair, habe ich denn eigentlich durch mein bestehendes Geschäft und was kann ich daraus entwickeln? Und dann tue ich das in einer mir authentischen und meistens auch von Leidenschaft gefüllten Art und Weise. Und wir haben bei uns, es gab vor 3 Jahren ein Gespräch von meinem Vater und mir, wo er zu mir gesagt hat, ich weiß genau, was das für unser Unternehmen bedeutet. Ich kann genau nachvollziehen, dass diese Entwicklung einen massiven Einfluss auf unser Geschäft innerhalb der nächsten 5 Jahre haben wird. Aber ich kann das erste Mal in meiner Managementkarriere nicht genau vorhersagen, wie ich darauf reagieren soll. Und das ist, ich glaube, es geht vielen Unternehmern so, dass die Themen, die jetzt andocken an das bestehende Geschäft, völlig anders gelagert sind von ihren Logiken und mitunter auch eine völlig andere Sicht erfordern, wie man sie am Ende dann auch in die Umsetzung überführt. Und wir haben dann damals gesagt, okay, lass uns das gemeinsam angehen und da entsprechend mit beiden Füßen auf dem Gas stehen und das auch in kurzer Zeit umzusetzen. Und das, was Sie gesagt haben, Horst, kannst du unterstreichen auch, Philipp, dieser Willen, iterativ zu arbeiten, ist nicht notwendigerweise Teil der deutschen Kultur. Und bei Hardwareprodukten ist es durchaus auch richtig, dass man nicht iteriert nach dem Marktstart. Ja? Aber es gibt halt Komponenten in digitalen Geschäftsmodellen, die man iterativ gestalten kann. Und da lohnt es sich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Mitarbeiter, aber auch man selber dieses Risiko am Ende des Tages eingeht. Mhm. Herr Jatzombeck, denken Sie, dass was von der Änderung der Kultur, dass das in der Politik eigentlich schon angekommen ist und dass man da anders drauf reagieren müsste? Tja, also ich glaube, dass die Kultur sich massiv verändert und wir sind ja ohnehin in einer Phase mit extrem starken gesellschaftlichen Umbrüchen. Wir haben in demselben Raum gestern über die Frage Ehe für alle diskutiert, was ich übrigens auch einen schwierigen Begriff finde, nachdem wir gerade die Kinderehe verboten haben. Aber
Das mag vielleicht jetzt nur eine semantische Frage sein, ja, deshalb ist der Begriff Ehe für alle einfach falsch. Aber Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und wir immer wieder jetzt schon mit Veränderungsprozessen, wo viele Leute auch bei uns selber sagen, das geht mir jetzt alles zu schnell, ich komme hier gar nicht mehr mit und muss das denn halt eben alles so sein. Und ohne dass ich jetzt zu diesem Thema was sagen möchte, sage ich einfach mal, sonst kommen wir hier ab von der eigentlichen Fragestellung, aber der Wandel muss sein. So, und die Frage ist, wie schnell kann der gehen und wie schnell kann man die Leute mitnehmen? Ja, die Frage ist ja doch Wandel, aber trotzdem das Gefühl zu haben, und das, glaube ich, passt dann schon auch zu diesem Thema Ehe für alle, dass jetzt nicht alles über den Haufen geworfen ist, was man bisher, wo man dachte, das ist, gibt mir eine Sicherheit und eine Struktur. Und vielleicht passt das schon auch zu unserem Thema als Arbeitnehmer. Sie haben ja gesagt, ich will da mitmachen und will Teil sein, aber will halt eben auch die Sicherheit meines Arbeitsplatzes nicht verlieren, ganz banal. Und das ist natürlich ein absoluter Widerspruch. Also dieses Thema beschäftigt uns sehr. Ich habe dazu auch vorgeschlagen, dass wir auch das Thema Weiterbildung gerade bei der Digitalisierung sehr stark nach vorne schieben. Aus meiner Sicht heraus wäre es sinnvoll, wenn man sagen würde, wir führen ein Recht auf digitale Weiterbildung ein. Weil bei Weiterbildung muss man sich ja überlegen, wie man das organisiert. Wenn ich jetzt anfange, alle Belegschaften Deutschlands in diese Akademien vom Beamtenbund und den Gewerkschaften und ich weiß nicht wem, der Konrad-Adenauer-Stiftung zu schieben, so werden wir es nicht umsetzen können, weil das natürlich hohe Kosten verursacht bei den Bildungsträgern, auch in den Unternehmen durch die Fehlzeiten. Ich glaube, wir müssen eine Weiterbildungsperspektive jedem bieten. Jeder braucht auch einen individuellen Plan für sich. Wo stehe ich denn vielleicht in 5 oder 10 Jahren und was muss ich heute tun, um halt eben mich dafür zu rüsten, dass ich dann gut dastehe? Und da muss aber auch viel Eigeninitiative mit verbunden sein. Das muss auch jedem klar sein. In diesem alten Deutschland, wo man gesagt hat, das wird durch die Gewerkschaften schon verhandelt und das wird und ich brauche mich um nichts zu kümmern, sozusagen Vollkasko im Fahrstuhl geht das weiter. So funktioniert diese neue digitale Welt leider, zum Glück sagen manche, halt eben nicht. Und das schafft natürlich extrem viele Unsicherheiten, weil auch kein Mensch weiß, was in 5, in 10, in 15 Jahren im Zweifelsfall die Jobs sein werden, was die Qualifikationen sein werden. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass Sie in den Unternehmen 2 Arten von Leuten haben. Diejenigen, die eigentlich mit dem, wo sie sind, fein sind und die wollen am liebsten das Ding weitermachen, bis sie in die Rente gehen. Die sind von diesem Wandel natürlich relativ hart getroffen, weil sie können das nicht mehr so organisieren, dass sie einfach sagen, ich mache das jetzt genau nur noch so weiter bis zum Ende. Und dann gibt es die, die auch so ein disruptives Gen in sich haben und die schon heute versuchen im Unternehmen Dinge zu verändern und manchmal gegen Wände laufen und merken, ich komme nicht weiter und die Veränderung ist zu langsam und ich möchte mehr machen und die halt auch tatsächlich in ihrer Freizeit und auch an anderen Stellen sich weiterbilden, neue Eigenschaften über Dinge auch nachdenken, weiterdenken. Und ich glaube, für eine Unternehmensführung ist es wichtig, diese Leute zu identifizieren, die im Unternehmen zu halten und denen die Freiheitsgrade zu geben, nicht mehr gegen die Wände zu laufen, sondern möglicherweise auch radikalere Maßnahmen in den eigenen Unternehmen machen zu können. Ja, vielen Dank. Eine Menge, was wir gelernt haben, halt eben, es geht eben doch auch um Kultur und ich deshalb ganz am Anfang, als Sie gesagt haben, wir brauchen technikaffine Kinder auch, wo ich das Bild vor mir hatte, eigentlich haben die doch schon alle ein iPhone in der Hand oder irgendein anderes Handy, aber Kreativität ist natürlich auch ein Punkt, den man, glaube ich, braucht dafür und den man vielleicht in Schulen ja auch nicht vernachlässigen sollte. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in Ihre Unternehmen. Herzlichen Dank, Herr Jatzombeck, wir sprechen ja gleich auch nochmal weiter. Ja, Sie dürfen ruhig einmal hier applaudieren, den Herren. Und wir haben ja jetzt einiges gehört, was die Politik ändern könnte, tun könnte, hat natürlich eben mit der Kultur zu tun, mit der Möglichkeit eben Rahmenbedingungen zu schaffen, Glasfasernetz, all diese Themen haben wir schon besprochen. Es ist schade, dass eigentlich der Bundesminister nicht so viel davon gehört hat, aber ich bin sicher, er hat uns einiges zu sagen. Es gibt ja seit der letzten Legislaturperiode tatsächlich den Minister für digitale Infrastruktur, den gab es vorher nicht. Das zeigt aber, dass klar, dass dieses Thema eben angekommen ist und dass man da einiges ändern muss. Digitale Infrastruktur als eben ein Ressort, gemeinsam mit dem Ressort Verkehr. Herr Dobrindt, ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und jetzt würde ich eigentlich nur sagen, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen, Alexander Dobrindt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, als allererstes mal ganz herzliches Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich mit dabei sein darf, wenn wir
diesen bedeutenden Digitalkongress der Fraktion auch in dieser breiten Runde hier bestreiten und diskutieren können. Sie haben in der Tat recht, ich wäre gerne länger da gewesen und hätte mehr der Diskussionen mitbekommen, aber Sie sind in einer letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages und somit auch in der letzten Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, die mich unbedingt noch mal sehen wollten, nicht jetzt nur um mich zu loben, auch das aber nicht nur um mich zu loben, sondern um auch ein paar aktuelle Fragen, die es gibt, mit mir noch zu diskutieren. Und ich habe in diesem Ausschuss gesagt, das Besondere auch dieses Ausschusses und damit auch dieses Hauses in dieser Wahlperiode war diese neue, für mich sehr gelungene Kombination von klassischer Infrastruktur und jetzt diesen Digitalthemen. Nicht, weil es diese Digitalthemen früher nicht gegeben hat, sondern weil diese Digitalthemen jetzt eine Prominenz bekommen haben in einem Haus, das ihnen wesentlich mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gegeben hat, das ihnen wesentlich mehr Betrachtung der Politik gegeben hat und das, glaube ich, auch zu großen Erfolgen geführt hat. Ich habe dieses Haus und diesen Ausschuss immer auch Ausschuss für Mobilität und Modernität genannt, weil es letztlich genau diese beiden Themen ganz eng miteinander verbindet. Und Sie haben ja hier Diskussionen jetzt in den letzten Stunden seit 10 Uhr darüber geführt, wie diese Modernisierung durch Digitalisierung unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft verändert. Und ich bin froh, dass wir diese Diskussionen auch so intensiv inzwischen führen, weil wir erleben, dass wir einen neuen Wettbewerb auf der Welt haben. Nicht nur einen Wettbewerb zwischen Unternehmen, der sich neu gestaltet, sondern wir haben auch einen Wettbewerb zwischen Regionen und Staaten sogar, die im Bereich der Digitalisierung wissen, dass sie in einer sich veränderten Welt- und Konkurrenzsituation gerade wiederfinden, wo nicht sicher aufgeschrieben ist, dass diejenigen, die heute erfolgreich sind, auch in 10 Jahren noch die Erfolgreichen sind. Herr von Berchtoldsheim hat da sicher schon auch darüber gesprochen, wie Unternehmen und Regionen verändert werden. Wir können heute mit unserem Selbstbewusstsein, mit dem wir übrigens ja immer auch auftreten, gerne als Industrienation, auch bei manchen Schwierigkeiten, die wir gleichzeitig diskutieren, aber dass wir automobile Spitzenklasse sind, daran hat ja in Wahrheit niemand irgendeinen Zweifel mit unseren Fahrzeugen weltweit. Ob wir aber in 10 Jahren mit diesen Unternehmen noch die Spitze der automobilen Bewegung darstellen, das kann Ihnen heute niemand garantieren, weil das Auto in 10 Jahren mit dem heutigen Auto nicht mehr sehr viel zu tun haben wird. Und deswegen müssen wir dieser Wettbewerbssituation uns stellen. Das ist nicht ganz neu. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Im 19. Jahrhundert, da haben die Nationalstaaten um Kolonien sich im Wettbewerb befunden. Im 20. Jahrhundert haben die Industrienationen um Rohstoffe konkurriert. Und heute konkurrieren Innovationsgesellschaften eben um Digitalität und Daten. Und klar ist dabei für mich nur eins, wer nicht komplett digitalisiert, der verliert. Und zwar ziemlich schnell. Und man kann nicht leicht alles, was mal verloren gegangen ist, wieder aufholen. Das heißt, die Grundsatzfrage, ob wir Innovationsland bleiben oder Innovationsregion bleiben oder ob wir Stagnationsland werden, die entscheidet sich jetzt und sie entscheidet sich in der Digitalisierung und sie entscheidet sich an dem Thema Vernetzung aller Dinge. Eines für mich so spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass die Digitalisierung bei dem Thema Vernetzung aller Dinge, Internet of Everything, einen Punkt erreicht hat, bei dem wir stark sind. Dass unsere Stärken jetzt ins Zentrum der Digitalisierung gerückt werden. Wir sind das Land der Dinge. Wir stellen die Dinge her, die Maschinen, die miteinander kommunizieren. Darum geht es ja momentan in besonderer Art und Weise. Das heißt, uns gehört die Technik. Und jetzt ist die Frage, wem gehören am Schluss die Daten, die Vernetzung? Wer kann die Wertschöpfung aus genau diesen Elementen auch schaffen? Ich bin sehr dafür, dass wir das hier ermöglichen in Deutschland. Dazu gehört aber auch ein bisschen neue Datenkultur. Neue Datenkultur meint für mich in erster Linie Umgang mit vielen
Daten. Wir haben eine obere Prämisse in der Gesetzgebung, die heißt Datensparsamkeit. Das steht über jeglichem Gesetzgebungsverfahren, der Grundsatz der Datensparsamkeit. Ist aber Datensparsamkeit ein hilfreiches Mittel in einer Zeit, wo Daten Wertschöpfung bedeuten? Oder ist Datensparsamkeit als Überbegriff nicht vielleicht am Schluss hinderlich für etwas, was uns für eine Bewegung, die uns in ein reiches Datenzeitalter bringt? Und deswegen werbe ich dafür, dass wir mit der Datensparsamkeit uns neu befassen müssen. Und ich glaube, wir brauchen eher kreativen Datenreichtum als Datensparsamkeit. Und von daher ist die Politik gefordert, diesen aus der Tradition kommenden Begriff der Datensparsamkeit doch auch einer Modernisierung zuzuführen und darüber zu reden, wie können wir in der Tat kreativen Datenreichtum schaffen. Wenn man sowas formuliert, hat man schon sehr viel skeptische Blicke. Nicht hier, aber an den meisten anderen Stellen. Und wieso? Weil wir es mit etwas zu tun haben, was viel selbstverständlicher ist als so eine Willen zur Innovation, nämlich so mit einer latenten Innovationsfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. So ein bisschen Technologiepessimismus ist immer gerne in jeder Debatte mit dabei. Ich glaube aber, dass wir uns zu viel davon in der nächsten Zeit nicht leisten können. Ich kann Ihnen eine Vielzahl von Beispielen nennen, wo man das immer wieder spürt, wo einem das täglich begegnet. In meinen ersten Debatten, die ich in meinem Haus darüber geführt habe, brauchen wir ein digitales Testfeld für automatisierte Fahrzeuge im Realverkehr auf einer echten Autobahn unter normalen Fahrbedingungen? Darf man da automatisierte Fahrzeuge fahren lassen, um die Forschung voranzutreiben? Das war mein Wille, meine Überzeugung, dass wir das leisten müssen, um die Automobilindustrie auch an der Stelle zu stärken. Und blankes Entsetzen beim ersten Gespräch mit der Führungsmannschaft meines Hauses im Verkehrsministerium. Blankes Entsetzen, wie kann der Minister auf so eine Idee überhaupt kommen? Und meine Kollegen, die verantwortungsvoll mit allen Themen umgehen, haben mir gesagt, lieber Herr Minister, das können Sie nicht machen. Wer trägt denn da die Verantwortung, wenn das schief geht, wenn etwas passiert? Nach kurzem Gespräch habe ich dann gesagt, liebe Freunde, es ist meine Profession, Verantwortung für den Fortschritt in Deutschland zu übernehmen. Dann waren da auch einmal alle dafür, weil klar ist, wer dann die Verantwortung trägt, wenn wirklich was passiert. War das geklärt, dann geht das. Aber ich habe auch andere Diskussionen geführt mit anderen Häusern. Da gibt es ein Ministerium, das sich maßgeblich mit Recht beschäftigt. Das hat mir dann mitgeteilt, als wir das erste Gesetz zum automatisierten Fahren vorgestellt haben. Wir sind übrigens das einzigste Land der Welt, das ein Gesetz zum automatisierten Fahren schon umgesetzt hat. Und als wir dies vorgestellt haben, wurde mir entgegengehalten, dass man doch relativ sicher der Annahme sein könnte, dass automatisiertes Fahren grundgesetzwidrig ist. Ich habe kurz darüber nachgedacht und da habe ich mir gedacht, naja klar, die Väter des Grundgesetzes werden sich überlegt haben, was passiert, wenn Autos ohne Fahrer unterwegs sind. Also Sie sehen, wie abwegig manchmal Argumente sind, weil sie aus der permanenten Angst der Innovation heraus auch formuliert werden. Und dagegen muss man antreten bis in die heutige Zeit. Wir haben mit dem automatisierten Fahren, was ich einfach persönlich auch eine der aktuellsten, der sichtbarsten Veränderungen unserer Gesellschaft durch Digitalisierung begreife, haben wir einen echten Beitrag auch geleistet, um wieder mit Augenhöhe an den Fortschritt der Welt anzuknüpfen, also automatisiertes Fahren auf dem digitalen Testfeld Autobahn auf der A9 findet heute statt, die einzig intelligente Straße, weil sie eigene Sensorik hat, weil diese Sensorik Daten erstellt, weil sie da mit 5G zwischen Auto und der Infrastruktur wirklich kommunizieren können. Automatisiert fahren können sie überall auf der Welt, aber da können sie es in der Tat nur in dieser Form, übrigens ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, das gibt es auch nirgendwo auf der Welt ansonsten. Und
was wurde mir entgegengehalten? Nicht endlich mal eine kluge Entscheidung eines Ministers für eine neue Innovation, um in Deutschland sie weiter zu betreiben und zu entwickeln. Nein, die Kommentierungen darüber, die können sich anschauen von durchaus Menschen, die mit Wucht auch Kommentare in großen Zeitungen schreiben können, die haben behauptet, das, was der Dobrindt da macht, das ist ein Anschlag auf den Straßenverkehr, das ist ein gefährliches Produkt, was der hier in die Welt setzt und man könne doch nicht so unausgereifte Technik jetzt auf die Menschen loslassen. Meine Damen und Herren, wenn das der Maßstab ist, mit dem wir unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren begleiten wollen, dann sollten wir uns nicht mehr so sehr viel darüber Gedanken machen, wie wir zukünftigen Wohlstand verteilen. Weil es gibt dann schlichtweg keine mehr zu verteilen, sondern dann können wir nur noch darauf schauen, ob wir von dem, was aus den anderen Regionen der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika oder den asiatischen Märkten, dann für uns am Schluss noch übrig bleibt. Ich habe mal formuliert, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer digitalen Kolonie werden, wo man nur die Daten für uns bei uns absaugt, dann in anderen Regionen der Welt Produkte daraus macht, die man uns wieder verkaufen will. Das ist nicht mein Anspruch an Deutschland, das ist nicht mein Anspruch an Europa und das ist nicht mein Anspruch an die Ingenieurskunst in unserem Land. Wir können bedeutend mehr und das wollen wir auch so mit digitalem Selbstbewusstsein zeigen. Deswegen rede ich auch so ein bisschen, wenn ich hier stehe, nicht so mit gesenktem Haupt darüber, was wir alles nicht hingekriegt haben. Sondern ich glaube, wir sind durchaus in der Lage, mit Selbstbewusstsein aufzutreten und zu sagen, was wir an der Stelle auch können. Ich habe in vielen Diskussionen, höre ich immer, oh mein Gott, wir sind ja ganz hinten bei dem Thema A und noch weiter hinten bei dem Thema B. Wissen Sie, ich kenne die Vereinigten Staaten von Amerika auch ziemlich gut, so wie viele von Ihnen auch. Und da gibt es ganz starke Regionen wie das Silicon Valley. Ich kenne aber die anderen Regionen auch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ein amerikanischer Präsident, egal wie der gerade heißt, auftritt und das erste Mal darüber redet, wenn er in Europa unterwegs ist, habt ihr eigentlich schon gehört, wie scheiße die Straßen bei uns in New York sind. So, nein, der wird darüber reden, wie stark seine Infrastruktur zum Beispiel in bedeutenden Regionen sind und nicht, wo die größten Schwächen sind. Und ich glaube, auch da müssen wir mal hinkommen, nicht immer zu sagen, wir sind überall die Letzten, sondern zu sagen, wie wollen wir denn die Ersten werden? Ich kann beim Breitbandausbau, der einer der wichtigen Themen auch in meinem Ressort war, natürlich darüber reden, warum waren wir in der Vergangenheit so langsam? Ich will aber darüber reden, wie schaffen wir die Dynamik, dass wir die anderen wieder einholen? Ich habe eine Situation erreicht, ich habe dieses Thema mit 0 Euro übernommen, interessante Geschichte ganz nebenbei, als man mir mal in einer Nacht kurz vor der Einigung auf den Koalitionsvertrag, also mich gefragt hat, ob ich den Digitalbereich übernehmen wollte, habe ich zugestimmt, habe gesagt, tolle Idee, eigentlich wirklich super, neben den Verkehrsbereich, den Digitalbereich mit zu übernehmen, war die Frau Bundeskanzlerin, die mich da gefragt hat und sie hat allerdings vergessen zu sagen, dass ich dafür 0 Euro kriege. Ich hoffe zumindest, dass sie es einfach nur vergessen hat und wir mussten uns dann in dieser Wahlperiode die Finanzen erarbeiten mit den Kollegen hier. Wir haben 4 Milliarden Euro dann bereitgestellt. Diese 4 Milliarden Euro laufen in den Breitbandausbau. Und jetzt will ich nicht darüber meckern, dass es nur 4 Milliarden sind, sondern das war eine große Initiative. Und das kombiniert mit der Netzallianz Digitales Deutschland, wo viele innovations- und investitionswillige Unternehmen drin sind, die mit mir vereinbart haben, 8 Milliarden pro Jahr zu investieren in den Netzausbau. Unsere 4 Milliarden als Förderprogramm die Wirtschaftlichkeitslücke schließt für die Regionen, die nicht wirtschaftlich von den Unternehmen ausgebaut werden können. Damit kann man schon was erreichen. Wir haben jetzt bei den zugesagten Mitteln, die aktuell schon ausgegeben, zumindest zugesagt sind, das sind 2,3 Milliarden Euro, einen Glasfaserausbau ermöglicht von über 200.000 Kilometer. Das ist jetzt keine ganz kleine Strecke, die da dazu kommt. Und wir wollen jetzt noch sehr viel besser werden in einer nächsten Wahlperiode, weil wir dieses Ziel, das wir vor 4 Jahren aufgeschrieben haben, nicht mehr heute, nicht mehr so ambitioniert sehen. 50 Mbit war ja die Geschwindigkeit, die man sich mal überlegt hat.
würde heute keiner mehr sagen. Vor 4 Jahren hat man gesagt, oh mein Gott, das erreichst du doch nie. So, außerdem, wir brauchten sowas. So, heute reden wir über eine Gigabit-Gesellschaft, ganz selbstverständlich. Und über die neuesten Technologien, Glasfaser, ganz selbstverständlich. Und deswegen brauchen wir natürlich für unsere Gigabit-Gesellschaft auch Gigabit-Netze. Ich habe mit der Netzallianz auch mal formuliert, was Gigabit-Netze bedeutet. Das ist nämlich viel mehr als nur Bandbreite am Schluss. Manche meinen, dann langt schon, wenn Geschwindigkeit drauf ist. Nein, Gigabit-Netze brauchen natürlich auch eigene Intelligenz, eigene Prozessorleistung, müssen Daten verarbeiten können. Auch ein Gigabit-Netz reicht mir heute für Echtzeit nicht aus, wenn meine Daten in Amerika in einen Rechner gehen und erst dahin und wieder zurück müssen. Ich muss natürlich auf wesentlich kürzeren Abständen Datenverarbeitung schaffen können. Lichtgeschwindigkeit kann man jetzt lang umrechnen, hin und her. Mehr als 150 Kilometer hin und zurück in einer Millisekunde geht nicht. Und da muss noch Prozessorleistung rein. So, also das ist die Entfernung. So muss ein Zukunftsnetz ausschauen. Das wollen wir errichten. Und ich habe schon an anderer Stelle gesagt, wir stellen uns vor, dafür 20 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen in der Zukunft, um genau dieses intelligente Netz auch entsprechend zu ermöglichen bis ins Jahr 2025. Das ist so die Zielmarke. Da brauchen wir übrigens auch 5G. Auch da sind wir heute die Ersten, die die Frequenzen ausgeben für 5G als neuer Mobilfunkstandard. Es ist viel mehr, weil es ermöglicht zum ersten Mal Echtzeit-Internet in dieser einen Millisekunde Echtzeit-Kommunikation. Und das brauchen wir dann, so wie ich es vorhin dargestellt habe, für unsere automatisierten Fahrzeuge, bei denen ich auch noch ein bisschen Diskussionspotenzial sehe übrigens. Ich rede ja fast jeden Tag irgendwo mit irgendwem, aber immer über automatisiertes Fahren auch. Und stelle fest, dass man dann immer in viele Gesichter schaut, die auch da noch sagen, brauchen wir das eigentlich? Kann ich nicht, ist Autofahren nicht eigentlich schön? Muss es sein, dass da ein automatisiertes Fahrzeug unterwegs sind? Und ich sage immer den Leuten, mein Gott, das bringt uns so viel mehr an Zeit, das bringt uns so viel mehr an Sicherheit, das bringt uns so viel mehr an Mobilität, denken Sie zum Beispiel an Mobilität auch im Alter. Und übrigens, dass Autofahren Spaß macht, stimmt ja, aber ich kenne doch die Straßen in Deutschland sehr genau. Also in der Früh im Stau in die Arbeit, abends müde von der Arbeit nach Hause, oder am Wochenende zur Schwiegermutter, alle Fahrten, die Sie nicht machen wollen, die werden Sie zukünftig autonom machen, natürlich. Ja, ganz selbstverständlich. Oh, weil es natürlich mehr Lebensqualität bietet. Oh, und deswegen, das wird sich einfach schlichtweg durchsetzen. Ich habe es gerade wieder ausprobiert. Ich mache es natürlich öfters, weil ich die technischen Entwicklungen ja immer auch begleite. Und ich habe es jetzt gerade wieder ausprobiert, da hatte ich Journalisten wieder dabei, war super spannend wieder auf der neuen, auf dem digitalen Testfeld. Ist immer schön, wenn du auf die beiden Knöpfe drückst, das Lenkrad wegfährt und das Auto dann bei 130 km/h selbstständig da über die Autobahn fährt, überholt, wieder einschert, war ganz toll. Gab nur eine leichte Irritation, als wir von 2 Polizeiwägen überholt wurden und ich gerade mit dem Hintermann intensiv diskutiert habe. Aber ich glaube, die hatten mich dann erkannt und nach Winken und fanden sie es dann hoffentlich, fanden sie es halbwegs okay. Und das sind natürlich beeindruckende Erlebnisse, auch für diejenigen, die auf dem digitalen Testfeld auch sehen, dass wir mit diesen Fahrzeugen da im Testverkehr unterwegs sind. Und ich will nicht, damit wir uns richtig verstehen, die Bedenken kleinreden der Menschen. Ich glaube, dass man auch immer wieder Bedenken haben darf und darf sie auch formulieren und sie müssen von unserer Seite auch beantwortet werden. Und deswegen habe ich auch, da sind wir auch das erste Land der Welt, für automatisierte Fahrsysteme eine Ethikkommission eingesetzt unter dem Vorsitz des ehemaligen Verfassungsrichters Udo Di Fabio. Und diese Ethikkommission habe ich im letzten Jahr eingesetzt und der hat jetzt vor 1 oder 2 Wochen seinen Bericht vorgestellt. Da waren viele Mitglieder, also da waren Theologen dabei, Techniker dabei, Juristen natürlich dabei und.
Und er hat seinen Bericht vorgestellt zum automatisierten Fahren. Ich habe den letzte Woche im G7-Ministerformat auch vorgestellt, also meinen Kollegen aus den G7-Ländern, die sehr genau darauf schauen, was macht Deutschland beim automatisierten Fahren mit dem Testfeld, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, jetzt mit der Ethikkommission. Und das für mich total Spannende war, weil ich bei einer Ethikkommission immer in der Erwartungshaltung bin, die sagen was Kritisches, die formulieren auch nochmal die Bedenken ganz hart. Und die haben als allererstes formuliert, dass automatisiertes Fahren ethisch sogar geboten ist und dass die Politik sogar die Verantwortung hat, sowas voranzutreiben, weil es der Sicherheit der Menschen dient. Und das ist schon irgendwie einmal eine Betrachtungsweise, die ich total spannend finde, nicht nur zu sagen, warum darf der Computer und was macht der Computer und die Dilemmasituation beschreiben. Natürlich muss man über die reden, was ist mit links und rechts, wenn man den Unfall nicht ausweichen kann und so weiter. Alle kennen Sie diese Debatten. Aber trotz all diesen Themen, und die wurden auch beschrieben von der Ethikkommission, am Schluss zu sagen, es ist sogar geboten, es umzusetzen, weil es dient dieser Gesellschaft. Eine Technik, von denen Ethikern sagen, sie dient unserer Gesellschaft. Finde ich ein ganz, ganz großartiges Ergebnis und bin sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, auch da Weltspitze wieder zu sein. Und ich weiß, dass die Kollegen aus aller Welt genau diese Themen auch intensiv beobachten, wie wir in Deutschland vorangehen, weil man uns zutraut, auch aus Defiziten, die wir der Vergangenheit vielleicht haben oder sicher haben, dann auch positive Entwicklungen zu ermöglichen. Ich war vor kurzem wieder mit der Start-up-Szene in Berlin zusammengesessen. Ich finde das großartig, was ich hier für ein Ökosystem aufgetan habe. Wir gehören in der Tat zur dynamischsten Start-up-Region der Welt inzwischen, zu den Top 10 mit Berlin. Und ein bisschen fehlt es noch am Geld. Also wenn einer noch eins übrig hat, Herr von Berchtesgaden, eher als beim Minister. Und da muss investiert werden. Wir tun das von unserem Haus. Wir haben mit dem M-Fund das geschaffen, dass wir für diese ganz jungen, innovativen Menschen eine finanzielle Förderung geschaffen haben, im Bereich, die Mobility-Startups haben. Das ist der 60% von denen, die hier was machen im Startup-Bereich, sind Mobility-Startups, eine Förderung zu finden, damit der nicht überlegen muss, wo gehe ich denn als erstes hin, wo es viel Geld gibt, sondern ich weiß, ich kann in Berlin bleiben, ich kann in München bleiben und da gibt es auch die finanziellen Möglichkeiten dazu. Wir haben eine M-Cloud gemacht, eine Mobility-Cloud, wo wir zum ersten Mal die Daten, Mobility-Daten, die wir freigeben können, allen zur Verfügung, kostenlos zur Verfügung stellen. Ich bin übrigens sehr dafür, dass Public Data Open Data ist und setze mich auch maßgeblich dafür ein und stelle auf einmal fest, an welche Schwierigkeiten stößt du, wenn du sagst, ich habe da einen Datenpool, zu mir gehört zum Beispiel noch, der Verkehrsminister ist auch fürs Wetter zuständig, der Deutsche Wetterdienst gehört zu mir und ich sage, diese ganzen Daten, diese irren vielen Daten, es ist viel mehr als eben 20 Uhr abends im Fernsehen nach den Nachrichten sehen, die stellen wir da zur Verfügung. Eigentlich ein ganz kluger und normaler Ansatz und dann stellst du auf einmal fest, hey, da gibt es aber doch erheblich Gegenwehr. Warum? Weil es natürlich auch Interessensgruppen gibt, die es gerade nicht wollen, dass diese Daten jedem zur Verfügung, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, da haben wir auch für die nächste Wahlperiode noch was zu tun. Wir müssen stärker daran gehen, dass wir unsere Daten den Menschen, den innovativen Unternehmen öffnen. Nur dann entsteht ja auch da Innovation. Dann entsteht da einer mit einer Idee und hat ein neues Produkt und dieses Produkt kann am Schluss dann auch ein weltweites Unternehmen werden. Das ist übrigens der Grund, warum diese ganzen großen Unternehmen, die Sie kennen, die heute ja zu den Top 5 Unternehmen der Welt gehören, das ist auch so eine interessante Analyse, wenn man feststellt, dass vor 10 Jahren, da sieht man, wie kurz die Zeit eigentlich ist, vor 10 Jahren waren die Top 5 Konzerne der Welt, General Electric, Exxon, Microsoft, Citigroup, BP, das waren die großen Unternehmen der Welt. 10 Jahre ist noch nicht so lang her. Und wenn du heute drauf schaust, von denen gibt es da keinen mehr, Microsoft, ja, aber von diesen klassischen Unternehmen, die nicht mit Daten und IT arbeiten,
die sind da alle nicht mehr vorhanden. Jetzt heißen die Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook. Das sind die Top 5 Unternehmen der Welt. Und warum sind die alle so scharf auf die Start-up-Szene? Und warum schauen die, dass die möglichst schnell, wenn einer da eine Idee hat, den in seinen Konzern reinholen? Weil die nicht Angst vor den großen Unternehmen dieser Welt haben. Die haben Angst vor dem Kleinen, der eine Idee hat. Wenn der nämlich Selbstbewusstsein hat, in Deutschland bleibt, sagt, ich entwickle das hier, ich gehe nicht in einen großen Konzern, dann kann sowas auf einmal eine gefährliche Idee werden. Ich finde das in dem Fall positiv eine gefährliche Idee, weil ich bin so optimiert, ich bin so wettbewerbsaffin, dass ich sage, das gehört auch natürlich in unsere Gesellschaft, der gesunde Wettbewerb. Und deswegen ist es gut, wenn wir genau diese jungen Leute so enorm auch unterstützen, dass sie die Möglichkeiten haben, hier in Deutschland ihre Produkte mitzuentwickeln. Sie stellen fest, da steckt auch noch eine ganze Menge an Aufgaben und Herausforderungen drinnen. Aber all das kann man dann bestreiten, wenn man bereit ist, dies mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einer gesunden Analyse der Situation und mit ein Stück weniger Skepsis zu begleiten. Ich denke manchmal darüber nach, wenn man so, ich bin 1970 geboren, so, das ist jetzt noch nicht so ganz alt. Und da hat man sehr davon profitiert, von den Chancen, die eine Generation vor einem ermöglicht haben. Und ich überlege mir immer, wenn ich politische Entscheidungen treffe, ist diese Entscheidung, die du jetzt triffst, eine echte Chance für die nächste Generation? Oder ist es vielleicht eher hinderlich, dass diese Chance eigentlich da nicht entsteht? Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn wir nicht mit Selbstbewusstsein, mit Willen zur Innovation diese Digitalisierung begleiten, und da alle Kraft auch in einer nächsten Wahlperiode drauflegen, dann geben wir diese Chancen nicht an die nächste Generation weiter. Das ist aber unsere Aufgabe. Vielen Dank, alles Gute, Gottes Segen. Vielen Dank, Herr Minister. Weil Sie von der nächsten Generation gesprochen haben, ich habe mich gerade gefragt, meine Tochter macht gerade einen Führerschein, ob das eigentlich noch Sinn macht oder ob ich ihr nicht lieber einen Programmierkurs finanzieren sollte. Das sind ja vielleicht die Fragen, über die man auch mal reden muss. Wir haben ja vorhin über die großen Unternehmen gesprochen, wollen jetzt ja über den Mittelstand reden. Das ist die große Kraft in Deutschland. Der Mittelstand, da ist eine Menge Wertschöpfung und da ist auch eine Menge Wandel. Viel mehr, als man vielleicht erstmal so denkt. Aber dazu reden wir jetzt in diesem Podium und dann haben Sie auch noch die Gelegenheit, gleich Fragen zu stellen. Ich darf nach vorne bitten, Elke Eckstein, Martin Eigenstädter, wo ist er denn eigentlich? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hoffe ich, dass er noch da ist. Und Herr Leimbrock. Und von der Politik wieder Herr Jatzombeck und Herr Pfeiffer. Sind auch gerade nicht da. Doch, da ist Herr Pfeiffer. Da sind Sie, Herr Eigenstädter. Wunderbar, weil ich hatte Sie da auf Ihrem Podium nicht gesehen. Setzen Sie sich doch da hin einfach. Wunderbar. Okay. So, und da ist auch Herr Jatzombeck. Alles wunderbar. Ist halt eben auch stressig in so einer letzten Sitzungswoche. Verstehe ich vollkommen, dass man da zwischendurch auch mal was anderes tun muss. Ja. Ja, wir haben ja jetzt gehört, dass es eigentlich auch, dass wir selbstbewusst sein dürfen, dass wir gar nicht so den Kopf in den Sand stecken müssen und wir wollen mal gucken, an welchen Punkten eben schon viel passiert in Deutschland. Und ich darf Ihnen vorstellen, Elke Eckstein ist bei uns, sie gehört zur Gruppe, zur Weidmüller-Gruppe und ist dort im Vorstand und ist für die gesamte Wertschöpfungskette zuständig, war früher bei Osram tätig, auch in Frankreich tätig, USA und Taiwan, also hat auch mehr gesehen als nur Deutschland und ist jetzt eben Chief Digital Officer. Da kann sie uns gleich ein bisschen was erzählen über ihr Unternehmen. Dann haben wir Martin Eigenstädter, ganz klassisches Unternehmen, eine Tischlerei, aber die haben sich einen großen Roboter gegönnt und ich habe mir das alles mal angeschaut. Das ist sehr beeindruckend, wie dieser Roboter tischlert und
Treppenbauten, all solche Dinge. Sie sind Geschäftsführer der Tischlerei Eigenstädter in Mecklenburg-Vorpommern und Sie wurden Unternehmen des Jahres 2015. Herzlich willkommen. Und dann haben wir André Leimbrock bei uns. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer der Dynamic Components in München. Und das ist ein Start-up und er war früher Gründungsberater an der TU in München. Also er weiß, wie das geht, wie man jungen Leuten auf die Sprünge hilft. Da sind wir auch sehr gespannt. Und Herrn Jatzombek haben wir schon vorgestellt. Und dann darf ich Ihnen aber noch vorstellen, Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion. Also herzlich willkommen Ihnen allen. Wir reden natürlich auch wieder über die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft, aber hätten gern erstmal einen Einblick, Frau Eckstein, wie Sie das in Ihrem Unternehmen machen mit der Digitalisierung. Nehmen Sie einfach das Mikro bitte. Ja, die Weidmüller-Gruppe ist ein mittelgroßes Familienunternehmen. Wir haben ungefähr 4.500 Mitarbeiter, einen Umsatz von ungefähr 700 Millionen Euro. Wir sind ein Top-Unternehmen, führendes Unternehmen in der industriellen Verbindungstechnik und haben eine sehr starke Marke, die aus der Historie gewachsen, bekannt geworden ist durch die Erfindung von der kunststoffisolierten Reihenklemme. So, seither haben wir uns sehr stark gewandelt. Wir sind jetzt heute für mich die Basis für die Digitalisierung, denn unsere Produkte und Lösungen, also Komponenten und Lösungen, die sind überall da, wo Daten, Signale, Energie übertragen wird oder verbunden wird. Also wir stellen Verbindungen und Übertragungen her. Wir selber sind in einer großen Veränderung, in einem großen Veränderungsprozess. Das heißt, wir gehen heute von einem Komponentenhersteller zu einem Lösungsanbieter in der Digitalisierung und wir bewegen uns von dem Anwendungsbereich der Elektrifizierung über die Automatisierung in die Digitalisierung. So, was heißt das ganz konkret für uns? Wir haben eine duale Strategie. Diese Strategie ist einerseits, dass wir ein Anbieter für Industrie 4.0 Lösungen sind oder für Digitalisierungslösungen sind. Und auf der anderen Seite sind wir Anwender, also Anbieter und Anwender. Und das ergänzt sich sehr gut, weil alles, was wir unseren Kunden anbieten, wir erstmal selbst testen, selbst ausprobieren und natürlich selbst anwenden. Wir möchten natürlich den Nutzen, den wir unseren Kunden bieten, dafür machen wir ja auch das Ganze, auch selber erfahren. So Nutzen heißt verbesserte Prozesse, höhere Effizienz, verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. So, wenn ich sage, Lösungen bieten wir an, dann ist das, dass wir digitale Geschäftsmodelle anbieten. Das heißt, wir machen mit unseren Kunden zusammen die Entwicklung von Preventive Maintenance, von Monitoring-Systemen, Energiemonitoring zum Beispiel. Das sind so die Hauptanwendungsgebiete, die wir machen. Und in unseren eigenen Anwendungen sind wir dabei, dass wir AR, Augmented Reality, benutzen. Wir machen Fernwartung zum Beispiel. Heute sind unsere Techniker in Detmold, das ist in Ostwestfalen-Lippe, sitzen in Detmold und die Fabrik steht in Rumänien und der Techniker bedient über die Digitalisierung, über das System der Augmented Reality, die Maschine in Rumänien. Das ist so ein Anwendungsbeispiel, was wir machen. So, mein Ziel ist, alle Fabriken zu vernetzen, damit natürlich den maximalen Nutzen rauszuholen der selbstgesteuerten oder selbstoptimierten Fabrik. Und in diese Richtung laufen wir. So, als Familienunternehmen haben wir natürlich einen großen Vorteil als Anbieter, dann bin ich auch gleich schon fertig. wir sind sehr nahe am Kunden, das ist unser großer Vorteil und wir können das Thema, wie kommt der Kunde an die Daten heran, das heißt das Thema Analytics und Anwendungstechnik sehr gut kombinieren und können damit den Kunden auch sehr stark, sehr schnell helfen und auch diese Dynamik, diese Agilität in der Digitalisierung bieten. Wann hat denn das bei Ihnen angefangen? Wann war so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, wir müssen uns ändern, wir müssen wirklich auf diesen Zug der Digitalisierung aufspringen? Also wir nennen uns Early Adopter, das heißt, wir waren sehr früh dabei als Anwender, als Anbieter auch. Ich würde mal sagen, das geht bestimmt schon zwischen 5 und 10 Jahren so, dass wir uns mit dem Thema befassen, dass wir vorangehen. Das heißt ja immer, der Mittelstand ist eher ängstlich und zieht nach, ist nicht ein Treiber. Da würde ich uns eher auf der Treiberrolle sehen, als Vorangeher sehen. Was wir allerdings auch machen, ist, wir kümmern uns ja sehr stark um das Thema Innovation, Arbeit, Bildung, dass wir das nicht alleine machen können. Und ich glaube, das ist jetzt auch, was der Mittelstand gelernt hat,
dass er in Gremien arbeitet, in Foren arbeitet, dass man sich wirklich zusammenschließt und gemeinsam über verschiedene Organisationen vorankommt. Hatten Sie denn jemand, der Ihnen geholfen hat, oder hatten Sie ein Vorbild, wo Sie gesagt haben, davon kann ich lernen? Oder haben Sie es alles selber gemacht? Das kann ich nicht sagen, da bin ich wahrscheinlich zu frisch dabei, aber ich sagte eingangs, wir sind von der Elektrifizierung unterwegs über Automatisierung in die Digitalisierung. Elektrifizierung heißt, wir sind Komponentenhersteller und das ist natürlich das Gebiet, wo wir sehr hohe Konkurrenz haben, wo die Konkurrenz aus den Niedriglohngebieten kommt und wir haben einen Weg gesucht, uns zu differenzieren, wie wir einfach existieren können, auch weiterhin in Europa fertigen können und den Kunden Mehrwert bieten können. Und da war das Thema Vorwärtsintegration natürlich auf der Hand liegend und Vorwärtsintegration heißt Digitalisierung. Okay. Dann kommen wir mal zu Ihnen, Herr Eigenstädter. Ich habe ja gesagt, eine klassische Tischlerei eigentlich, aber dann haben Sie so gedacht, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen was anders machen. Wie hat das bei Ihnen funktioniert? Ja, bei uns beruht vieles auf relativ großem Spieltrieb. Also wir sind, glaube ich, das absolut mit Abstand kleinste Unternehmen hier. Und wenn Herr Bechtolsheim vorhin die erschreckende Vogelperspektive geboten hat, dann bieten wir die Froschperspektive auf die Digitalisierung gerade. Und man kann sehen, was dieses Industrialisierung 4.0, was das für ein Gummibandbegriff ist. Ja, das ist ein riesiger Schirm, da passt alles drunter. Von den disruptivsten Technologieentwicklungen bis zu evolutionären Entwicklungen in Tischlereien. Also das muss man ganz klar sagen, dass das bei uns auf einer anderen Qualitätsstufe stattfindet. Man merkt bei uns ganz deutlich, dass man, wenn man einmal anfängt mit dem Einsatz von neuartigen Technologien und ja, was für eine Tischlerei vielleicht untypisch ist, wir arbeiten inzwischen für ThyssenKrupp Marine, machen wir so ein bisschen Modellbau, wir machen für eine andere Airbus-Tochter so auch Modellbau. Das beruht vorrangig darauf, dass wenn man einmal anfängt, dass man dann auf eine gewisse Kohärenz achten muss. Also man muss dann irgendwie eine bestimmte Durchgängigkeit schaffen, wohl oder übel, damit es anfängt Sinn zu machen. Und dabei lernt man ganz bestimmte Sachen. Also wenn ich jetzt an Disney vorhin, wenn ich das sehe, also 3D-Daten ist unser tägliches Brot. Also wir müssen tatsächlich irgendwie komplizierte Daten übernehmen können, die reinbringen ins Unternehmen, die verarbeiten können und am Ende ein physisches Produkt, das diesen Daten entspricht, rausbringen. Also das machen zum Beispiel. Aber beschreiben Sie es nochmal, gehen Sie nochmal einen Schritt zurück, nehmen Sie uns nochmal ein bisschen mit, die das alle ja nicht kennen. Also was haben Sie genau gemacht und wie haben Sie Ihren Betrieb umgestellt? Gut, also das Plakativste und wo wir auch so ein bisschen Öffentlichkeit bekommen haben, ist, der VDMA hat bei uns einen Film gedreht, weil wir zum zersparenden Bearbeiten einen extrem großen KUKA-Roboter einsetzen. Das ist schön öffentlichkeitswirksam. Zusätzlich kommt, dass dieser Tischlerberuf irgendwie wunderbare Romantisierungsfläche bietet, sag ich mal. Also das ist dann irgendwie ein dankbares Thema. Dadurch kriegt man eigentlich wahrscheinlich mehr Öffentlichkeit, als einem tatsächlich gebührt. Und so. Nicht so bescheiden, Herr Eigenstädter. Naja, aber also so, ja. So kam das. Ja, also Sie haben diesen großen Roboter, aber das ist eben nicht das Einzige. Genau, aber wir arbeiten eben auch mit konventionellen 5-Achs-CNC-Maschinen, die wir dann wahrscheinlich auch wegen dieses Roboters besser beherrschen als, ich sag mal, der Durchschnitt. Und sind Sie noch Tischler oder sind Sie nur noch Programmierer? Also ohne den Handwerker geht es bei uns nicht, weil wir machen ja fast nur Prototypen. Also wir machen auch... Klar, dezidiert Prototypenbau, aber bei uns ist quasi jedes Produkt ein Prototyp, weil fast nur bespoke, wenn ich mal dieser Anglizismen-Mode folgen darf, gearbeitet wird. Mhm. Okay, aber Sie haben erstmal gute Erfahrungen mit der Digitalisierung gemacht. Also wenn ich vorhin die Folie gesehen habe, alles wird besser von Ihnen. Ich weiß es nicht, aus der Froschperspektive sieht es anders aus. Ich bin so ein bisschen vielleicht von Natur aus ein Skeptiker. Man muss mit, ja, und lieber disruptieren als disruptiert werden, das war ja auch schon wieder das, ja, ich weiß es nicht, aber das unterscheidet wahrscheinlich auch den Tischler von dem, vom Silicon Valley Milliardär, dass er eben skeptischer ist. Ja, aber wir haben ja hier in Deutschland nochmal wir haben dann eher die Tischler hier und wir wollen über den Mittelstand hier in Deutschland reden, denn das würde ich ganz schon nochmal gerne wissen. Wo sehen Sie denn auch die, oder gibt es was, wo Sie sagen, Sie sehen sich auch nach Ihrer Tischlerei vor 15 Jahren zurück? Ja, ich habe ja studiert und bin dann erst so quasi als disruptives Element eingetreten ins Unternehmen. So ist das Zurücksehen für mich relativ schwierig. Okay.
Und genauso Ihr Vater, wie man dazu neigt, sag ich mal, Tischlereien zu romantisieren, neigt man auch dazu, die Vergangenheit zu romantisieren. Also ja, Vergangenheit ist vergangen, das ist unpraktikabel, darüber nachzudenken. Okay, gut. Insofern kann ich sagen, nein. Okay, gut. Herr Leimbrock, wie ist es bei Ihnen? Als Start-up erzählen Sie uns, Sie arbeiten unter anderem daran, die Pünktlichkeit der Bahn zu verbessern. Das freut auch alle. Erzählen Sie uns mal, wie Sie das tun. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Wir sind, so was liest man dann immer, so was recherchiert man dann in diesem Internet. Ja, das Internet ist nicht ganz korrekt. Wir arbeiten in der Tat mit der Deutschen Bahn zusammen, allerdings im Bereich Infrastruktur, das heißt Aufzüge und Fahrtreppen. Meine Firma. Genau, das ist auch noch so ein Problem. Es gab da diesen kleinen Einspieler, wo es da dass man bestimmte Sachen weichen, oder Reparaturen schon voraussehen kann und damit die Pünktlichkeit verbessern. Genau, da arbeiten wir mit einem anderen Startup zusammen in dem Bereich, wo wir einen Teil des Projekts unternehmen. Allerdings unsere Hauptkernkompetenz im Moment ist die Nachrüstung von Sensoren an Maschinen und Anlagen bei der Deutschen Bahn in dem Bereich Fahrtreppen und Aufzüge, weil, wie wir schon gehört haben, die sind auch häufig am Ausfallen, das ist auch ein Ärgernis für die Deutsche Bahn ist. Wir versuchen da eben unserem Kunden zu helfen, Wartungszyklen zu verbessern und letzten Endes auch neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Ich war nicht nur Gründungsberater in meiner Vergangenheit, sondern auch Unternehmensberater und habe dort im größeren Unternehmen auch gesehen, wie Digitalisierung abgehen kann, wie es funktioniert. Und ich habe mir manchmal die Frage gestellt, ist Digitalisierung nicht eigentlich der falsche Begriff? Wir haben in der Präsentation vorhin von Herrn Bechtolsheim gehört, Facebook, Apple, Google, das sind die ganzen neuen wertvollen Unternehmen. Und wenn man sich das mal anguckt, das waren ja teilweise ganz neue Produkte, ganz neue, neue Industrien, die dort geschaffen wurden. Deswegen ist vielleicht eine digitale Plattform eher das, wo man in den Dimensionen, die man denken muss, und nicht was bestehendes Digitalisieren ins Netz bringen. Da ist halt die Frage, ob man da nicht mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Produkten seine alten Produkte kannibalisieren muss. Zum Beispiel Apple hatte damals den iPod rausgebracht, hat sich selbst kannibalisiert, indem die das iPhone rausgebracht haben, was ein normal denkender Konzern wahrscheinlich nie gemacht hätte. Deswegen stellen wir uns natürlich auch die Frage, neue Geschäftsmodelle für, in Anführungszeichen, alte Industrien. Und wir versuchen das eben umzusetzen, indem wir Sensorik an Maschinen nachrüsten, neue Daten erheben und die Unternehmen befähigen, mit diesen Daten eben was anzufangen. Verstehe. Und wer hat Sie unterstützt, dass Sie halt eben, dass Sie da jetzt so sind, wo Sie sind? Also wer hat Ihnen geholfen? Unter anderem natürlich die TU München mit der Gründungsberatung, auch das Gründungsnetzwerk Unternehmertum, was sehr gut finanziell ausgestattet ist, unter anderem durch Frau Susanne Klatten, Aktionärin von BMW. Aber natürlich auch andere Partner wie das Bundeswirtschaftsministerium, das darf man nicht vergessen. Wir sind entstanden aus dem Forschungsinstitut der TU München, haben einen Exist-Forschungstransfer durchgeführt. Der wird vom Bundesministerium für Wirtschaft aufgelegt und hatten natürlich auch durch die Deutsche Bahn, die uns sehr geholfen hat, unser Produkt weiterzuentwickeln, weil die auch sehr digital unterwegs ist, eine eigene Startup-Unit hat. Mindbox sitzt hier in Berlin an der Janowitzbrücke. Und die haben uns sehr geholfen zu verstehen, wie tickt ein Konzern, was braucht ein Konzern und hat uns natürlich auch die Türen geöffnet, dass wir letzten Endes an unseren Kunden gekommen sind, dem wir jetzt eben helfen, die Infrastruktur zu digitalisieren. Das heißt, Sie hatten aber sowohl öffentliche Förderung als auch Privatkapital. Genau. Also ich glaube, nur öffentlich hilft nicht. Man muss natürlich auch mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, damit man letzten Endes skalieren kann, Mitarbeiter einstellen kann und auch sich selbst finanzieren kann. Aber wir hatten Hilfe von beiden Seiten. Mhm. Herr Pfeiffer, als wirtschaftspolitischer Sprecher, was sagen Sie, wie können Sie in Ihrer Funktion auch den Mittelstand helfen, den Mittelstand fit machen für die Digitalisierung? Ja, Digitalisierung beginnt, glaube ich, im Kopf. Das gilt für die Unternehmen, die da unterwegs sind, aber auch in der Politik. Und auch wir müssen natürlich da anders denken, neu denken und überlegen, was hat dieses für Auswirkungen. Ich will das mal vielleicht ein paar Beispiele illustrieren. Wir haben in dieser Legislaturperiode das Beschaffungswesen quasi elektronisiert, also die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, gerade für den Mittelstand sind rechtliche Rahmenbedingungen und ein Level Playing Field, in Deutschland zumindest, aber besser europäisch oder international, noch wichtiger als für Großunternehmen, die sich große Rechtsabteilungen leisten können. Wenn Sie gestern sehen, Google und EU-Kommission, das machen die ja schon länger und werden es auch noch länger miteinander treiben. Und die können sich das auch leisten, das kann sich der Mittelstand nicht leisten. Deshalb versuchen wir
Das gilt von Datenschutzgrundverordnung, die wir hatten, bis zu vermeintlich kleinen Dingen. Wir haben immer noch die Schriftformerfordernis bei ganz vielen Dingen. Das kann jeder selber sehen, wenn man einen Pass beantragt, dann muss er da immer hin und muss immer den Daumen dorthin halten. Und das muss er auch beim neuen Pass wieder machen, weil eben auch jeder Daumenabdruck nur einmal erfasst wird und dann davon nur einmal verwertet werden kann. Da sind wir auch beim Thema Datenschutz. Also hier ein Level Playing Field zu verbessern, ist sicher ein ganz wichtiges. Das Zweite ist, Minister Alexander Dobrindt hat es vorher angesprochen, die Infrastruktur. Auch da brauchen wir ja Rahmenbedingungen, die das Ganze intelligent machen. Auch da brauchen wir rechtliche Begleitungen. Aber bei der Infrastruktur ist es auch im digitalen Bereich, glaube ich, eine Daueraufgabe. Eine Straße, die wird einmal geplant, einmal gebaut, dann hält sie für 30, 40 Jahre, dann wird sie mal wieder repariert, aber dann passt es. Er hat ja das Beispiel genannt mit der Breitband. Wir haben vor Jahren mit einem Mbit und damit dachten viele, damit ist dann die Digitalisierung erledigt, aber das ist eine Daueraufgabe. Ja. Jetzt sind wir bei 50, dann sind wir bei 100. Gigabit-Gesellschaft ist vorher als Ziele, wir sind immer noch für diese Legislatur, in der wir ja diese Woche noch sind, haben wir ja 50 da entsprechend und dann 100 entsprechend vorgesehen. Also das macht, glaube ich, deutlich, treten neue Dinge hinzu, neben dem reinen Volumen, Latenz, also Geschwindigkeit oder dieses intelligente. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, Arbeitskräfte, Arbeitsmarkt, ich glaube, einfach nur überstülpen des bisherigen Arbeitsrechts auf die Digitalisierung, zwangsweise das Versuchen anzupassen, funktioniert nicht. Da brauchen wir neue Ansätze und ich glaube, die Digitalisierung gibt da auch und gerade im Mittelstand neue Möglichkeit der Souveränität, nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die Mitarbeiter in Unternehmen und hat damit vielleicht auch eine Chance, dass Mittelständler, die ja im Fachkräftewettbewerb mit Großunternehmen oftmals sich schwerer tun, da entsprechend vielleicht mithalten zu können. Vierter Punkt, Forschung und Entwicklung tun wir auch relativ viel. ZIM-Programm, Hightech-Strategie, anderes mehr, ich kann nur die Stichworte nennen. Da mangelt es auch nicht an Geld, sondern da versuchen wir gerade die auch angesprochenen Netzwerke und Clusterentwicklungen zu machen. Und das ist ja die Atmosphäre, wo dann der Mittelstand sich auch entwickeln kann und wo man dann auch einem Mittelständler, sage ich mal, über eine Hochschule, eine Vernetzung oder auch anderes weiterhelfen kann. Und fünfter Punkt, last but not least, ist vorher auch schon genannt worden, das Thema Finanzierung. Und da haben wir ganz aktuell jetzt, nachdem, glaube ich, im Bereich Start-up bei der Gründung, das schon ordentlich läuft, haben wir jetzt mit der KfW, gerade diese Woche, also haben wir März verabschiedet, jetzt wird es gerade umgesetzt, dass wir einen Schwerpunkt setzen auf Beteiligungsfinanzierung, auf Wachstum, weil wir da im internationalen Vergleich noch hinterher sind. Wir glauben ja nicht, dass wir das jetzt alles staatlich machen, aber die KfW kann über die ERP-Mittel, das sind also die Marshallplanmittel, die da zur Verfügung gestellt werden, werden jetzt sofort quasi noch in diesem Jahr beginnend 200 Millionen zur Verfügung gestellt, die dann gehebelt werden, mindestens Faktor 2, also 600, 800 Millionen, die gezielt dann über Beteiligung außerhalb des normalen Systems der KfW, also auch sehr flexibel, dann solche Beteiligungen und Wachstum finanzieren kann, auch Venture Debt beispielsweise oder andere Dinge mehr, wo wir festgestellt haben, da ist noch ein großer Handlungsbedarf. Das sind beispielsweise einfach mal fünf Punkte, wo wir in dieser Legislaturperiode gehandelt haben, aber das Denken hört nicht auf, sondern es muss Wahlkampf fängt ja auch erst an. es muss da natürlich weitergeben und auch weiter Gas gegeben werden. Deshalb wird man auch im Wahlprogramm zu dem Thema auch noch Aussagen machen. Ja. Sie haben am Anfang gesagt, Digitalisierung beginnt im Kopf, aber dann muss man es halt eben ja auch umsetzen. Frau Eckstein, würden Sie sagen, Sie haben trotz der politischen Rahmenbedingungen haben Sie es geschafft, gut voranzugehen in der Digitalisierung oder wegen der politischen Rahmenbedingungen? Natürlich mit den politischen. Jetzt geht's. Ja. Mit den politischen Rahmenbedingungen natürlich, aber ich würde trotzdem gerne zwei Punkte aufgreifen. Wir investieren sehr viel Zeit und Geld natürlich auch in die Ausbildung und Weiterbildung zu dem Thema Industrie 4.0 und zu dem Thema Digitalisierung. Netzwerke hatte ich eingangs auch schon erwähnt, sind immens wichtig, sei es national, sei es international. Die Differenzierung in Zukunft wird über die Software gemacht und da kann ich
im Unternehmen mit Weiterbildung, Ausbildung nichts mehr machen, da wäre ich viel zu langsam. Ich kann keine Softwaretechniker oder Softwareingenieure ausbilden. Da würde ich mir schon wünschen, dass die Universitäten, die Hochschulen anwendungsnäher arbeiten würden. Das würde ich gerne noch ergänzt sehen, in dem, was Sie gesagt haben. Und das zweite Thema, was Sie ja auch schon sagten, das ganze Thema Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, da brauchen wir ganz klar eine Öffnung, eine Flexibilisierung, eine Mobilisierung in dem Thema. Und da kann ich schon sagen, wir haben sehr viele Diskussionen mit unseren Softwareentwicklern, die fangen nicht um 8 Uhr oder um 7 an und die gehen auch nicht nach 8 Stunden nach Hause. Und das wird unser Challenge, unsere Herausforderung in der Zukunft sondern erzählen sein. Sie mal, wie machen Ihre Softwareentwickler das? Die arbeiten rund um die Uhr oder kommen erst um 11 oder wie ist das? Ja, wir führen Digitalisierung ein, wir führen Fernwartung ein, wir führen Geschäftsmodelle ein, sodass wir den Mitarbeitern ermöglichen, die Maschinen zu Hause zu steuern, in anderen Ländern zu steuern. Aber wir erwarten von ihnen, dass sie an einem fixen Arbeitsplatz sind. Und das funktioniert nicht mehr, das passt nicht mehr zusammen. Was ich mir wünschen würde, wäre da wirklich offene Arbeitszeiten, offene Arbeitszeitmodelle, die ja nicht in meiner Hand liegen, sodass ich meinen Entwicklern das freistellen kann, wann sie arbeiten wollen. Ich würde erwarten, dass zum Beispiel auch Anlagenbediener dann arbeitet, wenn die Anlage kaputt ist. Aber das heißt, er muss dann auch eigentlich rund um die Uhr verfügbar sein, weil das sagen ja viele, dass da auch so eine, ja, die Gefahr einer Ausbeutung mit einhergeht, oder ist das Unsinn? Das ist natürlich eine relevante Diskussion, natürlich. Da haben Sie vollkommen recht. Aber wie machen Sie es? Dann müssen die rund um die Uhr verfügbar sein? Also man muss es ja irgendwie lösen. Ja, heute lösen wir das, indem wir in Schichtmodellen arbeiten, aber in fixen Modellen arbeiten. Was natürlich für die Zukunft meiner Meinung nach nicht mehr tragbar ist, weil nicht mehr finanzierbar ist. So, zwischen einem kompletten, autonomen, agilen System und fixen Arbeitszeiten muss natürlich ein Mittelweg gefunden werden. Schauen wir doch mal bei dem Startup und bei der Tischlerei. Wie lösen Sie es mit Arbeitszeiten und mit Arbeitsrecht, Herr Leinbrock? Als Gründer arbeitet man sowieso rund um die Uhr sozusagen, selbst und ständig. Ja, also ich meine, es ist natürlich schwierig, die Grenze zu ziehen. Ist jetzt, wenn ich eine E-Mail lese am Wochenende, ist es jetzt Arbeit? Ich glaube, da muss man sich auch als Unternehmer zumindest, da ist man ja eh, wie Sie sagen, selbst und ständig ein bisschen von frei machen. Wir halten uns natürlich an die Arbeitszeitgesetze. Was uns natürlich schon beschäftigt, ist das ganze Thema Scheinselbstständigkeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Entwickler einstellen, was müssen wir für Voraussetzungen schaffen, dass wir das dokumentieren, dass der den richtigen Vertrag hat? Wie muss der arbeiten, dass man da nicht in diese Scheinselbstständigkeitsfalle gerät? Da würde ich auch nochmal Richtung Politik eben gucken, dass die ganze Arbeitszeitgesetze und die Scheinselbstständigkeit so geregelt wird, dass es den Ansprüchen von zum Beispiel IT-Lern, die ja bevorzugt auch selbstständig arbeiten wollen, die wollen keine Festanstellung haben, die wollen sagen, okay, ich arbeite jetzt mal 2 Tage für den Kunden, 3 Tage mal nicht, dann wieder am Wochenende für den. Das wollen die einfach von sich aus. Und ich würde da mir schon wünschen, dass da die Sozial- und Arbeitsgesetze entsprechend umgesetzt und auch kontrolliert würden. Hören wir noch eben die Tischlerei und dann könnten Sie aus der Politik darauf reagieren, Herr Eigenstädter. Wie machen Sie es? Ganz klassisch, 8 Stunden? Klassisch. Ja. Also es gibt Stabilität, da gibt es bei uns auch gar nicht so viel. Also es ist bei uns extrem viel auf Kooperation basierend. Das heißt, die Leute müssen eigentlich in einer gewissen Gleichzeitigkeit arbeiten. Ja. Also da kann man nicht so viel freistellen. Und ich weiß auch nicht, ob Freiheit jetzt immer der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ich würde noch gerne einen Satz sagen zur Anwendungsbezogenheit von Ausbildung, was mir persönlich jetzt ganz unabhängig von der Tischlerei am Herzen liegt. Da sage ich, also Anwendungsbezogenheit der Ausbildung ist mit Sicherheit für einen Handwerker gut. Aber für alles, worüber wir hier reden, würde ich da ganz vorsichtig sein. Also wenn wir Disruption wollen, dann brauchen wir Leute, die unabhängig denken, dann brauchen wir Leute, die grundlagenmäßig ausgebildet sind. Grundlagenstmäßig, also Mathematik. Ja? Wenn ich überlege, was mir in der Tischlerei an Mathematik begegnet ist, aus meinem Studium, von linearer Algebra, die ich gedacht hätte, dass die nie wieder auftaucht. Ja? Gerade letztes Jahr, wo wir irgendwie ein großes Problem hatten, Schiffspropeller, militärische Sachen haben wir sehr genau gefräst, die dann zu drehen, also quasi tatsächlich eine Transformation in allen 3 Euler-Winkeln durchzuführen, ich weiß nicht, wenn ja IT-Leute hier sein, denen das was sagt, die dann hinterher wieder ganz genau einzufangen, hätte ich nie gedacht, dass mir sowas wieder begegnet nach dem Studium. Also ich bin
extrem für Grundlagenausbildung, weil das erst die Leute bringt, die disruptives Denken überhaupt ermöglichen. Ja? Also Anwendungsferne, bitte. Ja, Anwendungsferne, also machen Sie es nochmal ein bisschen genauer. Also das finde ich schon mal wichtig, was sagen Sie, welche Grundlagen genau? Also ja, mathematisch-naturwissenschaftliche natürlich in dem, was wir hier reden, aber von mir aus auch gerne geisteswissenschaftlich. Also die schönen Künste, ja, aber also Grundlagen. Ich bin wirklich nicht dafür, dass man sagt, okay, auf Fachhochschulen jetzt bitte nur noch die Leute ausbilden, die wir später im Unternehmen brauchen, weil wir haben gerade auf Sicht fahren gehört, ja, also Ausbildung, es ist überhaupt nicht mehr vorhersehbar, die Welt wird immer volatiler. Was brauche ich denn in 2 Jahren für Leute? Das kann doch keiner mehr sagen. Also das müssen Leute sein, die maximal anwendbar sind und jetzt nicht auf eine bestimmte Anwendung getrimmt werden. Also okay. bin ich extrem skeptisch, aber wie gesagt, also immer meine Meinung sehr mit Vorsicht zu genießen. Herr Jatzombeck, was sagen Sie dazu? Wie muss man sich einstellen, wenn wir jetzt hier die Probleme des Arbeitsrechts, also wie sollte man damit umgehen? Scheinselbstständigkeit, da ändert sich ja eine Menge. Ja, wir haben leider Entscheidungen dieser Periode getroffen, die da schwierig sind, muss man sagen. Ich könnte jetzt auch sagen, hat unser Koalitionspartner uns zu gezwungen. Also das Hauptthema ist die Leiharbeit. Künftig muss nach 18 Monaten Schluss sein. Und ich höre genau das, was Sie gesagt haben von vielen, dass gerade kleinere Unternehmen keine IT-Leute mehr einstellen. Die wollen gerne ein spannendes Projekt machen. Und wenn das abgeschlossen ist, in einem anderen Unternehmen auch ein spannendes Projekt machen. Und wenn die nach 18 Monaten nicht fertig sind, müssen die jetzt 3 Monate Pause einlegen, um dann anschließend daran weiterarbeiten zu können. Das finde ich vollkommen absurd. Und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir das auch wieder verändern. Denn das kehrt sich auch um. Bei dem Thema Leiharbeit ist die Denke von Frau Nahles die, mächtiges Unternehmen, machtloser Mitarbeiter. Aber es gibt gerade im IT-Bereich Arbeitsmärkte, die sind tatsächlich ein Käufermarkt. Und das ist genau umgekehrt. Machtloses Unternehmen, starke qualifizierte Arbeitskräfte. Und deshalb muss man da meines Erachtens nach irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, dieses ganze Regelwerk gilt halt nur bei denjenigen, die wirklich Schutz brauchen. Ist hier, glaube ich, Zustimmung. Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema Arbeitsplätze auch. Die Sorge, die viele haben, dass sie nicht fit genug sind für die Digitalisierung und deshalb nicht mithalten können. Haben Sie, Herr Leinbock, sind Sie ein wachsendes Unternehmen, so klein wie Sie sind, aber sagen Sie, Sie schaffen Arbeitsplätze? Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß auch nicht, ob Sie das kleinste Unternehmen sind oder ich. Wir haben jetzt fünf Mitarbeiter. aber also wir schaffen Arbeitsplätze und wir wollen auch Arbeitsplätze schaffen. Und vielleicht kann ich auch nochmal zu dem Punkt generell Innovation und Arbeitsplätze was sagen. Ich war vor einem Monat bei der Deutschen Telekom, weil wir mit der Telekom eng zusammenarbeiten, auf einer Veranstaltung. Da hat der Chief Innovation Officer eine Grafik aufgelegt aus zwar UK, aber trotzdem repräsentativ, die prozentuale Beschäftigungsquote von 1300, also über Buchdruck bis in die Neuzeit, Industrialisierung gezeigt hat und die war beständig konstant. Das heißt, trotz aller Verwerfungen war die Anzahl der Beschäftigten trotzdem ungefähr gleich hoch. Klar, es gab immer mal ein paar Ausschläge, aber ich glaube auch gerade mit der Digitalisierung und mit den neuen Technologien, wir werden ungefähr die gleiche Anzahl an Arbeitsplätzen wahrscheinlich haben, aber halt andere Jobprofile. Wenn man vor 10 Jahren gesagt hätte, möchtest du Online-Marketing-Manager werden? Keiner hätte gewusst, was das ist. Heute ist es eine Riesenindustrie. Hätten Sie wahrscheinlich im 19. Jahrhundert einen Kutscher gefragt, möchten Sie Automobil fahren? Hätte er gesagt, Automobil, keine Ahnung, was das ist, was mache ich mit meinen Pferden? Ich denke deswegen, dass in den neuen Industrien neue Arbeitsplätze geschaffen werden, aber das Qualifikationsprofil sich natürlich wandelt. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen aus meiner Sicht, ist vielleicht die nicht so hochqualifizierten, dass wir die mitnehmen, dass wir die mit ins Boot holen. Aber da sehe ich natürlich auch wieder die Politik vielleicht ein bisschen mit im Spiel, das zu regeln, dass man das gut machen kann. Wie ist es bei Ihnen, Frau Eckstein? Wie schaffen Sie Arbeitsplätze? Bei uns ist es genauso. Wir sehen natürlich auch einen Trend in die höher qualifizierten Jobs. Das heißt, heute werden Anlagen bedient, in Zukunft gesteuert. Da ist ein sehr großer Unterschied dahinter. Und das ist eins unserer Hauptaufgaben, die existierenden Mitarbeiter, die weniger ausgebildeten Mitarbeiter mitzunehmen. Und was wir dazu machen... Wie schaffen Sie das denn? Kein Problem. Was wir dazu machen, ist, dass wir sehr viel kommunizieren, sehr viel aufzeigen. Das hängt auch ein bisschen mit der Strategie zusammen, wie wir uns selber digitalisieren. Das heißt, wir gehen Schrittchen für Schrittchen. Das ist ein sehr evolutionärer Prozess, um aufzuzeigen,
dass wir nichts Böses tun und um einfach auch die Angst zu nehmen. Wir machen Industrie 4.0 sehr anfassbar für unsere Mitarbeiter. Und dieses Mitnehmen ist extrem wichtig, was uns auch einen Push gegeben hat, einen Drive gegeben hat, dass diese Angst aus dem Unternehmen ist. Und nebenbei bilden wir aus, bilden wir weiter. Und wenn ich sage, wir investieren sehr viel in Kommunikation, dann sind das wir selber von Betriebsleitung, von der Firmenleitung, aber auch mit unseren Sozialpartnern, mit der IG Metall, mit den Netzwerken, die ich vorher schon erwähnt habe. Das ist ein gemeinsamer Ansatz, den wir wählen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und können Sie auch mehr Leute einstellen, weil Sie digitalisiert sind? Wir stellen mehr Leute ein, aber höher ausgebildete Mitarbeiter. Und weil wir eben über die Arbeitszeiten gesprochen haben und über das Gesetz, was gekommen ist, spüren Sie großen Widerstand zum Beispiel von Gewerkschaften? So weit sind wir noch nicht, muss ich dazu sagen. Bei uns in den Anwendungen funktioniert das momentan ganz gut. Die Gewerkschaften wissen, sind auch mit uns im Dialog dazu, dass das Thema kommen wird. Ich sehe sehr viel Offenheit, ich sehe aber noch keine Lösungen. Aber erwarte ich auch noch nicht. Ich denke, der Dialog muss fortgesetzt werden und diese Modelle müssen gemeinsam entwickelt werden. Aber ich sehe sehr viel Offenheit. Herr Eigenstädter, konnten Sie mehr Leute einstellen und war es leicht, Fachkräfte zu finden für das, was Sie brauchen? Nee, also bei uns ist es definitiv nicht leicht, Leute zu finden. Aber bei uns die Voraussetzung oder jetzt die Herausforderung, die Leute zu halten im Handwerk und natürlich auch die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das weiter so sein kann. Das ist eher, also wir haben jetzt auch keine... Warum wollen die Leute weg? Ja, Industrie bietet tendenziell ja höheres Lohnniveau. Da müssen wir halt irgendwie anschließen. Ne? Also wir versuchen sowohl geschäftlich Industrieanschluss als auch vom Lohnniveau her Industrieanschluss zu erreichen. Das ist sind wir die letzten Jahre dabei. Und schaffen Sie es denn, auch Ihre älteren Mitarbeiter mitzunehmen in diesem Prozess oder ist das schwierig? Es ist manchmal schwierig, man muss gucken. Also wir sind ja ein überschaubares Team, man kennt ja jeden persönlich und versucht dann, da wo es gar nicht geht, die Leute zu lassen. Und in ihrer, ja, also es gibt auch definitiv Bereiche, also wir machen ja nicht nur Raketentechnik, ja. Mhm. Ganz und gar nicht. Und es gibt definitiv Leute, die auf klassisch hergebrachte Weise noch Wertschöpfung liefern können, die also wirklich okay ist. Mhm. Handwerk. Aber ja. Wenn Sie eine Vision von Ihrem Unternehmen haben, würden Sie dann sagen, das macht Sinn, ich könnte noch 20 Leute mehr einstellen, wenn ich die entsprechenden finde, die das alles können. Und das würde dann Sinn machen. Oder sagen Sie, das ist dann eigentlich gar nicht mehr gut und es ist sinnvoll, wenn wir auch klein bleiben? Da fallen mir gleich zwei Sachen ein. Einmal Helmut Schmidt, der meinte, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Und, CDU-CSU-Fraktion. Ich glaube, Herr Schmidt wird hier durchaus geschätzt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die andere Sache ist die, das mit dem Fischer, der da sitzt und der Unternehmensberater, der kommt und sagt, du kannst mehr. Und irgendwann, ja, was ist denn, wenn ich meine Flotte und meine Fabrik habe? Ja, dann kannst du am Meer sitzen. Also, ich weiß es nicht. Also Wachstum, unbedingtes Wachstum ist für uns mit Sicherheit nicht der Schlüssel zum Erfolg. Es kann sein, dass es notwendiges Wachstum geben wird. Ja. Also eine gewisse Hürde, über die man noch springen muss, das wird die Zukunft zeigen, denke ich. Ja. Wie sehen Sie es, Frau Eckstein, in Ihrem Unternehmen? Macht es Sinn, dass man sagt, man muss eine gewisse Größe behalten oder in der ist man einfach auch viel flexibler? Oder es ist gerade gut, wenn man sagt, wir müssen wirklich größer sein, um dann auch anders investieren zu können? Ja, wir haben jetzt eine gute Größe, um natürlich da auch flexibel zu agieren. Meine Antwort wäre gewesen, was wir unseren Mitarbeitern zeigen und vorführen, auch demonstrieren, ist, dass Industrie 4.0 Digitalisierung auch eine Arbeitserleichterung sein kann. Das heißt, schwere Lasten heben, solche Themen. Und wir versuchen, und da sind wir natürlich in der glücklichen Lage, die Größe zu haben, dann die Mitarbeiter, die man entweder nicht weiterbilden können oder die einfach auch nicht mitmachen können mehr, dass wir die auf Arbeitsplätze bewegen, die weniger anspruchsvoll sind. Die haben wir natürlich mehr als jetzt ein kleines Unternehmen, das ist auch klar. Herr Leinbrück, würden Sie sagen, kleinere Unternehmen haben eben wirklich einen Vorteil gegenüber einem großen Unternehmen und es macht Sinn, dass man viele kleine Unternehmen hat, die sich dann vernetzen, das ist sinnvoller als ein großes Unternehmen zu haben? Also ich glaube durchaus, dass wir Vorteile haben, dass wir natürlich agiler sind, dass wir schnellere Entscheidungswege haben und schnellere Entscheidungen treffen. Wir arbeiten auch viel mit Kleinen zusammen, aber auch
die Zusammenarbeit mit Großen bringt uns sehr große Vorteile. Zum Beispiel Deutsche Telekom hatte ich erwähnt. Die helfen uns unter anderem beim Kundenzugang. Wir Kleinen arbeiten wir zusammen mit spezialisierten Analyseverfahren zum Beispiel. Aber natürlich wollen auch wir wachsen, weil man, glaube ich, motivierte Leute, natürlich suchen wir auch Leute, motivierte Leute nur gewisse Sachen bieten kann. Jetzt kein großes Gehalt, aber wenn man sagt, man wächst, man kriegt neue Aufgaben, Führungspositionen, das kann man als Unternehmen nur bieten, wenn man halt beständig wächst und neue Aufgaben, vielleicht neue Länder erschließt. Und die High Potentials heutzutage kriegt man, glaube ich, anders nicht, als dass man ihnen spannende Aufgaben gibt in einer wachsenden Organisation. Ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen oder Ihre Anmerkungen loszuwerden. Wenn Sie zu dem Mikro dort gehen und sich kurz vorstellen könnten. Schon an, ja? Ich denke schon, ja. Vielen Dank. Mein Name ist Lukas Götz, ich komme gerade aus Tel Aviv. Habe da die Möglichkeit gehabt, in der Programmentwicklung zu arbeiten, haben da Startups und Unternehmen und auch zusammengebracht und auch mit der Knesset zusammengearbeitet. Meine Frage geht erstmal an den Herrn Jatzombek und an den Herrn Pfeiffer. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass es in erster Linie die Rolle der Politik ist, Rahmenbedingungen zu schaffen für mittelständische Unternehmen und so weiter und so fort. Inwiefern gehen bei Ihnen die Überlegungen, ich bin mir ganz sicher, dass Sie das schon machen, die Überlegungen dahin, dass auch der Staat neben der Bereitstellung von Rahmenbedingungen selbst zum Treiber von Innovation wird? Herr Dobrindt hatte das angesprochen mit der Bereitstellung von Daten. Bevor wir Voraussetzungen für Unternehmen schaffen, müssen wir diese Voraussetzungen ja erstmal im Staat selbst schaffen, damit der Staat sich als innovativ präsentieren kann. Was ich auch dann beobachten konnte, dass jetzt viele private Unternehmen in Verantwortungsbereiche des Staates immer mehr gehen. Denken Sie an Educational Tech, InsurTech, dass jetzt Bildungsplattformen entstehen, die einfach Technologien bereitstellen, die die staatlichen Modelle von Schulen natürlich nicht gänzlich ausklammern, aber doch eine Alternative bereitstellen. Wie stehen Sie dazu? Wer möchte? Ja, ich hatte es vorher ja angedeutet mit beispielsweise elektronischer Beschaffung anderer mehr. Und ich glaube, wir müssen dann mehr Vorbild sein, auch mit Anwendungen und das auch praktisch umsetzen. Und da sind wir bisher gescheitert. Wenn ich nur die Gesundheitskarte sehe oder wenn ich auch Verwaltungsanwendungen sehe, dann war da der Föderalismus in Deutschland eben nicht immer hilfreich. Weil 16 Bundesländer, 16 unterschiedliche Ansätze und 20.000 Gemeinden, 20.000 unterschiedliche Dinge verfolgt haben. Jetzt haben wir mit der jüngsten Reform auch der Finanzbeziehungen Bund-Länder hat man sich verabredet, dass man hier einheitliche Portale macht, wo dann alle dann auch koordiniert sind. Das heißt, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, dass wir die PS dann auch auf die Piste bringen können. Und ich glaube in der Tat, dass der Staat dort Schrittmacher sein kann bei entsprechenden Anwendungen zum Endkunden oder zum Haushalt, zum Bürger, aber auch dann im geschäftlichen Bereich sozusagen. Und das muss definitiv eine der Hauptaufgaben sein, dass wir da schneller werden in dem Bereich. Ich glaube, da haben wir jetzt einige Grundlagen gelegt, aber woran lag es denn, dass es nicht schnell ging? Föderalismus haben Sie gesagt? Föderalismus. Oder ist auch das Thema einfach noch nicht so ganz angekommen? Ja, es ist ganz offensichtlich an der praktischen Umsetzung. Ich habe vorher dieses Schriftformerfordernis angesprochen, wenn dann eben eine digitale Datei dann eben nicht gilt, sondern die muss dann unterschrieben werden oder sie haben dann die Daten, müssen sie mehrfach erheben. Das ist ja auch, versteht kein Mensch mehr. Also ich zumindest verstehe es nicht, dass sie, wenn sie irgendwo zur Gemeinde gehen, dann müssen sie jedes Mal das Gleiche ausfüllen und sie müssen die Kontonummer angeben und jenes angeben und anderes angeben und die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut, aber nicht, weil sie unwillig ist, sondern weil es auch heute unter Datenschutzgründen eben oftmals noch nicht möglich ist, die Dinge dort weiterzugeben. Wir haben erste leichte Ansätze mit den vorausgefüllten Steuererklärungen von Seiten des Finanzamtes, das sind andere Dinge mehr, die müssen jetzt wirklich beschleunigt werden und da müssen wir auch eine gesellschaftliche Diskussion führen, dass überzogener Datenschutz, so wie wir den klassisch kennen, ich war mal selber
bei der Volkszählung der Bayern, habe da gezählt als Schüler damals. Ja, und kann mich deshalb noch gut an viele Dinge erinnern, wie man die diskutiert. Die passen definitiv nicht mehr ins digitale Zeitalter. Und da bin ich wieder bei meiner Eingangsbemerkung, das hängt vom Kopf ab. Ja. Und da sind wir, glaube ich, gesellschaftlich, auch in den Medien, sage ich jetzt manchmal, und sind wir da noch nicht so weit. Also da müssen wir Gas geben. Also das, was wir den Unternehmen sagen, müssen wir als Staat selber auch machen, nämlich als Plattformökonomie denken. Und deshalb, glaube ich, hat der Staat in der Vergangenheit oft genug den Fehler gemacht, alles bis zum Endkunden selber zu machen. Und da müssen wir darauf setzen, dass wir künftig bei allen Prozessen rund um E-Government Schnittstellen schaffen und dann für das Frontend halt eben auch andere ranlassen, Unternehmen ranlassen, Startups ranlassen. Wir haben in dieser Periode oder jetzt gerade in diesem Jahr das Open Data Gesetz gemacht. Das ist auch wichtig, dass wir die Daten zur Verfügung stellen, um damit Innovation zu ermöglichen. Und wir müssen den Plattformgedanken auch bei anderen Dingen machen. Beispielsweise der neue Personalausweis, den wir jetzt beschlossen haben, dass jeder so eine ID-Card bekommt, der auch als Authentifizierungsmedium auch für alle anderen nutzbar ist. Wo ich dann vielleicht, wenn ich bei DriveNow einen Kundenvertrag mache, das direkt damit öffnen kann und muss dann nicht erst eine Plastikkarte schicken. Aber der wurde ja schon vor einigen Jahren eingeführt und mit einem komplizierten Gerät und es hat sich nicht durchgesetzt. Also da gab es ja schon eine Initiative mit einem neuen Personalausweis. Ja eben, deshalb haben wir das Gesetz jetzt gerade geändert vor 4 Wochen und es ist jetzt so, dass halt eben jeder diese Funktion erstmal eingeschaltet bekommt. Sie können das direkt ans Handy halten, Sie brauchen kein Lesegerät mehr dafür. Und wir wollen es halt auch als Plattform verstanden wissen und häufig genug ist das, was Joachim Pfeiffer gesagt hat, wenn man 100% der Leute mit E-Government beglücken möchte, gibt es halt immer einen Teil, die aus Datenschutzgründen sagen, ich will das aber nicht. Und deshalb wollen wir jetzt auch dieses Profil machen und dann kann man halt, wenn man möchte, dass die Daten beim Staat gespeichert werden, kann man es machen und dann muss man sie an anderen Stellen nicht mehr ausfüllen und diejenigen, die sagen, ich habe da ein Problem mit, die können es halt jedes Mal aufs Neue machen, da wird dann nichts gespeichert. Frau Eckstein, Sie wollen dazu noch was sagen? Sie antworten hier als Anwender der Digitalisierung oder von Industrie 4.0. Ich denke, die Länder, auch was Sie erwähnt haben, Israel, Korea, Sie können überall hinschauen, die erfolgreichen Länder, haben eine sehr aktive Industriepolitik. Und da würde mich interessieren, was Sie daraufhin für eine Antwort geben, wenn Sie der Treiber, der Voranbringer dieser Digitalisierung sind. Und ich denke, das fängt schon damit an, dass in Deutschland das Thema, der Begriff Industrie 4.0 schon falsch, anders, überall anders interpretiert wird, anders verstanden wird. Und ich denke, da wäre eine ganz aktive Industriepolitik schon, auch so wie es Israel uns auch vorlebt oder die anderen Länder, die ich erwähnt habe, wäre da schon entscheidend, auch dort einzusteigen. Also ich habe vorhin schon mal 2 Themen genannt. Also Blockchain und AI, das wären die Themen, wo ich sage, da muss man als Staat richtig investieren. Und die Frage ist, was können wir da für ein Zielbild vorgeben? Also das Beispiel dessen, dass so viele AI-Startups halt in den USA sind, auch in China liest man ja extrem starke Investments, bei uns gar nicht. Vielleicht muss man es auch von daher definieren, sagen, wir wollen halt eben in den nächsten 24 Monaten 100 AI-Startups mit einem Mindestvolumen erreichen. Und dann muss man sich über die Maßnahmen unterhalten, die dafür geeignet sind. Und ich glaube, dass wir auch Dinge machen müssen, wo wir stark sind. Und die sitzen ja hier. Ich glaube, wir haben die einzigartige Chance, Prozess Intelligenz und Wissen, die wir im Handwerk haben, die wir im Mittelstand haben, die wir in der Produktion haben, eben mit der Digitalisierung zu verknüpfen. Das haben andere Länder so nicht. Und dieses umzusetzen, ich glaube, darin liegt der Schlüssel. Und deshalb brauchen wir auch, die Ausbildung ist angesprochen worden, deshalb müssen wir die duale Ausbildung da auch anpassen, aber auch erhalten. Ja? Also wir haben jetzt die Situation, 2009 gab es erstmalig mehr Studenten als Auszubildende. Das will ich überhaupt nicht irgendwie jetzt werten. Ja? Also kann sich jeder selber an die eigene Krawatte oder Kragen fassen, was er macht. Aber wir sind jetzt bei 60%. Wir gehen davon aus, es geht auf 75% hoch und es werden immer weniger. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Prozessintelligenz und das Prozesswissen nicht verlieren. Und das sehen wir ja auch, wie wichtig das ist. Die Chinesen, die sich jetzt hier einbringen, die haben ja festgestellt, dass mit nur Kopieren funktioniert es nicht, weder legal noch illegal, sondern da fehlt noch was. Und deshalb gehen sie jetzt ja in die Unternehmen, um diesen Prozess auch zu erlernen und dann Innovationen zu machen. Das dauert 5-10 Jahre, würde ich mal sagen. Und diese Chance, da haben wir einen Wettbewerbsvorsprung vor den meisten Ländern der Welt. Und das, glaube ich... Hier gibt es noch eine Frage. Ja, Patricia Solaro für die deutsche Elektroindustrie.
Wir haben jetzt 3 Stunden diskutiert. Ein Thema ist noch nicht so stark intensiviert worden, das Thema Cybersecurity. Und da ist meine Frage an Frau Eckstein. In welcher Form setzen Sie dieses Thema Cybersecurity auch als Enabler ein? In einer aktuellen Studie der Elektroindustrie haben wir herausgefunden, dass gerade das Thema Cybersecurity im Mittelstand ein besonderes Hemmnis darstellt. Ja, danke für die konkrete Frage. Die Lösungen, die wir anbieten, wir arbeiten dort über Open-Plattform-Lösungen, also offene Plattformen. Die Komponenten, die wir anbieten, die ja kommunikationsfähig sind, die sagen, wir sind ja cyber-secure, sind sicher. Aber das Thema, was Sie ansprechen, Datensicherheit, ist natürlich das große Thema. Und ich würde sagen, man kann dort keine absolute Sicherheit bekommen. Das, was wir anbieten, sagen wir, ist so sicher, wie es nur geht. Wir arbeiten in lokalen Clouds, wir arbeiten in der Cloud und schirmen uns dort über Firewalls ab. Aber es wird nicht immer die absolute Sicherheit geben. Das ist klar. Ist das für Ihre Mitarbeiter ein Thema? Es ist für unsere Mitarbeiter ein Thema. Wir schulen sehr stark dahinter. Wir stellen sicher, dass wir immer die abgedatesten, die neuesten Virenscanner haben, die Virensysteme haben und investieren auch da sehr viel in unsere Belegschaft. Also ein extra Punkt, ja, der eben auch bezahlt werden muss, in den man investieren muss, klar. Herr Leinbach, haben Sie da noch eine Idee, wie man damit umgehen sollte, was in Richtung Cybersecurity für mittelständische Unternehmen? Natürlich. Also wir verarbeiten viele Daten bei uns schon auf dem Gerät selber im Feld, sodass sensible Daten gar nicht erst sozusagen die Anlage verlassen und in die Cloud gespult werden. Vor allen Dingen, wenn Sie datenrelevante Signale haben, zum Beispiel Akustiksensoren, die vielleicht auch gewisse Geräusche aufnehmen oder gewisse, sagen wir mal, Gespräche vielleicht auch mitschneiden, was sie nicht dürfen, die werden so vorverarbeitet, dass sie gar nicht erst in die Cloud gespult werden, dass man auch immer weiß, wo befinden sich die Daten. Und unseren Kunden ist häufig wichtig, dass das auf eigenen Servern läuft und nicht irgendwo bei Microsoft oder Amazon. Und wir bieten das eben auch an, dass wir innerhalb der eigenen Infrastruktur des Kunden eine sichere Datenablage anbieten. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen, wenn Sie kurz zu dem Mikrofon gehen würden? Geht das so? Das geht auch so, wenn Sie es wieder zurück tun. Ich bin chilenische Journalistin und es ist eine ganz kurze, kleine Frage. Inwieweit meinen Sie, dass es vielleicht die gewaltige Entwicklung in den USA letztendlich wegen der Visionen eigentlich so geworden ist? Und die Amerikaner sind deshalb auch besser dran, auch mit dieser ganzen Digitalisierung. Und der Wahlkampf von Amerika ist der beste Beweis dafür, wie eigentlich so fortschrittlich sind, was in Deutschland eigentlich nicht so weit ist. Mhm. Wer möchte dazu was sagen? Herr Leinbrück. Also ich glaube, ein Stück weit haben Sie recht. Ich glaube, der Erfolg der amerikanischen Unternehmer beruht viel auf Visionen, viel auf, auch wenn Sie vielleicht sagen, Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das teile ich nicht ganz. Die Amerikaner sind tendenziell gut darin, Marketing zu machen, vielleicht auch mit einer halbfertigen Lösung, wie wir vorhin auch schon gehört haben, das an den Kunden zu verkaufen und dann iterativ weiterzuentwickeln. Ich habe das auch bei mir im Forschungshintergrund gesehen, bei der Gründungsberatung. Wir sind gut als Ingenieure, als Tüftler, als Bastler, aber Marketing ist nicht ganz so das, wo wir stark drin sind. Ich glaube, da müssten wir einfach noch ein bisschen besser werden. Mein Mitgründer hat vor einigen Monaten gesagt, jetzt verstehe ich auch endlich, weil wir am Anfang vor 2 Jahren in unseren Businessplan reingeschrieben hatten, wir müssen bekannter werden, wir müssen Marketing machen. Jetzt verstehe ich auch endlich, was damit gemeint ist, bekannter zu werden. Ja. Und ich glaube, das ist der normale Prozess. Immerhin sitzen Sie ja schon hier jetzt. Ja, genau. Also ich bin auch sehr dankbar, diese Gelegenheit hier zu erhalten und auch mein Unternehmen ein bisschen zu vertreten und zu sagen, okay, wir werden bekannter, wir machen Marketing, wir haben eine Vision, aber wir haben auch gute Produkte und eine gute Technologie. Und das zusammen, glaube ich, gibt dann auch den Erfolg. Also stimme ich zu. Ich glaube aber auch, ein großer Punkt in Amerika, ein großer Unterschied ist unsere Lern- und Fehlerkultur. Man sagt ja so schön, fail early, learn fast oder umgekehrt. Und in Amerika, wenn man scheitert, wenn man mal eine Firma in den Sand setzt, dann ist das nicht negativ, dann ist das eher ein Lernprozess. Und ich denke, die Digitalisierung lernt daraus, dass man ausprobiert, dass man sich nach vorne tastet. Und wenn es schiefgegangen ist, geht man einfach einen anderen Weg. Und da haben wir Deutschen eine andere Kultur. Wir sind dann immer negativ angesehen. Oh Gott,
Insolvenz, das ist ja ein Unwort eigentlich, und in Amerika eben genau das Gegenteil. Und ich denke, das ist was wir auch lernen müssen, dass Fehler machen in Ordnung ist, Fehler okay ist und dass man auch wirklich ausprobieren muss, Stückchen für Stückchen vorangehen muss. Mhm. Herr Eigenstädter, Sie wollten dazu auch noch gerne was sagen. Ja, ich würde auch gerne noch was sagen. Ja, machen Sie mal. Mein Mikro? Ah, ja. Also ich habe noch nie geschäftlich mit Amerika zu tun gehabt, aber privat gerne und viel. Ja. Und was mir sehr stark auffällt und was jetzt vielleicht nicht so ein Allgemeinplatz ist, aber es ist so die Maverick-Kultur. Also dieses Maverick ist ja ein Tier ohne Brandzeichen, was mit der Herde läuft, aber nicht dazugehört, was irgendwie raussticht. Jetzt gucken Sie sich mal um hier. Ja, wenn Sie jetzt hier gucken, also ich hasse es, bei diesem Wetter Schuhe anzuhaben. Ja, können Sie mir wirklich glauben. Ich habe mir heute Morgen welche angezogen, sogar ein paar Budapester, weil ich ganz genau weiß, mich wird hier, also die Leute würden denken, oh Gott, was ist das für ein Affe? Ja, wie kommt der hier da mit Latschen an und so? Ich sehe nur einen, der es sich getraut hat. Ja. Aber ich glaube, das lag... Ja, also, das hatte gesundheitliche Gründe, glaube ich, in gut, dem Fall. Aber es passt ins Klischee. Ich weiß nicht, ob es ins Klischee passt. Aber immerhin sind es gute deutsche Birkenstocks. Ich glaube, dass das wirklich auch in Amerika eine Sache ist, dass man den Abweichler erstmal anders, also dass der Konformitätsdruck im Allgemeinen nicht so groß ist wie hier. Okay, ja. Diversity. Diversity. Ja gut, genau. Das ist ja fast schon pejorativ geworden. Jetzt haben wir ja gesprochen über das, was schon erreicht ist, und wir sollten ja vielleicht, haben gesagt, wir können auch durchaus selbstbewusst sein in Deutschland und vieles läuft auch gut. Jetzt sind wir aber nun in dieser letzten Sitzungswoche und Herr Jatzombe, Sie haben es ja auch schon angesprochen, Sie nehmen sich ja auch was vor für die nächste Zeit. Ist Digitalisierung, ist es eigentlich ein Wahlkampfthema? Funktioniert das? Oh ja, davon bin ich überzeugt. Digitalisierung hat eine Menge Wahlen gerade entschieden, vom Brexit über die US-Wahl und ich weiß nicht was noch. Und ich glaube, man wäre dumm, wenn man es nicht nutzen würde. Wir haben in der Wahl in Nordrhein-Westfalen eine ausgeklügelte Social-Media-Strategie gemacht mit 700 Motiven für sehr, sehr individuell konfigurierte Zielgruppen. Und deshalb ist alleine das schon mal ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich denkt man auch darüber nach, was habe ich für Inhalte für mein Wahlprogramm und denkt nicht immer von dem Inhalt zum Wähler, sondern mal von der Frage, wo sind Plattformen, wo ich vielleicht Zielgruppen finde und was kann ich eigentlich für die bauen. Das ist kein neues Denken, aber ich habe jetzt natürlich neue Zielgruppen, die ich online aggregieren kann, die ich vielleicht früher nie erreicht habe. Aber die Frage ist der Inhalt, also die Tatsache, dass sich unsere Gesellschaft eben wandelt, ist das ein wichtiges Thema oder geht es dann letztendlich doch um Arbeitsplätze, um Renten und um Bildung und diese Dinge? Ja, ich glaube, in Deutschland sind wir jetzt in der Segen und Fluch ist, dass bei uns halt ziemlich gut läuft. Ja, wir haben einen unglaublichen Boom, jedes Jahr, glaube ich, 300.000 netto neue Arbeitsplätze, die entstehen. Und deshalb sagen zwar alle, sie haben theoretisch Angst, aber die Frage dessen, irgendwie verliere ich meinen Job, entstehen die neuen Jobs, wird momentan, insgesamt sind diese wirtschaftspolitischen Themen leider, muss ich sagen, wird Joachim Pfeiffer ähnlich sehen, leider nicht so hoch gehängt, sondern eher die Verteilungsfragen, weil es bei uns halt gut läuft. Und das ist auch gleichzeitig das Problem der Industrie. Wenn der Dieselmotor auf dem absoluten Peak ever ist, fängt VW an, sich nicht zu disrupten, obwohl andererseits ja schon irgendwie, aber jedenfalls nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Und genauso ist es auch im Staat, weil wir halt irgendwie so komplizierte Administrationen haben, diesen Personalausweis, und dann hatten wir die Flüchtlingskrise und auf einmal ging das, was sonst nie geht. Man hat 8 Datenbanken zusammengeschraubt, einen komplett aus einem Guss neue Flüchtlings-ID gemacht. Und dann sagen jetzt alle Innenpolitiker, das Ding ist so cool, das hätten wir eigentlich gerne jetzt auch für alle Deutschen, aber das geht nicht, weil da hatten wir jetzt halt noch keine Disruption. Und die müsste jetzt nochmal erstmal irgendwie kommen. Herr Pfeiffer, wie kann man denn die Disruption ein bisschen gestalten, damit wir da ein bisschen schneller vorangehen und die Wirtschaft besser unterstützen? Ja, die können wir nicht im Deutschen Bundestag beschließen, fürchte ich. Ja. Also insofern ist die Wahrheit immer konkret. Also ich glaube in der Tat, wir müssen das an konkreten Anwendungen, haben wir vorher drüber gesprochen, und wir müssen gerade an dieser Datenfrage das wirklich auch breit diskutieren und dann auch ändern. Also dieses Beispiel ist wirklich, was Thomas Jatzombe gerade angesprochen hat, nur weil es mit den Flüchtlingen, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, man die alle 5-mal erfasst hat und es überhaupt nicht gepasst hat, war die Bereitschaft da, jetzt dieses zu ändern. Und leider ist es offensichtlich so, das scheint mir human immanent zu sein, auch im digitalen Zeitalter, dass der Mensch erst bereit ist, dann die notwendigen auf Druck
die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Nehmen Sie die Agenda 2010, da haben wir 15 Jahre darüber diskutiert, alle wussten, was wir machen, letztlich haben wir es nicht gemacht. Und erst als der Druck so groß war, waren wir bereit, es zu machen. Ich wünsche unseren französischen Freunden, dass das jetzt genau dort auch passiert, wie das bei uns war. Und uns wünsche ich, dass wir eigentlich jetzt eine Agenda 2030 machen und jetzt schon versuchen, die Dinge umzusetzen, die notwendig sind und zumindest in die richtige Richtung zu entwickeln, sodass eben dann das nicht erst dann wieder erfolgt, wenn wir mehr Arbeitslose haben, weniger Wirtschaftswachstum oder anderes mehr. Das ist eigentlich das schade, dass wir da oftmals nicht die Kraft haben, im Aufschwung sozusagen die Dinge vorzunehmen. Wir versuchen das, aber da dringen wir gerade politisch in der Koalition, die wir jetzt haben, nicht so richtig durch. Das ist Verteilen angesagt, aber da, wir brauchen eigentlich... Mit wem wäre es denn einfacher? Also ich muss eigentlich sagen, wir brauchen eigentlich gar niemand anderes. Ach so, okay. Ich nochmal klarstellen, ja. Wir haben auch in der Union die gesamte Bandbreite. Aber also, die CSU nehmen Sie schon noch mit. Das selbstverständlich, ja. Die haben wir gerne dabei. Aber wir haben am Arbeitsmarkt, bei der Digitalisierung, wir haben auch in der Union alle. Insofern können wir es auch gerne selber machen. Und die Vielfalt bleibt dann auch erhalten und es bliebe auch dann spannend. Insofern. Okay. Wir erwarten ja gleich die Bundeskanzlerin. Da wollen wir noch die Zeit noch kurz nutzen, Herr Leimbrück. Wenn wir jetzt vorstellen, wir sitzen in 4 Jahren hier wieder und dann... hätte die CDU wieder die Kanzlerin gestellt und hätte was umgesetzt. Was wäre dann besser als heute? Also was dann besser wäre, weiß ich nicht. Oder ich weiß nur, was ich mir wünschen würde. Ja. Was uns als junges, kleines Unternehmen halt schon belastet, sind die ganzen regulatorischen Auflagen, Steuern. Wir müssen Umsatzsteuervoranmeldungen machen und wenn wir die dann gezahlt haben, ist auch schon die Vorauszahlung wieder fällig. Warum kann man nicht ein Startup zum Beispiel, ein junges Unternehmen, muss man noch nicht mal ich als junger Gründer sein, vielleicht auch ältere, die ein Startup gründen wollen, nicht für 3 Jahre von den Steuern erstmal befreien und gucken, läuft das erst? Und anschließend hat man dann Arbeitsplätze geschaffen und das Unternehmen läuft und dann kann man immer noch besteuern. Gerade jetzt, wo wir, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie der Überschuss gerade ist, 30 Milliarden, die paar Millionchen, die man vielleicht aus den jungen Unternehmen rausquetscht, kann man doch vielleicht mal in Anführungszeichen investieren und sagen, nee, wir stellen die jungen Unternehmen frei. Dann hat man auch vielleicht neue Unternehmer, die sagen, hey, super, ich gründe jetzt mal eine Firma, probiere was aus, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht gleich die Hälfte oder ein Drittel meines Gewinns an den Start abdrücken, sondern ich kann erst mal arbeiten. Also die Kultur des Scheiterns. Das ist die Frage, ob man die Kultur des Scheiterns sozusagen steuerlich fördert. Möchte da jemand noch von Ihnen was zu sagen? Ja, also wir zwei wollen das sicher gerne. Und jetzt ist ja die Bundeskanzlerin eingetroffen, die könnte dieses auch gleich zusagen, das Wahlprogramm sozusagen. Nein, also ich glaube in der Tat, es ist sicher hilfreich, wenn man versucht, Gründer, dass die, sag ich mal, mit den bürokratischen Fragen vielleicht nicht so. Da gibt es ja alle möglichen Tax-Holidays oder auch andere Förderungsmöglichkeiten. Steuerliche Forschungsförderung steht übrigens auch auf der Agenda beispielsweise. Wir müssen natürlich schon auch schauen, dass wir Dinge so machen, dass sie ins Gesamtsystem passen. Und wir hatten auch bei der Agenda 2010, haben wir ja kurz vorher drüber gesprochen, da gab es ja auch mal so eine Geschichte, dass Gründungen entsprechend dann, glaube ich, 25.000 Euro waren es, die man da bekommen. Das hat sich nicht so alles bewährt. Insofern muss man sagen, mit der Volksbeglückung und der Umverteilung allein durch den Staat ist, glaube ich, nicht das Richtige, sondern wir wollen schon auch, dass eben aus Innovationen und so Anreize da sind, auch im Arbeitsmarkt. Wir haben darüber gesprochen, dass der Unternehmer sich seinem unternehmerischen Tun zuwenden kann und seine Innovationen entwickelt. Und wenn er gutes Geld verdient, dann soll er auch Steuer zahlen. Das ist auch in Ordnung. Und das soll dann aber so sein, dass das Arbeiten immer noch Spaß macht in Deutschland. Und das wollen wir auch weiterhin versuchen. Herr Zornberg noch? Einen konkreten Punkt würde ich schon nennen. Wir haben die Blockchain vorhin angesprochen und in Nordrhein-Westfalen haben wir im Koalitionsvertrag in den nächsten 5 Jahren ein Verfahren Blockchain in der öffentlichen Verwaltung und das könnte ich mir im Bund auch gut vorstellen. Die Umsatzsteuer könnte das sein, da braucht man keine Voranmeldung, keine Nachzahlung mehr machen, alles in Echtzeit, würde Technologie hier gewinnen und für die Unternehmen wäre es eine bürokratische Entlastung. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielleicht ganz kurz, weil Sie beide noch ganz kurz zum Schluss, gibt es was Sie sich jetzt konkret für die nächste Legislaturperiode wünschen würden?
Was? Ich denke, ich habe meine Punkte gut platziert. Industriepolitik, Bildung und Arbeitszeit, das passt. Wäre schon was, ne? Herr Eigenstädte? Nee. Sie sind auch glücklich und zufrieden, wunderbar. Da haben wir wunderbar den zufriedenen Tischler, der voll in Digitalisierung 4.0 arbeitet. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Diskussion und für alle Ideen, die Sie auch für die Politik geliefert haben. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hören, was die Bundeskanzlerin zu dem Thema sagt. Ich darf Ihnen sagen, Frau Dr. Merkel, wir haben durchaus positive Stimmen gehört und gerade hier, Ihr Sitznachbar von Bechtolsheim hat ganz klar gesagt, wir müssen uns nicht verstecken und es läuft vieles gut in Deutschland und das haben wir sowohl bei den großen als auch bei den kleinen Unternehmen gesehen. Also Industrie 4.0 ist angekommen in Deutschland und wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen. Begrüßen Sie mit mir bitte die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel. Bitte schön. Ja, lieber Michael Fuchs, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste dieses Kongresses, wenn ich zum Schluss hier auftauche, dann ist ja meistens schon alles gesagt und dann auch noch von Fachkundigeren, als ich es sein kann. Also ist meine Anwesenheit im Wesentlichen so zu verstehen, dass ich dadurch auch zeige, dass ich finde, dass das Chefsache ist, dass das eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, die gesamte Frage, wie wir mit der Digitalisierung umgehen, für den Wohlstand von morgen und dass wir uns dem als Bundesregierung und natürlich diese tragenden Fraktionen auch und in diesem Fall die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wirklich als großes Schwerpunktthema in dieser Legislaturperiode vorgenommen haben und das wird auch die nächste Legislaturperiode natürlich bestimmen. Seit Jahren ist nun das Kürzel 4.0 mit dem Begriff Industrie verbunden. Aber ich finde es sehr gut, lieber Michael Fuchs, dass dieser Kongress darauf ausgerichtet ist, Deutschland 4.0 in den Mittelpunkt zu stellen. Und das sagt nichts anderes, als dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche durchdringen wird, in allen Lebensbereichen Veränderungen vornehmen wird, die man im Rahmen eines solchen Kongresses natürlich alleine auch noch gar nicht diskutieren kann. Es gibt eine Vielzahl gesellschaftlicher Veränderungen in unserem gesamten Kommunikationsverhalten. Man muss sich nur mal Menschen um einen Esstisch herum anschauen, die gucken auch auf den Teller, sprechen ab und zu auch mit dem, der neben ihnen sitzt, aber vieles geschieht dann auch noch mit Dritten, die nicht am Tisch sitzen und das ist nur eine kleine Facette dessen, was sich da abspielt. Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir die Plattform Industrie 4.0 ins Leben gerufen haben, das war auf der Hannover Messe 2015, da war Indien unser Partnerland und die haben damals schon von der Digital Agenda India gesprochen und haben damals schon die digitale Transformation auch in Indien vorangetrieben. Und wir haben, glaube ich, an vielen Stellen in den letzten Jahren auch aufgeholt. Wir haben dazu einen Arbeitsprozess installiert, der permanent arbeitet. Das sind die sogenannten IT-Gipfel oder inzwischen Digital-Gipfel, die wir jedes Jahr durchführen. Und wo in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen mit der Wirtschaft die anstehenden Probleme auch bearbeitet, identifiziert, bearbeitet und dann gelöst werden. Das ist im Übrigen eine Form der Kooperation, die wir aus dem klassischen Miteinander von Verbänden und Politik nicht so kennen. Normalerweise gehen wir zu großen Kongressen, dort wird der Politik gesagt, was man erwartet und wir sagen der Wirtschaft, was wir von ihr erwarten. Aber hier, ich darf das Wort Neuland ja nicht mehr verwenden, aber hier dringen wir sozusagen in Unbekanntes vor und entwickeln gemeinsam Lösungen. Und jeder ist darauf angewiesen, dass der andere mitzieht, weil auf der einen Seite Leitplanken gebraucht werden, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht alles verbarrikadiert werden darf. Diesmal bei diesem Digitalgipfel haben wir das Thema E-Health, also Gesundheit und Digitalisierung im Blick gehabt als Schwerpunkt und der Gesundheitsminister verspricht mir und sagt mir immer wieder, dass wir jetzt den Durchbruch mit der Gesundheitskarte erleben, also werde ich nicht mehr darüber sprechen, wie lange es gedauert hat, aber ich glaube, dass sich in der Medizin schon sehr, sehr viel verändert hat, im Krankenhausbereich natürlich. Die Chancen sind hier ganz ersichtlich mit der Telemedizin für die Versorgung ländlicher Räume. Und natürlich wird die
Behandlung, die medizinische Behandlung auch sehr viel präziser werden, weil natürlich der Zugriff zu Datenmaterial sehr viel schneller da ist, die Konsultation von Spezialisten sehr viel einfacher möglich sein wird. Und natürlich sind auch die Operationstechniken inzwischen hochgradig mit der Digitalisierung verbunden. Wenn man sich die ganzen endoskopischen Eingriffe anschaut, da wird auch das Thema künstliche Intelligenz eine Riesenrolle spielen, also eine große, große Dynamik in diesem Bereich. Wir müssen uns als erstes natürlich mit der digitalen Infrastruktur befassen, denn wo die nicht ist, kann alles das, was an Chancen im Bereich der Digitalisierung da ist, nicht vorankommen. Wir haben da wichtige Punkte gesetzt. Wir sind in manchen Statistiken nicht besonders gut, weil unsere Verkabelung mit Glasfaserkabel vergleichsweise gering ist. Dennoch werden wir unser Ziel, jeden Haushalt in Deutschland mit 50 Megabit pro Sekunde im nächsten Jahr angeschlossen zu haben, erreichen. Wir haben jetzt gezielte Ausbauprogramme bei Breitband in den ländlichen Räumen, da wo wir davon ausgehen, dass es nicht wirtschaftlich ist, diese Gebiete zu erschließen. Denn wir haben immerhin den grundgesetzlichen Auftrag der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und den muss man an der Stelle auch ernst nehmen. Und wir werden zwischen 2018 und 2023 bis 2025, sage ich mal, die Verfügbarkeit von Gigabit Breitband überall gewährleisten müssen. Wenn man das sich von heute aus betrachtet anschaut, ist das noch eine riesige Aufgabe. Und es geht ja nicht, auch nicht nur um die Wohnungen, sondern es geht um die Gewerbegebiete. Da hat der Infrastrukturminister Alexander Dobrindt jetzt auch Zusagen gemacht. Es wird in der nächsten Legislaturperiode um den Anschluss von Schulen gehen, denn hier wurde schon das Stichwort Bildung genannt. Ich will das auch gleich nochmal aufnehmen. Und es wird natürlich dann auch um die Infrastruktur, entlang der Infrastruktur, die Verfügbarkeit von großen Bandbreiten gehen, wenn wir an Anwendungen denken, wie zum Beispiel das autonome Fahren. 4 Milliarden Euro, also im Augenblick dafür zur Verfügung gestellt. Dieses Geld fließt gut ab. Es mussten schon neue Verpflichtungsermächtigungen gegeben werden. Und es gibt eine hohe hohe Bereitschaft auch der Verantwortlichen vor Ort, in den Kommunen, in den Kreisen, sich dieses Themas anzunehmen, weil alle spüren, das ist ein Standortfaktor, der über vieles entscheiden wird. Alexander Dobrindt hat als Minister die Netzallianz Digitales Deutschland gegründet. Und wir werden jetzt die Zukunftsoffensive Gigabit Deutschland auf den Weg bringen, so wie ich das schon gesagt habe. Und dabei spielt natürlich der technische Standard 5G eine entscheidende Rolle, was uns dann automatisch auch zum digitalen Binnenmarkt in Europa führt. Denn hier wird es auch darum gehen, wirklich grenzüberschreitend digitale Bandbreiten zur Verfügung zu haben und nicht an jedem Grenzübergang dann Schiffbruch zu erleiden, wenn man zum Beispiel im autonomen Fahren vorankommen wird. Die Netzallianz sieht für den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2023 100 Milliarden Euro an Investitionen vor. Und wir müssen jetzt schauen, dass unsere Planungskapazitäten und dass unsere Baukapazitäten nicht völlig überhitzt werden, weil das natürlich Preissteigerungen mit sich bringt, die wir nicht gebrauchen können. Und insofern ist die Frage der Planungsnotwendigkeiten und die Frage der Planungskapazitäten, glaube ich, heute in vielen Bereichen der Investitionen schon eine sehr entscheidende. Wenn wir jetzt sagen, wozu brauchen wir diese 5G, wofür brauchen wir den 5G-Standard, wofür brauchen wir die Gigabit-Verfügbarkeit, dann ist das klar, wir brauchen Echtzeitverfügbarkeit. Es werden sich nicht nur die Menschen vernetzen, das ist ja heute schon einigermaßen geschehen, sondern alle Dinge werden sich auch miteinander vernetzen, deshalb sprechen wir vom Internet der Dinge. Die wollen miteinander kommunizieren und das zum Teil, wenn es um Produktion geht, wenn es um Logistik geht, natürlich auch in möglichst Echtzeit und beim autonomen Fahren allemal. Wir gehen jetzt eigentlich schon in die nächste Stufe hinein. Industrie 4.0 ist das eine, die digitale Fertigung, die digitale Entwicklung. Die nächste Stufe befasst sich sehr viel stärker damit, was kann durch Robotik ersetzt werden oder in Kooperation mit den Menschen zusammengemacht werden und wie weit können Roboter dann auch intelligent werden. Also das Thema künstliche Intelligenz dürfte die nächste Zeit prägen. Sie alle kennen ja aus den
Konsumentenanwendungen bereits die Frage, muss ich dann irgendwann noch schreiben oder kann eigentlich schon erkannt werden, wenn ich denke, was ich will? Und naja, das ist nicht so, da gibt es ganz interessante Dinge. Konzentriertes Denken kann heute schon zu Reaktionen von digitalen Entities, sage ich jetzt mal, werden. Die kriegen dann ja manchmal Menschennamen und reagieren auch darauf, aber da spielt sich sehr vieles ab und insofern automatische Übersetzungsprogramme, aber eben auch logische Aneinanderreihung von bestimmten Befehlen und dann auch die Fähigkeit zu lernen, aus Fehlern zu lernen. Das alles sind Dinge, die nicht nur beim Schachautomaten inzwischen eine Rolle spielen, sondern die weit darüber hinausgehen. Für uns ist, wenn wir uns anschauen, dass über 20% unserer Wertschöpfung im industriellen Bereich stattfinden, natürlich von entscheidender Bedeutung, ob wir diese Entwicklung führend im Bereich der industriellen, der realwirtschaftlichen Wertschöpfung integriert bekommen. Deshalb ja auch diese Kraftanstrengung Industrie 4.0. Und da, das, manche kennen das von mir schon, aber da ist mein Mantra: innerhalb des Unternehmens wichtig, Entwicklungswege wichtig, aber die entscheidende Schnittstelle wird die zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten, also dem Kunden sein. B2C, wie man, oder C2B. Und da kommen natürlich die sozusagen Innovationsführer aus dem Konsumentenbereich, treffen auf die Innovationsführer im Produktionsbereich. Und alle deutschen Unternehmen müssen verstehen, dass sich ihre Beziehungen zum Kunden völlig verändern werden. Wer über den Kunden und seine Wünsche alles weiß, ist in der Lage, Angebote dann einzuholen von irgendwo, die uns auch zu einer verlängerten Werkbank machen können. Und die verlängerte Werkbank kennt viel weniger Wertschöpfungserträge als derjenige, der die gesamte Kette im Griff hat. Und das bedeutet, ich muss meine Kunden kennen. Ich muss mit dem Verbraucherverhalten meiner Kunden etwas machen. Und ich muss meinen Kunden spannende, gute Angebote machen. Und die spannenden, guten Angebote werden nicht sein, ich habe einen tollen Autotyp und ich habe ein tolles Eisenbahngefährt, sondern die werden sagen, ich möchte von A nach B und wer hat die Plattform, die mir den Weg eröffnet, effizient, gut von A nach B zu kommen und dabei meine Sonderwünsche zu berücksichtigen, dass ich ein Stück auf der Autobahn vielleicht mit dem Auto fahren will und ein Stück mit dem Fahrrad, aber sozusagen alles an Möglichkeiten der Mobilität mit anzubieten. Ich vermute, dass es bestimmte Plattformen geben wird, die wollen gleichzeitig mit der Mobilität auch noch Geschenke für die zu besuchenden Verwandten mit ausgeben und wollen dann gleichzeitig noch mein Konto mitverwalten. Das heißt also multiverwendbare Plattformen. Und ist die deutsche Wirtschaft bereit, aus der Perspektive des Kunden zu denken, diese Plattformen zu schaffen? Und sich so miteinander zu vernetzen, dass man diese inklusiven Angebote machen kann? Und ist unser, das ist eine Frage, auf die ich erst vor sehr kurzer Zeit gekommen bin, ist unser Kartellrecht eigentlich darauf eingestellt, dass wir das dürfen? Und ich glaube, das wird eine der drängenden Fragen sein, denn das sind alles Absprachen, die eigentlich im klassischen Denken des deutschen Kartellrechts also rechtswidrig sind. Und wir haben, es lohnt sich mal für die Wirtschaftspolitiker vielleicht auch eine Anregung in der jetzt kommenden parlamentsfreien Zeit, wo ja sonst nichts zu tun ist, mal zu gucken, was für Fälle das Kartellamt inzwischen hat, wo solche Absprachen zum Teil getroffen werden. Ich fürchte, wir müssen, oder ich glaube, wir müssen da neu denken. Also für die deutsche Wirtschaft, Maschinenbau, Automobil, Chemieindustrie, jetzt mal drei Schlagworte, steht sehr viel auf dem Spiel. Und gerade beim Automobil haben wir ja die Situation, dass wir im Grunde drei Revolutionen auf einmal haben, die auch miteinander verwoben sind. Das eine ist das autonome Fahren, das der Digitalisierung bedarf. In dem Moment, wo das autonome Fahren relevanter wird, wird zumindest im Großstadtverkehr die Frage des Besitzes eines Autos eine neue Qualität bekommen und auch die Frage des Antriebsmotors. Weil natürlich die Frage, komme ich als Erster von der Kreuzung weg und ist die Beschleunigung besonders schnell, nicht mehr ganz so relevant ist, wenn autonomes Fahren stattfindet und man eigentlich als Optimierungsgröße die Frage hat, wie komme ich am schnellsten von A nach B und am sichersten und nicht die Frage hat, wer kommt am schnellsten über Kreuzung 1, 2 oder 3. Das heißt, die ganzen Prämissen werden sich vollkommen ändern.
Und in dem Zusammenhang müssen wir dann eben auch diese drei Revolutionen gut miteinander verknüpfen und wir müssen vor allen Dingen auch als Bevölkerung natürlich neugierig auf diese Revolutionen sein. Auch das ein Punkt, wer sozusagen in der Sättigungskurve sehr guter Produkte lebt, bei dem ist immer die Gefahr, dass er nicht neugierig ist auf Qualitätssprünge. Und deshalb müssen wir sehr genau beobachten, was woanders passiert und wie wir das dann auch wirklich hinbekommen. Und wir müssen natürlich für all diese Innovationen ein Umfeld schaffen, das nicht nur dem klassischen Mittelstand ein gutes Produktionsumfeld gibt, sondern auch den Start-ups, die mit einer ganz anderen Philosophie oft an die Dinge herangehen. Wir haben in dieser Legislaturperiode in harten Kämpfen eine ganze Menge erreicht. Die Verlustabschreibung, ein Thema, wo man es nicht fassen kann, wie viele Menschen, wie viele Stunden damit verbracht haben, bis da eine Abgrenzung zum klassischen, realen, mittelständischen Unternehmen gefunden wurde im Falle eines Mergers. Aber ich glaube, wir haben damit jetzt Signale gesetzt, die die Start-up-Qualität auch voranbringen. Und Sie haben ja eben auch über die Kultur des Scheiterns gesprochen. Ich weiß nicht, Herr Pfeiffer, ob man es nun gleich steuerlich begünstigen muss, das Scheitern. Aber man darf es auf gar keinen Fall kulturell bestrafen, sondern es muss sozusagen Gründerkredite für mehrere Anläufe geben. Man darf nicht mit einmal sein gesamtes Schicksal verwirkt haben. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Wir müssen dann sicherlich auch nochmal strategische Gebiete definieren, damit wir dauerhaft in der Digitalisierung eine Chance haben. Die Europäische Kommission oder die Europäische Union kennt sozusagen strategische Sektoren, in denen wir nicht verpflichtet sind, alle Beihilferegeln einzuhalten, wenn sich mehrere Mitgliedstaaten dafür verpflichten. Das haben wir jetzt zum ersten Mal ausprobiert im Bereich der Mikroelektronik für die Produktion von Chips, weil wir nahezu keine Chipproduktion mehr in Europa hatten, aber immer noch einen hohen Prozentsatz, weit über 50% der Maschinen, die Chips produzieren, in den asiatischen Raum geliefert haben, wo dann die Chips produziert werden mit europäischen Maschinen. Man kann sich aber ausrechnen, dass nach einer Dekade oder Ähnlichem irgendwann diejenigen, die die Chips produzieren, auch die Maschinen dazu produzieren können. Dann wäre also das gesamte Know-how von uns weg gewesen und deshalb haben wir da jetzt eine strategische Investition vorgenommen, zusammen mit den Niederlanden, zusammen mit Frankreich, zusammen mit Kommissionsgeld. Und das hat, wenn Sie nach Dresden gucken, jetzt zu den letzten Investitionen geführt, zum Beispiel von Bosch in Dresden und auch Global Foundries wäre nicht mehr so in Dresden, wenn man das nicht sehr entschieden auch und strategisch vorangebracht hatte. Die Frage, vor der wir stehen, ist, sollen wir das für die Batterie, für die Zellfertigung auch uns angucken und brauchen wir das im Bereich der künstlichen Intelligenz? Ich beantworte die Frage künstliche Intelligenz mit einem klaren Ja, daran müssen wir arbeiten. Bei der Zellförderung bin ich nicht sicher, weil die heimische Automobilindustrie jedenfalls sich nicht entschieden hat, das von uns einzufördern und gegen wirtschaftliche Wünsche irgendwie politisch was aufzuoktroyieren, ist auch eine komische Sache. Deshalb brauchen wir da schon Signale aus der Wirtschaft, um in dem Bereich dann auch wirklich voranzukommen. Ich habe das Thema Bildung erst schon kurz gestreift. Da ist natürlich sehr, sehr viel zu tun. Einmal in der Bildung derer, die heute jung sind, in die Schule gehen. Ich habe neulich die Gruppe der Preisträger von Jugendforsch bei mir gehabt. Die Frage, wer zufrieden ist mit der Digitalausstattung in der eigenen Schule, wird von 2% mit Ja beantwortet. Aber 98% der Anwesenden sagen Nein. Und da muss etwas passieren. Und das, was vielleicht das Komplizierteste ist, dass wir die Weiterbildung der Lehrer schnell voranbringen, auch die Weiterbildung der Berufsschullehrer. Denn wie soll man digitalen Unterricht geben? Der Bund kann eine E-Cloud, also eine Lerncloud machen, der Bund kann die Schulen anschließen, die Länder können Tablets verteilen. Das ist alles nicht das Problem. Aber das Problem ist natürlich, dass dann auch bei den Lehrkräften der entsprechende Wille, das entsprechende Selbstbewusstsein und auch die entsprechende Tatkraft da ist, um das wirklich nach vorne zu treiben. Wir werden eine Situation haben, wo Universitäten, Fachhochschulen sich mehr öffnen müssen. Wir brauchen, glaube ich, eine gezieltere Berufsberatung noch. Wir müssen vor allen Dingen auch im dualen Ausbildungsbereich Berufe entwickeln, die dem digitalen Zeitalter entsprechen. Und ich muss sagen, wenn ich sehe, wo der Fachkräftemangel dramatisch werden wird, dann wird das der Bereich IT sein. Und deshalb glaube ich, muss ganz gezielte Werbung für solche Berufe gemacht werden. Denn wir können auch gerade IT-Fragen nicht beliebig auslagern.
Die Sicherheitsinteressen mittelständischer Unternehmen werden dazu führen, dass man im Betrieb Fachkräfte haben muss und nicht irgendwo auf der Welt sich seine IT-Sicherheit oder Ähnliches machen lassen kann. Deshalb liegt da auch ein sehr großer Schwerpunkt. Und dann natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt alles bei der Veränderung der Berufstätigkeit von Menschen? Aus der Perspektive eines Mitarbeiters bei DHL, bei der Deutschen Post, sehen die Segnungen der Bestellmöglichkeiten bei Amazon und sonst wo ein wenig anders aus, weil das Schicksal heißt, dritte Spur parken, drei Treppen rauf, drei Treppen runter, Leute antreffen, Leute nicht antreffen. Und da ist schon ein großer Druck da. Und die Frage, wie können wir Menschen mitnehmen, wird eine sehr, sehr große Aufgabe sein. Und die wird sich dahingehend entscheiden, schaffen wir es, da wo Arbeitsplätze nicht mehr da sein werden, andere Arbeitsplätze in ausreichendem Maße auch in Europa und in Deutschland zu haben. Weil ich glaube, und das sagen eigentlich auch alle Studien des Instituts für Arbeit, IAB, bei der Bundesagentur, im Grundsatz wird die Zahl der Beschäftigten nicht abnehmen. Aber die Art der Beschäftigung wird sich verändern. Und jetzt haben wir zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, wir müssen ein Umfeld schaffen für die neuen Dinge, die sich ergeben. Und das wird vor allen Dingen der Umgang mit großen Datenmengen sein. Und dazu muss sozusagen das Regelwerk geeignet sein, damit das nicht alles ausgelagert wird. Da haben wir nach langen Diskussionen mit der Datenschutzgrundverordnung einen ersten Anlauf gemacht. Wir müssen befürchten, dass es dort eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe gibt, die möglichst nicht alle erst durch Rechtsverfahren geklärt werden. Und deshalb haben wir beim letzten Agenda-Treffen in Ludwigshafen, bei dem digitalen Treffen, mal überlegt, ob man Deutschland für bestimmte Branchen Musteranwendungen dieser Datenschutzgrundverordnung ausarbeiten kann mit den Unternehmen und dies vielleicht deutsch-französisch zusammen machen könnte, wo man dann sozusagen schon mal ein Level Playing Field für Europa definiert hätte, wo vielleicht sich dann auch Gerichte dieser Auslegung ein Stück weit anschließen. Also die eine Sache ist Bereitschaft und Kreativität und Möglichkeiten, aus großen Datenmengen neue Anwendungen zu machen. Und das wird dann auch darüber entscheiden, ob wir die Kundenbeziehung halten. Und das Zweite ist, Menschen, die eben heute vielleicht in der Zerspanungstechnologie arbeiten, fit zu machen für ganz andere Aufgaben in diesem Bereich und dafür die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Das wird auch eine der großen Aufgaben sein, ohne dass wir das zu zentralistisch und zu starr machen. Wenn ich jetzt einfach sage, jeder hat einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, dann muss das nicht unbedingt in die richtige Richtung gehen. Ich habe das im Zuge der Deutschen Einheit alles erlebt. Wir hatten zum Schluss unendlich viele Floristinnen, aber keine Leute, die die Kaufkraft hatten, Blumen zu kaufen. Und so muss das also vernünftig zusammengehen und das wird eine der großen Aufgaben sein, wo Sozialpartnerschaft auch eine Rolle spielen kann. Ich habe dann hier das Stichwort Arbeitszeit gehört. Das ist ein sehr sensibles Stichwort. Wir müssen sehen, wir dürfen natürlich nicht lauter Einzelselbstständige haben, die an keinerlei Arbeitszeiten gebunden sind, sondern wir müssen auch Arbeitszeitregelungen haben, die vernünftig sind im Rahmen dessen, was digitale Wertschöpfung verlangt. Ich persönlich werbe nochmal dafür, das mit den Sozialpartnern zu besprechen und möglichst viel Wert auch darauf zu legen, dass nicht die gesamte Digitalwirtschaft eine Wirtschaft ohne Sozialpartnerschaft ist. Das macht uns das politische Leben relativ schwer. Und so werde ich, wenn die Wahlen so ausgehen, wie ich es mir wünsche oder wir es uns wünschen, sehr schnell das Gespräch auch suchen mit den entsprechenden Wirtschaftsverbänden, um mal zu eruieren, wie breit und bereit man dort ist, auch Formen der Sozialpartnerschaft zu entwickeln, weil wir ansonsten eine schwierige Zeit, glaube ich, vor uns haben. Und wir haben auch keine Zeit, jetzt große Kontroversen auszufechten, sondern wir müssen ja vor allen Dingen vorankommen. Ja, meine Damen und Herren, damit habe ich sozusagen mich doch sehr im Wirtschaftlichen aufgehalten und nicht die gesamten gesellschaftlichen Fragen ausdiskutiert. Alle, die jetzt Wahlkampf machen, wissen, wie lokalisiert inzwischen die Angebote von Facebook und anderen sind, wie man auf die individuellen Wünsche der Wählerinnen und Wähler und damit der Bürgerinnen und Bürger eingehen kann. Und dass uns das als Volksparteien natürlich vor riesige Herausforderungen stellen wird, das ist auch klar. Weil wir natürlich mit so einer Gesamtansprache jeden Mittwochabend Sitzung
bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so und dann wird der gesamte Strauß aller Probleme diskutiert. Damit kommen wir nicht mehr durch. Bei den jungen Menschen, die wollen individuelle Ansprache für die Themen, die sie interessieren und daran müssen wir uns gewöhnen. Und das Zweite ist, wenn der Kunde überall seinen individuellen Wunsch äußern darf, wie bereit ist man dann eigentlich noch Konsens zu finden? Das wird zunehmend schwieriger, dass man sozusagen sagt, ja, und da hat dann vor 2 Jahren der Parteitag das und das beschlossen. Das ist dann oft in weiter Ferne, wenn ich vor eine sehr zeitnahe Entscheidung gestellt werde. Und die dritte Herausforderung für uns in der politischen Arbeit ist, dass wenn einer sagt, passen Sie mal auf, danke für die Nachfrage, aber in 14 Tagen habe ich meine nächste Sitzungswoche, da gehe ich dann mal zu meinen Kollegen und dann diskutieren wir das hier in diesem Raum und dann gebe ich Ihnen Rückmeldung, wie ich zu dieser und jener Frage stehe. Das gibt es auch nicht mehr, also wird schnell geantwortet, das ist alles digital verfügbar, versickert nie und dann gibt es fast keine Möglichkeit mehr aus dem gegebenen Versprechen herauszukommen, weil die Abgeordneten natürlich mit Recht sagen, ich habe das anders gesagt, wie soll ich meinen Wählern erklären, dass ich jetzt meine Meinung geändert habe. Und das wird für die gesamtpolitische Meinungsbildung sind das schon Herausforderungen, aber die müssen wir dann anderweitig noch miteinander besprechen. Ich finde insgesamt darf man dankbar sein, dass man in so einer spannenden Zeit lebt. Aber man muss eben auch seinen Kopf anstrengen und vernünftige Lösungen finden, ausgehend von einem festen Wertefundament, das würde ich nach wie vor sagen, das uns die soziale Marktwirtschaft gegeben hat. Es ist nicht so, dass die Grundwerte, nach denen wir entscheiden, einfach weg sind und alles ganz neu ist. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht den Anspruch haben sollten, dass der Mensch die Richtung bestimmt, in die er gehen will. Aber wir haben da noch sehr viel zu tun, insbesondere auch in der internationalen Abgleichung der Regelung im Level Playing Field. Und insofern danke, dass Sie hier diesen Kongress durchgeführt haben. Schade, dass ich nicht alles hören konnte. Und danke, dass Sie mir zugehört haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Und nur kurz zum Schluss, wir haben ja heute gelernt, dass wir Autofahrer eigentlich nicht mehr brauchen, Schauspieler auch nicht mehr. Aber Politiker aus Fleisch und Blut und Abgeordnete, die werden wir ja noch in nächster Zeit brauchen. Und da in Deutschland ja noch an der künstlichen Intelligenz gearbeitet wird, werden wir weiter eben unsere eigenen Köpfe und unsere eigene Intelligenz bemühen müssen für die Digitalisierung. Und it's not too late, aber go faster, das war auch ein Satz, den wir uns merken müssen. Also ein bisschen schneller, ein bisschen flotter, damit wir diesen Prozess voranbringen können. Und wie der Kollege Pfeiffer ja schon sagte, Digitalisierung beginnt im Kopf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gespräche noch weiter, einen guten Tag hier noch hier im Bundestag. Es ist die letzte Sitzungswoche und dann werden wir sehen, in welcher Formation wir uns dann vielleicht im Herbst wiedersehen. Herzlichen Dank. Applaus